Knacki. That's the way. Time. Time. It's like the wind blowing life like leaves. Mahlzeit, meine lieben Gesellen. Everybody's running up the hill and don't you should have fighting with a man. Stößchen, ne? Save your picture of a giant side of 2 million pixel high resolution 3D superior quality special of a low price unique frame. Da ist er wieder. Ein sehr exklusives Publikum unterwegs, aber ich sag, komm, die Alternative zur Alternative, ich bin da, ich rette ruhig. Black and white picture of a child beside a 2 million pixel high revolution. Gute deutsche gediegene Unterhaltung hier vom Fachmann. Knacki Deluxe, ne? Bin ich. Susi! Time for coming, time for going. Saw my little sister growing. Yeah, baby. Saw my mother dying. Daddy passed away. Time is like the wind blowing life like me. Everybody's running up the hill. Donkey shouldn't ride with a man. Hossa, Hunter, Malahala, Hammer, Halla, Pearl. Would I call time? Would I name time? Yeah, baby. Black and white picture of a child beside a 2 million pixel high resolution 3D superior. Ja, wenn die Weiber wieder buschig werden, ich mag das, ne? Time. Ja, nochmal herzlichen Dank an Dracula für den supergeilen Mix hier, ne? Ja, die Weiber werden wieder wuschig. Ich suche auf diesem Wege, ja, eine Frau im gediegenen Alter, 40 plus. Melde dich bei mir, Schätzelein. Du darfst auch gerne, wenn du willst, auf dem Boden schlafen, ne? Ich schnarche nämlich. Ja, so ist das. Ich bin Hitman Meier, ich bin voll Pilze. Ja, dann pass auf, dass du nicht auch noch welche an der Tapete kriegst, ne? So, was haben wir denn hier im Angebot? Ich hab gedacht, ich mache einen Monolog, ne? Dieses, jenes, hast du nie gesehen? Gut, ich habe hier wieder eine Insider-Information bekommen, ne? Aluhut, Babsi, die sprühen wieder die Sonne, warte mal, heute 5 Minuten über die sprühen wieder, ja. Du, ich kann das nicht sagen, also ich persönlich glaube nicht an Chemtrails. Bleib ich bei, ich sag, das kommt von den Flugzeugen, ne? Das ist irgendwas Normales da, irgendwie von der Rumdüserei, aber ich glaube nicht, Chemtrails, ne, glaube ich nicht, komm. Nee, beim besten Willen nicht. Man kann auch übertreiben, ne? So, ich muss hier ganz kurz mal... Kante stimmt. Gut, alles klar. So. Die gute Nachricht für alle Spanien-Liebhaber. Görke konvertiert nächste Woche. Die wird jetzt Moslem, ne? Die hängt da gerade mit dem Händrad rum und lässt sich das hier in Matschi labern, ne? Wie toll doch hier der Moslem-Zirkus ist, ne? Wahrscheinlich liest er die Tage aus dem Koran vor, ne? Könnte ich mir also vorstellen, dass Görkel jetzt Konvertitin wird, ne? Von der Zigeunerbraut zur arabischen Diva. Es ist so unfassbar, ne? Dieser Hangout-Zirkus, er nimmt hier, ja, unfass, unglaublich. Ach, das glaubt doch sowieso kein Schwein. Es ist wirklich, ja, das ist Unterhaltung pur hier, was hier abgeht, ne? Ohne Scheiß. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich baller mir hier nochmal hier einen aus der Dose rein. Stößchen so. Mit Anlauf, ne? Ich habe mich kürzlich amüsiert, ja. Viele von euch habe ich gesehen, ihr frequentiert auch diese Sender. Ich verstehe es dann nicht, ne? Also warum? Gucken ist ja erlaubt, ne? Aber warum macht ihr bei dem Scheiß noch mit, ne? Also bei manchen frage ich mich, man, ist das mit dem
Keine Ahnung, habt ihr irgendwie Angst, dass so viel Staub auf die Tastatur kommt? Warum macht ihr da mit? Ohne Scheiß, ne? Aber ist egal, 2018 wird unser Jahr. Wir werden alles besser machen für Deutschland, für eine bessere Welt, für eine bessere Hangout-Kultur. Ja, ich bleib euch auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen erhalten. Und wir ziehen die Nummer durch. Wir senden jetzt zurück. Wen meinst du, Knacki? Na, ich habe hier Heinzelmann treibt sich überall rum, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, Uwe, du musst die mal ein bisschen an der Kette legen, ne? Schwarzer Tiger habe ich gerade auch noch gesehen irgendwo, ne? Aber ist auch egal, ihr seid ja alle freie Menschen, ne? Also das ist nicht die Frage. Ich habe schon wieder ein Buch durch, ne? 300 Seiten, 3 Sitzungen. Ich war mal ganz kurz heute in der Wanne. Ich habe so viel Spaß an dem Buch gehabt. Ich habe mir aus der Abteilung direkt noch so ein paar geholt. Jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, Mann, wir haben es immer gewusst, ne? Der Knacki, der manipuliert uns hier. Nein. Das geht einfach nur darum. Ich bin ja auf der Suche nach der Wahrheit. Und das heißt, dazu muss man die Lüge erkennen können. Und nachdem man hier so ein Buch durchgearbeitet hat, findet man tatsächlich Parallelen, dass man sagt, ach guck, wenn man so bestimmte Leute reden hört, ne, dann sagst du so, ach guck, da guckst du so, ne, ach so geht das, okay, spannend, also muss ich wirklich sagen, echt top, mit den Spenden läuft im Moment sehr gut, ich konnte mir gestern 4 Bauer-Joghurt kaufen, also muss ich wirklich sagen, die Unterstützung der Community auf dem Biosektor ist erwähnenswert, ne, ich danke nochmal allen dafür, super, ne, so. Dann, was war denn sonst noch? Warte mal. Viele sagen, oh Mensch, der Knacki hat schon wieder ein neues Headset. Ja, von Sennheiser habe ich mir gekauft, heute gebraucht. Liegt auch sehr gut am Ohr an. Und zwar habe ich das Problem, ich habe mich mit meinen 120 Kilo auf mein altes Headset gesetzt. Hat es nicht überlebt, ne? Und jetzt war die große Preisfrage mit Panzerklebeband und Atomkleber irgendwie wieder zusammennageln. Ach komm, kaufst du ja. Gebrauchtes Neues, passt schon, ne? Und ich habe die ganze letzte Woche echt total Pech gehabt. Ne? Muss ich wirklich sagen, ich bin der ärmste Hamenser, den es gibt. Ich gucke so raus, Mensch, super Wetter. Zack, auf dem Roller, buff, Regen. Ne? Die gesamte letzte Woche, ich weiß nicht, irgendwie, da gibt es eine kleine schwarze Wolke, die mich verfolgt. Ne? Jo, was war das denn? Wieso? Wie geht's euch denn so? Habt ihr mich vermisst? Was kann ich für euch tun? Soll ich einen umlegen? Haben wir ein bestimmtes Thema? Wollen wir zusammen quatschen? Soll ich allein hier sitzen? Ich bin übrigens im Paulchen-Panther-Modus. Ich habe gewaschen. Ich trage die Untertrikotage ist in der Wäsche. Bedeutet also, wenn ihr... Also ich sehe was ihr nicht seht. Aber naja, normalerweise an der Stelle gehört eine Joggingbuchse hin. Aber ist halt jetzt gerade Notstandsgebiet, ne? Aber es riecht nichts. Ich kam ja frisch aus der Wanne, ne? So, hau einen raus. Ich soll wieder einen rausschauen. So, 100 Zuschauer, ne? Tolle Sache. Der Laden läuft, ne? Knacki ist da. Hippie-Pura, ne? War doch Abschiedsstream von einer YouTuberin. Weiß ich nicht. Ach, ihr meint diese Alina? Nein, die bleibt. Nein. Alina wird jetzt grundjustiert, ne? Sie hat ja jetzt einen Betreuer da, Dreifisch ist da, Nieselprim kümmert sich persönlich um alle Geschichten, Hans Klotz ist auch sehr souverän, ne? Dreifisch. Und Mensch, die Alina, die wird jetzt erstmal grundjustiert und dann klappt dann auch hier mit dem Senden, ne? So. Knacki, hast du heute schon eine Anzeige geschrieben? Nee, ich bin im Moment so ein bisschen durch mit der Nummer. Ich habe mal gesagt, so, also der eine, der aus Deggendorf, der kriegt so viel Post, das ist ja schon. Ich wollte ja auch meinen Beamten hier nicht überstrapazieren, ne? Ich könnte noch mal so 1-2 machen oder so, aber im Moment, ich habe auch keinen Bock da drauf, ne? Weil ich bin ja jetzt nicht Denunziant aus Überzeugung, sondern das ist ja bei mir eine reine Notwehrsituation, ne? Ich bin ja, jetzt piept das hier schon wieder, ich bin ja der Gute hier, ne? Verstehen halt noch nicht alle. So, warte mal, ich hatte gerade gedacht, die geht jetzt ins Bettchen. Du weißt schon, nach die blablabliblablub, warte mal, Schätzelein, ich hatte erst gedacht, ich hatte nämlich noch so ein Dreifischopfer hier gefunden. Ich hatte fast spekuliert, ob man mit der vielleicht mal eben ein Pläuschchen machen kann, ne? Eine alte Freundin ist wieder aufgetaucht. Ja.
Dann spannend ist gewesen, weiß ich nicht, glaube ich, vor 2 Nächten irgendwie morgens mal beim Albaner oder sowas. Da hatten wir auch wieder diese Grundsatzdiskussion, da ging es um die Geschichte mit dem Marc Steffens. Ja, wie ich den Marc denn beschuldigen könnte und ob mit einer Entschuldigung wäre das ja nicht erledigt. Und ich sag noch, Moment, also wir hatten ja jetzt die Situation, ich hätte das auch einfach so stehen lassen können. Das heißt, also alle haben geglaubt, er hat's getan. Und ich hätte das jetzt einfach so stehen lassen können und alle hätten auf ihm rumgeprügelt. Ich hätte hier gesessen, kriegt der Dicke auf die Mütze. Ne? Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ne? Und ich habe natürlich das Problem, wenn ich einen Fehler mache, der ist natürlich total schlimm. Ne? Wenn andere Fehler machen, die sind morgen alle vergessen. Aber wenn ich einen Fehler mache, das ist schlimm. Ne? Und mir war wichtig, weil ich finde so diese Vorwurfsnummer dann schon relativ haarig, dass man da natürlich auch dann sagt, pass auf, also wenn sich hier Aspekte ergeben, dass man sagt, das ist wahrscheinlich ist es so, aber genauso wahrscheinlich ist, dass es eben nicht so ist, da muss man auch bitte schön Eier haben, dass man sagt, pass auf, da ziehe ich mal die Anklage vorübergehend eben zurück, ne? So, ich hing auch gleichzeitig noch in der Problemstellung, dass ich das, was ich gerne sagen würde, durchaus beweisen wollen können, müsste und dürfte, aber damit bringe ich wieder Leute ins Gespräch, die da, sagen wir mal, nur Randfiguren sind. Und da habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, lass stecken, ist gut, brauchen wir nicht, fertig. Ne? So, gibt gute Nachrichten. Quack, quack. So, eben mal Quotenbäuerchen rausgedrückt. Ente hat seinen zweiten Kanal gelöscht. So, Ente ist digitale Geschichte. Der hatte mit irgend so einem Psychopathen, hatte der schon mal ein bisschen, Herr Rudi, wer sinnvoll spenden will, PayPal me, Skipper Mario. Skipper, dein Account ist übrigens frei, ne? Und wie gesagt, lass doch hier diese Kindergartenabteilung. Ich weiß nicht, was das soll. Wenn du echt Kohle brauchst für dein Wohnmobil oder für deinen nächsten Urlaub oder irgend sowas, ne? Such dir doch einfach einen Job, okay? Ist doch doof. Komm, jetzt mal im Ernst. Ist doch doof. So, Entertainment. Skipper Mario, wie gesagt, ich habe den wieder freigegeben, ne? Benutze den Skipper-Account und hör auf mit dieser Battle-Nummer. Mensch, das gehört sich doch nicht, ne? Guck mal, ich brauche doch jeden Euro. Ne? Jetzt kommt die hier aus Deggendorf bei mir schon zum Battlen. Das ist ja unfassbar, ne? So, wie gesagt, Skipper, dein Account ist frei. Wenn du dich an einer Diskussion beteiligen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Und wenn nicht, wenn du wegbleibst, würde ich das sogar fast noch besser finden. Ja, genau wie der Rest hier, ne? So. Nieselprim, Game Over. Ist es so? Game Over. Habt ihr Alina jetzt fertig gemacht? Ist Game Over? Ach nee, Erik, lass den Nieselprim mal ein bisschen. Das ist ja der Dreifisch. Das ist der Dreifisch-Gesandte für die Werbetour. Ich habe dich wieder freigegeben, Nieselprim. Entschuldigung. Bitte Nieselprim nicht löschen. Der ist in einer wichtigen Mission unterwegs. 2018 wird das Jahr. Ne? Da werden viele YouTuber weinend vom Mikro hängen. Das wird noch schrecklich, hat er gesagt. Unfassbar schrecklich wird es werden. Ne? Ich bin ja mal gespannt. Ne? Nisi, mein kleiner Primelprinz. Was ich dir unbedingt empfehlen würde, ne? Ich meine, ich kann das ja auch für dich mitbestellen. Ich hatte gerade bei Rebuy ein paar Bücher, was weiß ich, Rhetorik für Anfänger oder so. Du solltest an deinem Wortschatz echt ein bisschen arbeiten, ne? Obi-Wan! Ich habe gesehen, du hast auf die Schnauze gekriegt, mein kleiner Obi. Warst du wieder frech? Was ist denn jetzt 82? Anno 82, 1982, 82, 88. Ich habe keine Ahnung. Nieselprim. 82, ja. Ist egal. Mach deine Werbeveranstaltung. Dreifisch ist ein super sympathisches Netzwerk. Ihr werdet total begeistert sein. Wendet euch an den, bist du Gebietsleiter oder was machst du hier genau? Nieselprim, Pressesprecher. Ihr müsst, sagen wir mal, ein bisschen Mongo in der Birne sein. Ihr könnt auch, keine Ahnung, wenn du schnitzen kannst, hier, was weiß ich, so Hitler-Skulpturen oder sowas, da bist du bei Dreifisch mit Sicherheit richtig. Wendet euch an Nieselprim. Der hat das passende Werkzeug. Da könnt ihr aus jedem Holzklotz noch was Schickes bauen, außer An- oder Zumalabteilung. Ne? So ist das, ne?
Und Prisel nehmen. Ich hätte ja nochmal, ich hatte ja auch, ich fand gestern, die Sendung hat übrigens sehr, sehr, sehr gut eingeschlagen. Natürlich bei euch nicht so, aber so beim Rest, der fand das doch ziemlich gut. Sachsensumpf, Kinderporno, Computer. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern möchtest oder... Oh, der Marc Rother, warte mal, den hast du auch gelöscht. Der Marc Rother ist ja normalerweise auch einer. Was ist denn mit Schleimnase Leon passiert? Ja, lieber Marc Rother, den haben wir in Urlaub geschickt. Der ist aber am Wochenende wieder da. Du bist jetzt übrigens auch da, nämlich in meiner Sperrliste, da wo du hingehörst, ne? So, und dann haben wir den auch schon wieder verarztet. Sag mal, hast du Heimweh? Ruf Dennis irgendwie an. Hast die Nummer von Dennis nicht? Warum bist du bei mir? Hey, wir sind die Guten, mein Freund. Ich stehe für Wahrheit und Qualität. Also ich habe mit dieser Nazi-Pisse nichts am Hut. Ne? Nieselprim hat es gesagt, ich bin raus, also ich, Knacki, weil ich nach links gerutscht bin. Sieht man hier auch an der Dampferfaust, nur Dampfe, ne? Und ich habe ja T-Shirts generell hier mit der bolschewistischen linken, linksfaschistischen. Wo ist der Unterschied, ob Schwarzvermummte Linksextreme in Hamburg Autos anstecken oder ob Schwarzvermummte Rechtsradikale Neger tothauen? Wo ist der Unterschied? Wisst ihr den? Ich kenne den. Also ich, Nieselprim, kenne den auch. Ja, ich meine, er hat ja noch keinen Neger totgeschlagen. Also soweit kommt es ja noch. Denn der Herr Nieselprim, Gott mit dir. Ne? Mensch, Gott mit dir. Also da reagiert er ja komplett elektrisch. Ne? Gott mit dir. Ne? Wie verträgt sich eigentlich katholische Kirche mit neoliberal-faschistischen Dreck, den du da so propagierst? Gehst du beichten? Prisel nimm. Gehst du in die Kirche, um dich bekehren zu lassen oder um aufzuklären? Mich würde das mal interessieren, wie da deine Grundhaltung ist, Gott gegenüber. Ist Gott nicht allmächtig und gnadenvoll? Ist Gott nicht, vergibt Gott nicht allen Menschen? Prisel nimm. Und wie verträgt sich das mit 2018 wird unser Jahr, wir werden euch alle fertig machen, ihr dummen Drecksäcke. Ich kann also aus meiner Eulenspiegel. So, wenn man keine eigene Meinung hat und auf die Wahrheit eines Netzwerkes vertraut, ist Dreifisch genau richtig. Für alle normalen Menschen hilft selbstständiges Denken. Right, Bruder, so ist es. Das Interessante, nochmal kurz zusammengefasst, man muss da eine Metapher, also ein Gegenbild dem Zuschauer bieten. Dreifisch-Netzwerk ist genauso sympathisch wie Scientology. Und Dreifisch ist genauso sympathisch wie die Jungs um Adolf Hitler. Die haben es im Grunde alle nicht böse gemeint. Adolf Hitler war super in Ordnung. Der war lieb zu seiner Frau, zu seiner Freundin. Die eine hat sich umgebracht. Die andere durfte ihm nicht an Nölles packen, weil der sich irgendwie im Krieg da unten so was verletzt haben soll. Mit Hunden konnte der Adolf total toll, gut und so, ne? Also ein voll sympathischer Mensch, ne? Aber trotzdem sind eben, sagen wir mal, so eine Zahl, 50 Millionen Tote in Europa, ist vielleicht ein bisschen viel für eine Meinungsverschiedenheit, ne? So, da kann man natürlich auch sagen, naja gut, war vielleicht nicht so schlimm, hätte ja auch schlimmer kommen können, ne? So ist es. Und der Nieselprim und der Prisel-Niesel-Nieselprim ist ja dann, wie gesagt, er ist ja doch so ein bisschen sehr faschistisch programmiert. Einfach, ne? Hirnmechanisch, ne? Knackt ein bisschen beim Denken, aber ist ja nicht schlimm, ne? Der plappert ja eben diese Netzwerknummer hinterher, ne? Oh, Dreifisch ist so total toll und ne, wir werden Obi-Wan Knacki polarisieren. Let's time to it, Timmy. Ja. Ich schieße mich gerade ein. Also diese Streams, ihr wisst doch, wenn da nur steht, nur mal so oder so, das ist ja meistens, ist das ja so eine Art Todesfalle, ne? Also einer meldet sich immer, der gerade was auf die Nase braucht. Kannst du mir einen guten Chinesen in Hamm empfehlen? Ich würde dich auch einlegen lang und Uwe Döner auch. Den Uwe auch? Ich glaube, wir haben, glaube ich, zwei Chinesen, aber da kannst du dir wirklich das Essen nur bringen lassen. Also ich würde mich da ungern hinsetzen an der Hauptstraße mit einer, was weiß ich hier, zugekleckerten Scheibe oder so, ne? Quacks mit Gott! Lad mich ein, ne? Ganz wichtig, so. Was haben wir denn nochmal? Genau, also Werner Beinert sagt zum Beispiel auch, muss man auch wissen, Pedotribun Schumacher hat auch mit der 15-Jährigen, die ja schon
drei Tage 15 war. Er hat das gar nicht böse gemeint. Es war zum Wohle des deutschen Volkes. Ne? Und ich habe ja, also wie gesagt, hier diese Gasnummer schon mal vorgespielt und der kann total gut den Hitler nachmachen. Ne? Ist auch aus diesem Dreifisch. Vielleicht muss man ja bei Dreifisch auch, sagen wir mal, im Bewerbungsschreiben sagen, ja, ich habe so eine Linkenphobie oder sowas, ne? Oder. Hallo an alle, Dani Wolf. Adi wollte nur Blondie, so ist es, genau, richtig. Blondie. Komm, Kinder, kein Scheiß hier. Nee, das lassen wir mal bleiben. Keine Witze über den Adolf, ne? Das Schlimme an dieser Dreifisch-Nummer ist, wie gesagt, Dreifisch, Scientology und diese ganze Blablabla-Nummer. Das Schlimme ist, man kann tatsächlich nichts Böses darüber sagen. Denn sie passt natürlich sehr, sehr gut auf, dass eben nicht der Eindruck entsteht, dass es sich hier, sagen wir mal, um doch ein sehr rechtsradikal geprägtes deutsches neofaschistisches Drecksnetzwerk handelt, was durchaus auch gewaltbereit ist. Ne? Haben wir ja noch gesehen bei der Kriegserklärung von Reconquista Germanica. Ne? Und der Prisel-Nim wollte da ja auch so ein bisschen mitmachen, durfte wohl nicht, deswegen ist der wieder raus. Ne? Kennst ja wahrscheinlich Toni Ortring, wir sind Niesel raus, du bist raus, zack, hast du den Salat. Ne? Und jetzt geht der Niesel wieder auf Werbetour. Ne? Wir haben einen Anruf aus Berlin, mein Polizist aus Berlin. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, mein Kleiner. Ich hab direkt die Hände hochgenommen, damit nichts passiert. Ich wollte nur erstmal, ne, guten Rutsch. Wieso, ist das schon vorbei? Ja, ist vorbei, aber alles nachträgliche guten Rutsch und so, viel Gesundheit und so weiter und so fort wünschen, wie man das so schön macht, auch wenn es nachträglich ist, ne. Ja, wie bist du selber reingerutscht in Berlin? Naja, ich bin mit Wladimir Putin reingerutscht, ich bin mit Kim Jong-un reingerutscht, ich bin mit den chinesischen Präsidenten reingerutscht. Naja, wir drei sind zusammen sehr gut reingerutscht. Also du warst beim Chinesen essen? Nicht beim Chinesen, nein, der war bei mir. Putin war bei mir, Kim war bei mir, wir sind alle bei mir auf Facebook reingerutscht. Ja, cool, finde ich gut. Wie geht's dem Köter? Den geht's gut. Ja, guck, letztes Jahr hast du dir noch Sorgen gemacht und jetzt geht's ihm gut. Aber an Silvester ging's ihm scheiße. Oh. Wegen der Knallerei, ne? Ja, genau. Oh, der wollte gar nicht raus, du. Da konntest du machen, was du wolltest, ne? Da hast du Leine genommen, dicken Knochen ran gemacht. Der hat gesagt, leck mir am Arsch. Du bist in die Ecke gegangen und tschüss, nicht mehr rausgekommen. Unfassbar. Warum rufst du mich denn jetzt an, wenn ich mal fragen darf? Naja, weil ich dir mal, wie man das so unter Kumpels macht, so gesundes Neues wünschen wollte. Ja, sag mal du, ich habe die Tage gesehen hier, dieser Schulz, oder weiß ja, TTA, ne? Bleibt aber unter uns, ne? Was für ein Schulz? Ja, TTA. Dingo, kennst du ihn? Nee. Ja, du kennst TTA nicht? Ach, DDR. TTA. GTA kenne ich nicht, nee. Gibst du wolltest in Berlin und kennst hier TTA nicht, den 18 schlimmsten Bürger, den sie bei euch irgendwie finden konnten? Nee, sowas kenne ich nicht, nein. Na, pass auf, der hat doch irgend so eine CZ-75 Kanone irgendwie aus Tschechien oder so. Kannst du mir nicht sowas besorgen? Nein. Aber ich kann dir besorgen, was Kim hat. Gut, ich. Ja, oh, was Kim hat. Was mein Führer hat. Was der Führer hat. Der Führer, ne? Unser Führer, der heißgeliebte Führer, der große Führer. Ja. Der Führer, der große Führer, der Marschall. Der Fahrer. Der Genosse Kim und Jung, ne? Der Fahrer, jawohl. Was der Führer hat, was der große Führer hat. Ah. Das ist machbar. Sag mal, du trinkst doch wohl nicht heimlich. Du schreist hier rum, das ist ja unfassbar. Na, ich trinke nicht, doch, ich trinke eins. Ich trinke Cola mit Kaffee gemixt. Hey. Wie, was heißt I? Cola mit Kaffee, I. Das ist geil. Das musst du machen. Du musst hier, kennst du Cola-Flaschen, ne? Ja. Dann machst du die Hälfte Cola raus, machst Kaffee rein und dann stellst du in den Kühlschrank, lässt einen Tag drinnen, holst du raus und dann setzt du an und dann macht Gluck, Gluck, Gluck. Dann bist du glücklich. Und dann kannst du noch eins machen, machst du noch ein bisschen raus, ja, ein Red Bull rein,
Warte mal, bleib mal eine Sekunde dran. Ich glaube, ich habe hier die Pauline ist gerade da. Das ist ja, glaube ich, so wie ich das jetzt gerade mitgekriegt habe. Was für eine Pauline? Also, das ist so eine ehemalige NWO-Schlampe. Die hat sich, glaube ich, heute Abend, hat man mir berichtet, mit Niesel Prim verlobt oder irgendwie sowas. Die schmeißen die schon Küss hinzu oder irgendwie sowas. Es ist unfassbar, ne? Was hier abgeht. Ja, Moment. Ist unfassbar, was abläuft, ne? Ja. Gib mir mal einen Tipp, du. Ich bin echt darüber am Nachdenken, ob ich meine Hangout-Karriere an Nagel hänge. Naja, warum denn? Ja, ich wollte Pornodarsteller werden, weil ich so eine geile Stimme habe. Ja, aber hast du das andere auch dazu? Na, ich meine, als Pornodarsteller brauchst du nicht nur eine Stimme. Hör mal, ich hab mich ja heute Abend auf mein Headset gesetzt, hat es leider nicht überlebt. Und ich habe ja Neues kaufen müssen, ne? Und ich hatte jetzt meine ganze Wäsche drin, du. Ich habe immer noch einen Schrumpelschniedel. Also ich habe unten, sag mal, die Trikotage unten ist... Warte mal eins. Ich zeig dir mal was, ne? Was? Hör mal kurz zu. Aus! Sehr gut, für selbst gesungen, nicht schlecht. Nein, das ist der Meister, André Rü. Ja, aber du weißt, dass man wegen solchen Sachen, dass man hier auf YouTube eine Sperre kriegen kann, ne? Wieso? Er schreibt mich an, der Meister, ne? Ja. Der Meister, der schickt mir die neuesten Sachen, die er alles hat, André Rü. Dann schickt mir... Das sind die Ossis. André Rö, der heißt André. Genau, den meine ich. Der heißt den meine ich. André... Schickt mir Putin die neuesten Sachen. Ganz wichtig, pass auf. Sprech mir mal nach. Der heißt André Rieu. Rieu. Nein, der heißt André Rieu. Rieu ist ja egal. Jetzt. Nein, du sollst sagen, der André Rieu. Rieu. Nein, André. André, naja, richtig. André Rieu. André Rieu. So, weil du hast mich gerade mal gesagt, André höre. Achso, ja. Nee, der schreibt mich immer an, der schickt mir immer die neuesten Sachen, weil ich bin, wie sagt man, ein Klassik-Fan. Also Kunde im Weltbildverlag. Ja, richtig. Dann schreibt mich mein bester Freund, allerbester Freund, der Präsident Putin an, ne? Ja. Komm, jetzt verarschst du mich doch hier. Putin schreibt. Nein, guck doch mal auf deine Facebook-Seite rein. Echt, Alter. Ja, dann mein allerbester Freund, der Führer, der große Führer, der Genosse Kim Jong-un. Hör mal, kriegst du gerade einen Anruf, da hat es bei dir gepiept. Da piept nichts. Da hat wohl gepiept. Nein. Umfrage, hat es bei ihm gerade gepiept? Nee, hör dazu. Dann schreibt mich doch Kim Jong-un an. Ja. Und dann schreibt nicht noch... Der chinesische Präsident, wie heißt, ich sage mal, Xi, wie heißt der, Peng und so weiter, ne? Ja. Der schreibt mich auch, ne? Ja. Und ich habe 633 kommunistische Freunde bei mir in meiner Facebook-Seite drin. War das bei der Polizei in der Aufnahmeprüfung wichtig, dass man kommunistische Freunde hat, oder haben die einfach gesagt, ist egal? Das ist egal. Das ist egal, okay. Die haben nur gesagt, ne? Nichts gesagt. Die haben nur nach der Schulbildung geguckt, ne? Ja. Da musstest du 10. Klasse Realschule haben. Hör mal, ich habe die 8. zweimal gemacht. Ich habe die so gut gefunden. Hör mal, die Schweine haben es nicht angerechnet, echt. Naja, meine ich doch, da hast keine Chance. Da kannst du die 8. dreimal oder viermal, hast keine Chance. Keine Chance. Hör mal, und was ich auch scheiße finde, hör mal, ist dir schon mal aufgefallen, jedes Jahr Weihnachten spielen die Titanic, den Film, kennst du Titanic? Ja, richtig, ja. Ey, und der Kahn säuft jedes Mal ab. Ich warte ja noch drauf, dass er echt die Kurve kriegt vom Eisberg. Jetzt nach links. Nee, haben die dieses Jahr nicht hier Alfred gebracht? Alfred gucke ich doch jedes Jahr. Da meine ich doch Alfred Tetzlaff, ne? Ja. Den meine ich doch. Oder hier, wie heißt das? Mann, wie heißen die Scheiße, die sonst auch Silvester immer bringen? Mann, wie heißt denn das? Dinner for Two. Genau, richtig, ja, dieses Dinner, ja. Habe ich ja dieses Jahr nicht mitgekriegt. Ich war ja draußen. Ich war ja mit einer hübschen Blondine, war ich ja unterwegs, ne? Ach so, ja. Mhm. Ja. Nee, ich habe das ja auch nicht gesehen. Ich war ja
zu dem Zeitpunkt Kader, ne? Ja. War ich in der Kneipe gewesen bei meinen Freunden und so, ne? Ja. Ja, da wurde ich dann dieses wieder, was ich mal vor Jahren war, wurde ich dann leider wieder zu Leib und Seele, ne? Ein dummer kleiner Feuerwehrmann, so. Was machen die Idioten, ne? Die stellen da so ein Kracherteil hin, so. Und dann geht alles hoch, so, ne? Lassen einfach liegen. Ich meine, schöne Stichflamme hoch. Nähe Auto, ein paar Zentimeter, ne? Ja. Ich nehme das Teil erstmal Stiefel weggeschoben, ne? Dreht mit Stiefel rauf. Ein anderer geht rein zum Wirt, sagt, hey, guck mal, der Feuerwehrmann macht schon, ne? In der Kneipe bin ich ja der Feuerwehrmann, so. Und jedenfalls, und naja, Komm, ihr löscht und so. Aber in der Kneipe bin ich nur der Feuerwehrmann, ne? Ja, sag mal, willst du den 142 Zuschauern sonst irgendwas sagen? Nee, warte mal, ich bin nur da in der Kneipe der Feuerwehrmann, ist komisch, ne? Auf Arbeit bin ich der Bulle, naja, scheiße. Okay. Das ist nun mal scheiße. Ich meine doch, nicht, ich meine jetzt nicht Bulle, ich meine Polizist, ne? Ja, Bulle geht gar nicht, Bulle geht gar nicht. Nein, ich meine ja Polizist. Auf Arbeit bin ich da immer Polizist, ne? Was du auch nicht machen darfst, du darfst zu Bullen zum Beispiel auch nicht sagen, ihr alten Drecksnazis. Obwohl du weißt ja, bei der Polizei haben sich ja damals im Dritten Reich die Polizisten gemeldet für die Erschießung und du darfst auch nicht direkt Nazi sagen. Das geht nicht. Nein, aber weißt du, was du heutzutage wieder sagen darfst? Nee. Du darfst wieder sagen, ich liebe meinen Führer vom ganzen Herzen. Ich liebe meine großen Führer vom ganzen Herzen. Sag mal, hast du leicht einen Rechtsdrall? Nein. Weißt du, warum? Nee, Sache ist die. Du verwechselst das. Warte mal. Ich liebe meine großen Führer. Pass auf, pass auf. Okay, hör zu, pass auf. Der Plan ist folgender. Ich habe soweit dir zugehört, ich habe, glaube ich, dein Problem auch verstanden. Ich schicke dir gleich eine SMS, da findest du eine Telefonnummer. Das ist die vom Nieselbrimm. Ja. Nee, der Führer. Weißt du, heutzutage... Ja. Heutzutage in der Realität gibt es nur noch einen Führer. Da gibt es den großen Führer. Kim Jong-un. Genau. Das ist der große Führer, der Marschall, der Genosse Kim Jong-un. Der hat ja in der Schweiz studiert. Ne? Also der kann ja sogar Deutsch. Das ist richtig, ja, der kann Deutsch. Ja. Der schreibt sich auf Facebook mit mir Deutsch. Auch nicht schlecht, finde ich gut. Ja, dann ja. Pass auf, Dicker, dann grüßen mal schön von mir. Wir quatschen morgen Abend weiter, aber ich muss jetzt echt, wir haben 150 Leute, die hier warten, dass ich irgendwie das T-Shirt mir vom Ball... Warte mal noch kurz. Ja, ich warte, ich hab Zeit. Also. Moment, hast du noch Zeit, ne? Okay. Ich hab Zeit. Alter. Ja, in 3D. Der dreht ja komplett durch. Ja, Moment, warte. So, hey, das hast du aber auch wieder super schön gesungen, echt. Ja, richtig, ne? Ich hab das schon mal. Aber weißt du, pass auf, hör mal zu, ne? Weißt du sagst immer, ich soll's rühren. Ich höre das schon. Nee, warte mal, hör mal kurz zu. Weißt du, der Führer, mein heißgeliebter Führer und ich. Kim Jong-un. Wir werden USA leuchten lassen. Ja, das ist eine gute Sache. Ja, du weißt, was ich meine mit leuchten lassen. Ne? Ja, sag mal kurz, aber eine andere Frage. Was kann ich denn gegen meinen Schrumpelschnädel machen? Ja, kann man gar nichts machen. Meinst du einfach mal baumeln lassen, vielleicht regeneriert er sich oder was? Nee, Knoblauch reinreiben. Gut, Digga, wir quatschen andere mal weiter, aber ich muss jetzt echt hier weitermachen, okay? Alles klar, ich wünsche dir was, ne? Gut, ciao. So, das war die Polizei aus Berlin mal wieder. Ich finde ihn gut. Ja, ist egal. Ich habe öfter auch nachts um zwei, der hat schon 3 Uhr, 4 Uhr angerufen, wollte ein bisschen quatschen. Ne? Man muss sich für seine Patienten auch mal einen Moment Zeit nehmen. So, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Wo waren wir stehen geblieben? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Pauline, stimmt das, dass du mit dem Nieselbrimm am Flirten bist? Das wäre nicht in Ordnung. Nee, ach so, ich weiß wieder. Also ich ja heute Wäschetag, ne? Donnerstag ist bei mir Wäschetag, Freitag gibt Fisch, ne?
So, also meine ganze Wäsche da rein. Denk ja, ich muss ja nicht weggehen. Setze ich mich auf mein Headset kaputt. Ich denke, scheiße, ne? Wenn ich das abnehme, hört sich das so an. Ne, kannst du keinem zumuten. Hast du sofort Tinnitus auf dem Ohr. Ihr auch, ne? Soll ich nochmal? So, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ich in die Buchse, raus. Roller, weiß ja, Chaos-Christel. Ist der das schon wieder? Ach, der Nieselprim ist da. Der Herr Niesel, möchtest du live oder möchtest du mich nochmal beschimpfen? Wie bitte? Ja, wir sind live. Möchtest du privat mit mir sprechen oder sollen wir das online machen? Nein, ich weiß, dass ich nicht sehr live bin, mein lieber Freund. Ah, das ist super. Was kann ich denn für dich tun? Du weißt schon, wer hier ist, oder? Ja, Nieselprim steht ja auf meinem Telefon. Ja, prima. Du hast es also tatsächlich geschafft, durch Schwurbeland nach über einem Jahr meine Nummer zu behalten. Die steht bei mir in der Fritzbox. Die hat so ein unvergessliche. Ja, du bist doch der Mensch, der tatsächlich derjenige ist, der immer wieder betont hat, niemals Daten zu speichern. Mache ich auch nicht, nur von den bösen Jungs. Und da hat der liebe Gott gesagt, da darf man auch mal lügen. Ach, da darf man lügen. Da darf man lügen. Ich habe mir das bei euch abgeguckt. Ach du meinst tatsächlich, dass du derjenige bist, der sich herausnehmen kann, zu sagen, dass du keine Zeichen an deinen Händen hast, weil du quasi der Göttliche bist? Hast du eigentlich ansatzweise eine Ahnung, was anders da als Gott mit dir anstellen wird? Also normalerweise kriege ich einen Orden. Ja, du musst ja nur nervös machen. Ist alles gut und schön. Ich bin überhaupt nicht nervös. Acht auf meine Hände. Was soll ich auf deine Hände achten, mal ehrlich? Ja, du bist doch gerade mit meinen Händen angefangen. Das ist jetzt schon wieder falsch. Warum rufst du mich denn an? Was kann ich denn für dich tun? Was ich für dich tun würde, ich sag dir Folgendes. Okay? Jetzt passen wir alle mal auf. Gut. Bist du bereit, Bro? Ich bin empfangsbereit, immer. Ja, schön. Also pass auf, mein lieber Knackiglücks. Ja, du kannst auch Volker zu mir sagen, göttlicher oder du mein Herr, oder sprich mich einfach an mit Arschloch, ist mir eigentlich relativ egal. Bist du fähig zuzuhören oder versuchst du immer noch zu manipulieren in deinem Gespräch? Ich manipuliere immer, das habe ich bei euch gelernt. Aber pass auf, du sollst deine Zeit haben, hau raus, lass die Welt an deinen Gedanken teilhaben. An meinen Gedanken? Ja. Ich kann dir ja, und das mache ich doch, wenn du mich mal lassen würdest, würde ich es ja tun. Ich bin ruhig jetzt. Gut, das ist toll. Ich hoffe, die Aufnahmegeräte laufen ja auf voll Hochtour. Okay? Also keine Angst, ich biete dir weder irgendeine Möglichkeit, strategisch gerichtlich vorzugehen, was du ja so gerne hättest, nur ansatzweise. Ich möchte nur den ganzen Lemmingen, die neu in dein Netzwerk gekommen sind, Folgendes mitteilen. Es gab genügend, denen du Schaden angerichtet hast. Ganz genau, genügend. Mhm. Und vielleicht wird es einmal Zeit, dass du begreifst, dass deine Zeit gekommen ist. Es ist das Endgame gekommen. Du kannst hier sperren und blocken, was du willst. Du bist auf Juno komplett in den Eimer gelaufen, aber komplett. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, okay? Mit den falschen Menschen. Und zwar mit Menschen, die noch Menschen sind. Weil du deinen Narzissmus nicht lassen kannst. Du begreifst ja nicht mal, dass du selbst das Statement von uns dir gegenüber noch als gut heißt. Das heißt, du stellst dich hin und sagst, ich habe mich herausgenommen. Ich habe sogar solche tollen Dinge gelesen, du wolltest mal ausprobieren, wie das Netzwerk ist. Das ist falsch. Wir haben dir die Chance gegeben, damals mit dem Radio Knacki Deluxe, weil du ein Entertainment hast, ein Talent hattest und zuweilen hast, ja, das Beste draus zu machen. Nachdem das in die Hose ging, hast du nichts anderes getan, als dich an eine Kahane-Stiftung zu hängen oder zumindest es zu versuchen. Was dir aber reichlich nicht gelungen ist. Und was ist, bist du heute noch? Eine Nullnummer, eine absolute Nullnummer. Es ist schade, was aus dir geworden ist, ganz ehrlich. Du hättest ein Potenzial gehabt, dass du damals mit vielen, vielen Menschen, und das war im Übrigen der Grund, warum man dich in dieses Netzwerk ansatzweise integriert hat, obwohl wir wussten, dass du viele schlechte Vergangenheiten hast.
Aber jeder Mensch hat ja wohl eine zweite Chance verdient, okay? So wie du auch, jeder. Du hast das Einzige draus gemacht, was du immer machen kannst, und das ist das Schlechteste, was man machen kann. Ja, gut, ich höre. Also. Ja, na, was, pass mal auf, ich habe am 31.12., das wissen die ja alle gar nicht, die Menschen, die dazu, und am 31.12. habe ich ein Statement herausgebracht und habe das mal so gesagt, wie es ist. Habe die Wahrheit klargestellt, dass du aus diesem Netzwerk geflogen bist, weil du als unwürdig. Oh, da gibt es, ich habe dieses Statement da. Da sagst du am Ende, ich bin raus, weil ich nach links gegangen bin. Und das war die falsche Richtung. Und da habe ich noch gesagt, na guck, alles richtig gemacht. War doch gut. Nein. Doch. Kannst du auch nicht ernst. Hast du gesagt, kann nicht du, ich kann dir das vorspielen, ich hab's da. Du hast am Ende gesagt, ich bin raus, weil ich nach links gewandert bin. Und das war... Kannst drehen und machen, was du willst. Du kannst eine Pfanne drehen. Ich möchte das nicht drehen. Ich möchte dir das im Ernstfall einfach vorspielen. Das heißt also, das ist das, was du gesagt hast. Das brauchst du nicht machen. Du kannst du gerne machen, gerne. Wie gesagt, ich habe auch. Wir können uns mal eine Runde unterhalten, wenn du möchtest. Ja, aber noch einmal, es geht ja nicht darum, dass ich dir was unterstellen möchte, sondern es geht ja darum, dass das ist dein eigenes Statement. Und am Ende dieses Statements, also zumindest diesen Mitschnitt, den ich habe, sagst du, ich wäre raus aus diesem Netzwerk, da ich zu sehr nach links gewandert wäre. Nein. Doch, hast du gesagt. Beim Albaner. Doch, na klar. Spiel 1. Drei Fische immer knackig. Ich habe da zwei Versionen. Warte, machen wir mal kurz rein. Und zwar beeinflusst er. So, da ist er. Immer den Hangout. Verraten. Du musst jetzt aber nicht unbedingt viel reden, wo dir schadet, ne? Das ist Drei Fische. So, nämlich Zusammenhalt. Moment. Ich will euch damit nur eins sagen. Jegliche Spekulation, dass Dreifisch Mist, mies. KD sagt aber, Dreifisch ist mit Kahane zusammen. Und Quatsch. Antonio Amadeus. Ja, das kann man nie gewonnen. Sie sagen Kahane. Ja, wir können es hören, aber ich hab diese Stelle auf jeden Fall, wo du, wie gesagt, definitiv sagst, ich wäre raus, weil ich zu sehr nach links abgewandert wäre. Und das wäre wohl nicht die richtige Richtung gewesen. Du wirst wahrscheinlich diesen Satz gar nicht finden. Den werde ich morgen Abend auf jeden Fall in der Endlosschleife vorspielen, wenn du das gerne möchtest. Ja, nein, aber wie gesagt, du hast doch gerade eben gesagt, ich spiele das jetzt live vor, richtig oder falsch? Ja. Ja gut, also wenn du Zeit hast, ich suche das eben raus, kein Thema. So viel Zeit muss sein. Ich habe ja mehrere Versionen. Da gibt es ja eine Kurzversion, eine Langversion, mit Chat, ohne Chat. Doch. Du hast so viele und Menschen. Ansatzweise irgendjemand darüber diskutiert, dass das schlecht ist. Sekunde, warte mal. Sekunde. Manche Leute leben auch so eine Art soziales Pennerleben. Sind die Schwierigkeiten und kommen schon mit die Ämtergänge und Formulare ausfüllen nicht zurecht. So, Sekunde. Mies oder scheiße ist. Das ist dreckig. Und nur weil ihn KD in seinem dämlichen Hammdorf durchgefallen ist, bedeutet das dann lange mehr, dass diese Organisation schlecht ist. KD sagt, kein Moment, ganz kurz. Ich wiederhole es noch einmal gern. Ich bin stolz darauf. Ich bin Teil dessen. Sekunde, wir hören noch. KD sagt aber, Dreifisch ist mit Kahane zusammen. Und Quatsch. Antonio Amadeus. Ja, das kann man nie gelogen, ne? Die sagen Kahane, Antonio Amadeus, das ist antideutsch und alles mögliche. Moment. Natürlich, weil sich ja da Bellendorf angeboten hat bei der Kahane. Deswegen ist ja Dreifisch Kahane. Also ehrlich. Ja. Wer ist denn von rechts nach links gehopst? Wer ist denn von rechts nach links gehopst? Hast gehört? Das waren deine Worte. Ich kenne mich da nicht aus, aber was sagt denn der. Wer ist denn von rechts nach links gehopst? Das waren deine Worte. Ja, aber du drehst halt gerade die Worte wieder um. Wir reden ja jetzt nicht über irgend so ein, was weiß ich, ein Gesellschaftsstand, sondern wir reden über eine politische Ausrichtung. Und du hast beim Eddie gesagt, wer ist denn von rechts nach links gehopst? Du hast doch gerade eben zu mir gesagt, du bist aus dem Grund herausgefallen, weil du von rechts nach links gegangen bist. Richtig oder falsch? Nein, sondern weil du das gesagt hast in dem Video. Das war ja der Vorwurf, den man mir gemacht hat. Nein. Du hast soeben gesagt, in diesem Video hier aufgenommen, du hast soeben gesagt, dass du aus dem Netzwerk gefallen bist, weil du von rechts nach links gegangen bist. Das war die Aussage, die du getätigt hast. Und zwar aufgrund dessen, was ich hier gerade vorgespielt habe den Leuten. Ich habe an diesem vorgespielten Videoclip, oder? Ja. Ne, Tonmitschnitt, Folgendes gesagt. Du bist, nachdem du raus bist, ganz schnell von dem rechten
zum Linken zur Kahane-Stiftung gelaufen. Nein. Und hast dort Hilfe versucht zu finden. Doch, mein Nein, Gott, nein, das ist völlig falsch. Und dann jeder kann sich ein Bild machen davon. Ich komme gerne zu dir in den Hangout, wenn du möchtest. Ja, gerne. Schreib mal kurz aus dem Chat, dann können wir das direkt hier klären. Du, ich habe nämlich da null Probleme mit. Du sollst deine Werbeveranstaltung kriegen. Ich habe keine Werbeveranstaltung, du hast mich gesperrt. Aber lass mal das sagen, nein, ich kann am Telefon ein bisschen weiter reden. Das hat auch einen. Dann mach dir auch was Nettes. Ja, also ich habe da kein Problem mit. Also. Aber wie gesagt, du hast mich gesperrt. Sekunde, ich guck mal nach. Das kann man ja wieder aufheben. Ja, nein. Ich bin ein bisschen konsequenter wie ihr. Das heißt also, ich habe eine bestimmte Lebenserfahrung, eine bestimmte Meinung. Und die ist mit sich. Du hast keine Lebenserfahrung, du hast Shopbetreiber, die einem ehrlichen Rhythmus hintergehen. Hast du komplett einem Leben. Also, ja gut, also was möchtest du jetzt genau von mir? Bist du hier so eine Art, bist du. Nein. Ja, aber pass auf. Okay, dann lass uns über deine Vita reden. Willst du schon wieder? Nein, ich will dich überhaupt nicht stoppen, aber wenn du über mein Leben reden willst, will ich auch bitte über deins reden. Und bitte erzähl mal was zum Sachsensumpf, deine Verbindung dazu. Ich habe überhaupt keine Verbindung dazu. Das ist dein Hirngespinst. Ah, okay, alles klar. Also du hast auch nie jemanden erzählt aus deinem Bekanntenkreis, da wäre mal Sachsensumpf und irgendwas mit irgendwelchen Nacken. Ich habe doch Folgendes gesagt, man soll sehr vorsichtig sein. Und das wiederhole ich noch einmal, man sollte sehr vorsichtig sein, dass in der heutigen Politik maßgeblich für einen Sachsensumpf verantwortlich war. Ich meine, es war einer deiner Freunde, und zwar müsste es gewesen sein, der Hans Klotz oder von dir noch. Und ich habe das jetzt nicht hier, aber ich werde das besorgen. Und ich möchte, wenn du mir das erlaubst, auch frag mal den Hans Klotz, ob er das zustimmt, dass ich das vorspielen darf. Nein, ich erlaube dir, mein lieber Verräter, gar nicht. Aber warum nicht? Weil du ein Lügenbaron bist, der grundsätzlich sämtliche Dinge nur dafür benutzt, um sich ins rechte Licht zu rücken. Okay, also du sagst jetzt also schlicht und also an dieser Sachsensumpf und Kinderpornonummer und dass man ihr das also das ja Moment also ich fände das also sehr höflich, wenn wir uns darauf einigen können, dass du mal was sagen darfst und ich vielleicht dann auch, weil ich habe jetzt also auch sehr, okay. So, also, ich will dir da ja nichts unterstellen, aber das ist auch kein Spiel, sondern ich weiß, und ich habe es sogar als Aufzeichnung, ich meine, einer deiner Freunde hat es nämlich selber gesagt, diese Verbindung, Sachsensumpf, Kinderporno, dein Rückzug, und habe dann gefragt, ob ich das dann vorspielen dürfte, wo du in Sachsen, nein. Ich bin an deiner Stelle sehr, sehr vorsichtig, mich in diese Richtung zu drängen. Ich habe nur gefragt, wenn ich so etwas hätte, wenn einer deiner drei Fischkollegen so etwas gesagt haben sollte oder du selber in einer bestimmten Minute, dann würde doch jetzt gerade das Problem bestehen, dass du als Katholik hier eine Lüge verbreitest. Ich bin weder Katholik noch irgendwas anderes. Also wieso unterstellst du mir, dass ich Katholik werde? Ja, weil du mit Kreuzen romantierst, sogar manchmal mit Schwarzen, ne? Die stehen sogar noch verkehrt rum. Das ist so unfassbar. Schwarzen verkehrt rum kreuzen habe ich also, zu tun. Also noch einmal. Also ich möchte. Dass wir jetzt bitte beim Thema bleiben und dass du hier nicht immer versuchst, die Flucht irgendwo hin jetzt ergreifst, sondern lass uns bitte die Frage hier klären. Noch einmal, ich fasse das zusammen. Ich meine, mich erinnern zu können, einen Mitschnitt zu haben, wo du oder einer deiner Bekannten gesagt hat, da wäre eine Verbindung zum Sachsensumpf, irgendwelche, sagen wir mal, Nackedei-Bilder auf dem PC gefunden. Es gab aus deiner Vita einen Rückzug deshalb und fertig. Und habe dann gefragt, wenn ich diesen Mitschnitt hätte, ob ich den vorführen darf, worauf du sagst, nein. Und an der Stelle würde ich dann sagen, lassen wir dieses Thema dann auch sein, weil wenn es eine Wahrheit aus deinem eigenen Munde geben würde, dürfte ich sie ja nicht vorspielen. Das hast du mir jetzt ja gerade doch gesagt. Moment. Du sagst soeben, wenn es aus meinem eigenen Munde käme, könntest du es tun, richtig? Hm. Aber ich meine, es kam von einem sehr nahen Freund von dir. Aber du hast doch gerade so eben gesagt, wenn es aus meinem Mund käme, könntest du es vorspielen. Also wenn ich es aus deinem Mund hätte, dürfte ich es vorspielen. Wenn du es aus meinem Mund hättest, kannst du es vorspielen. Alles klar, okay, das ist mal notiert. Wenn es aus dem Mund von einem Freund von dir wäre, nicht. Warum nicht? Frage ja nur, du musst mir ja hinnehmen. Weil du die Fakten mit Tatsachen verdrehst. Aber warum würde dein Freund dann lügen? Wie du es immer tust. Aber warum würde dein Freund dann lügen und sowas sagen? Weil du die Tatsachen. Wir bleiben mal kurz bei dem Statement, das du gerade eben gesagt hast. Mhm.
Kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe dich dreimal gefragt. Frag mich bitte nochmal. Ich weiß, ich bin ja dein... Nein, natürlich nicht. Also wenn du das nicht begreifen kannst. Ja gut, wenn du mir keine Chance gibst, dass ich es beim vierten Mal besser mache, lassen wir es. Du behauptest, dass Menschen Krebs haben, die keinen Krebs haben. Da, ja, dann ist es nicht der Hans, dann ist es der Ben. Ben Merowinger meinst du? Den Namen hast du jetzt gesagt. Ben Merowinger ist ein feiner Mensch, ich mag den. Ja, du bist ja ziemlich gut vernetzt. Schon klar. Du bist umgeben und umzingelt und du hast noch keine Ahnung. Du rufst Menschen wie die NWO. Du denkst tatsächlich, dass eine NWO-Liga, eine Heterszene, für dich einen Kampf antritt. Bist du nur ansatzweise normal? Hast du eine Ahnung, welche Geister du hier rufst? Ja klar, Kinder. Wir Kinder. Reden hier langsam. Kinder, Mongos, Nazis und verpeilte Typen, die irgendwelchen ABC-Gurus hinterherrennen. Diese Geister habe ich gegen mich und da scheiße ich einen Haufen drauf. Und das ist schon sehr freundlich formuliert, mein Freund. Halt doch mal locker. Du meinst also ganz ernsthaft, dass in Enrico Bonet, dass der sich, wenn der einmal munter wird und weiß, wer du bist, ja. Ich grüße an der Stelle Enrico Bonet im Geiste. Ja? Okay, sehr gut. Wenn der mal munter wird und weiß, was du für ein Mensch bist, was du hier abziehst, glaubst du ernsthaft, dass das Geile, andere das, Menschen anders sind? Schau mal, das Geile ist ja, alle Menschen können das doch mitbekommen, was ich hier live abziehe. Es ist doch live. Also ich ja, das machen die ja auch. Ja, aber wir haben gerade 170 Zuschauer und ich glaube, die meisten feiern mich hier ordentlich gerade ab. Die heilige NWO steht geschlossen hinter Knacki und dann sagt Lustmord und das heißt schon was. Und die Alte ist gefährlich. So sieht das aus. Lustmord. Die heilige NWO steht geschlossen hinter Knacki. So sieht es aus. Das ist der entscheidende Punkt, den du nun verstehst. Schau mal, der entscheidende Punkt ist folgender. Ihr seid in diesem ABC-Kindergarten und das heißt ja nicht umsonst ABC-Kindergarten. Ne? Ihr lasst euch hier von so einer dubiosen C-Figur irgendwie manipulieren. Du selber, du hast einen Wortschatz wie ein 13-Jähriger. Du bist weder in der Lage, Leute zu begeistern, noch irgendwas auf den Punkt zu bringen. Ich mag dich als Typen nicht, du hast nichts zu melden. Du bist einfach nur so ein verkackter rechtsradikaler Mitläufer aus meiner Sicht. Du bist jemand, der versucht zu manipulieren. Du hast keinen Charme, kein Esprit, kein Spirit, kein nichts. Du hast weder eine Mission noch sonst was. Du plapperst irgendeine Scheiße nach, die sie dir in dein Hirn gepumpt haben. Und das ist alles, was du hier machst. Du machst seit 3 oder 4 Tagen hier den Propagandaminister für Dreifisch und legst immer wieder dieselbe ekelhafte, verschissene, rechtsdrehende Platte auf. Ne? Mit, da wollen wir mal die Drehzahl von 33 auf 45, damit es sich auch ein bisschen schnittiger anhört. Ne? Weiß ich, mich kannst du damit nicht beeindrucken. Ich rede für mich. Und damit habe ich in meinem Leben genug zu tun. Und ich verstehe dann auch nicht, und die Leute da draußen übrigens auch nicht, warum Dreifisch ausgerechnet, also die Leute hier draußen verstehen garantiert nicht, warum Dreifisch ausgerechnet so eine schamlose Menschenhülle wie dich hier nehmen, um Propaganda für so ein Netzwerk zu machen. Niemand zwickt mich, das zu tun, das mache ich freiwillig. Meine. Ja, also dann ist die Mission doch schon mal zumindest bei dir. Aber was du nicht begriffen hast, dass eine NWO nicht dein Freund ist. Da scheiße ich nicht hoffen drauf, alle Menschen da draußen sind nicht mein Freund, übrigens deine auch nicht. Wir sind hier in einem Wettbewerb. Wir sind in keinem Wettbewerb. Ja, selbstverständlich sind wir in einem Wettbewerb. Nein, du denkst in deiner kleinen Kopfmuckenbude da, dass du der Held der Welt bist. Und das ist genau das, was dir das Genick brechen wird eines Tages. Ja, ist mir doch scheißegal. Das heißt, wenn ihr doch so viele gute, verseuchte, rechtsprügelnde Vollmongos seid, schick mir doch einen von deiner verkackten Truppe mal rüber und dann gucken wir doch mal, ob ich hier nur so ein Opa bin, der sich nicht wehren kann. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich distanziere mich von rechts. Das ist eins meiner Grundprinzipien. Mein Grundprinzip ist, es geht, national zu sein. Es geht, patriotisch zu sein. Aber es geht auch, dabei zu sagen, ich weigere mich, Leute totzuschlagen, nur weil mein Kumpel Nieselprim sagt, Feuer frei, Marsch, Marsch. Das werde ich nicht tun. Du sprichst mich mit meinem Freund an, ich bin auch nicht dein Freund. Also bitte schön, benutze eine Rhetorik, auf die wir uns jetzt hier beide einigen können oder hör auf mit dieser billigen Manipulationskacke. Was? Du hast doch ein Statement am 3.1. hast du ein Video rausgebracht, auf die Antwort von Martin Hüller. Was bist du für eine Nummer? He? Du hast es rausgebracht und hast tatsächlich dich aus der Affäre ziehen wollen. Aus welcher Affäre will ich mich denn ziehen?
wieder mal mit schleimigen Argumenten rausziehen. Ja, aber schau mal, du machst hier diese Hangout irgendwie Offenbarung, was ich für ein Schlimmer bin und mit wem ich immer schon ärgerte. Also bist du hier so eine Art Schiedsrichter, bist du ein selbsternannter Schiedsrichter? Wollen wir mal Happy Kitty, du hast dich versucht auf 0, you know, auf 13, welche Plattform hast du dich versucht zu ziehen? Du, pass auf, ich erzähl dir mal was du vielleicht noch gar nicht wusstest. Weißt du, wer zum Beispiel, wer auch auf so einer 13-jährigen Plattform rumhängt? Ja, erzähl. Wer denn? Erzähl mal. Wer denn? Erzähl doch. Ja, du bist doch der, mein Gott, mach mich nicht nervös. Du bist doch der Hyperinformierte. Das heißt, du weißt alles über mein Leben, Happy Sadie, bla bla bla. Aber weißt du, wer denn da noch alles schon gewesen ist? Ja, natürlich. Ja, wer denn? Sag doch mal. Es war der Kinderficker, den du eingeladen hast. Richtig oder falsch? Wer war denn sonst noch da? Ich rede jetzt gerade über deinen Bekanntenkreis. Ich rede gerade über deinen Bekanntenkreis. Lauter Mediengeilheit warst du so dämlich, dass du nicht mal mitgeregt hast, dass einer der Größten, der es tatsächlich gemacht hat. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Vorwürfen. Also noch einmal, das heißt, das ist auch total super. Also ich kann mich daran erinnern. Wolltest du einladen? So, und ich kann mich daran erinnern, dass heute bei Ina Kahn eine Geschichte gewesen ist. Da bist du, glaube ich, auch aufgelaufen. Und da kommt jemand, dem sagt man sowas nach. Und der Einzige, der aus dem ganzen Saftladen überhaupt Eier hatte, war Fanny Green, die hat gesagt, mit sowas setze ich mich hier nicht hin. Ja, und das ist deine Nummer. Das ist deine miese Nummer. Du versuchst jetzt die Fanny wieder auf deine Seite zu ziehen. Nein, gar nicht. Die soll bloß in Berlin bleiben. Die könnt ihr gerne haben. Aber eins muss ja klar sein. Wir kennen auch deine Fake-Accounts, mein Bruder. Ich besitze keinen einzigen Fake-Account. Ich besitze Fanny auf der anderen Seite. Also pass auf, hör mal zu, du Vollmongo. Jetzt hörst du mir mal gefälligst zu. Und jetzt erzähle ich dir was. Halt die Fresse, ich rede jetzt mit dir. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Ich besitze keine Fake-Accounts. Halt die Fresse, ruf mich einfach gleich nochmal an. Pass auf. Das ist eine Ansage. Und die Leute, die mich kennen, die wissen das. Ich habe keine Fake-Accounts. Keinen einzigen verschissenen Fake-Account. Ich sitze hier und sage meine Meinung. Und mir ist das scheißegal, was irgendein Mongo davon hält. Mir ist das scheißegal, was Dreifisch davon hält. Ich besitze immer diesen Account, auf dem ich sende. Ich bin weder Schmidtchen Schleicher noch TTA 009 oder sonst irgendetwas. Ich benutze keine Fake-Accounts. Ist das so schwierig zu verstehen? Okay, so, und wenn du mit mir diskutieren willst, dann versuch mal bei irgend so einem verschissenen Thema zu bleiben, aber hol nicht diese, was ich alles in meinem ganzen Leben schon falsch gemacht habe. Kümmere dich um deine eigene Scheiße. Ach, Giraffe, Knacki kann ich nur auflegen. Der Typ, der hat doch einer eine Bimmel, jetzt mal ohne Scheiß. Der ist doch nicht in der Lage, einen Satz zu sprechen, um mal beim Thema zu bleiben. Völliger Kinderkram. Der kann gerne wiederkommen, aber wie gesagt, ich lass mich hier in meiner eigenen Sendung hier von so einem Typen, der 3 Sätze auswendig gelernt hat, hier nicht niederprügeln. Was bildet der Affe sich hier ein? Okay, so, das war schon die freundliche Nachricht. So, Priesel nehmen. Du kannst dich gerne nochmal vertrauensvoll an mich wenden. Ja, aber ein bisschen gesittet, ja. Ich bin nämlich hier nicht einer aus eurer Nazi-Drecksbande, den du durch die Gegend scheuchst. So, und jetzt haben wir im Prinzip eigentlich schon alles besprochen. Der Propagandaminister, hier wieder so ein Vollmongo, der sich nur um mein Leben kümmert. Ehrlich, unfassbar. Ja, Mausami und FWO morgen keine Ficke kurz. Ich sag ja, diese Sendung, nur mal so, die haben es doch meistens in sich, ne? Das ist, ey, unfassbar, der Typ, ehrlich. Buh. Weil jetzt, ich hab dann, der Typ, Priesel nehmen. Pass auf, ich mache einen Deal mit dir, ne? Da tut mir echt leid jetzt, was ich gerade gesagt habe. Das war echt scheiße. Ich schicke dir gerne dieses Buch hier. Echt, das ist Rhetorik für Anfänger. Ohne Scheiß. Da kannst du echt eine ganz da kannst du super viel raus lernen. Ich habe es gekauft, war ein Sonderangebot. Mir hat es geholfen, du. Ohne Scheiß. Ne? So. Ach, unfassbar, der Typ. Echt unfassbar. So, und um den Satz hier nochmal, mein politisches Statement, um es nochmal zu sagen. Ich bin ein böser Mensch. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht. Einige bereue ich, viele nicht. Das ist so. Für die, die ich nicht bereue, bin ich bestraft worden. Und damit ist die Sache pari. So, und ich gucke total super gerne in den Spiegel und sehe einen sympathischen älteren Herrn, der ein bisschen was in der Birne hat und sich hier von so einem Nazi-Lappen hier nicht ins Boxhorn jagen lässt. Mir ist das scheißegal, Priesel, Niesel, Nieselpim oder wie du heißt. Ich habe 400 Meter die Straße runter, auf der rechten Seite habe ich ein Nazi-Hauptquartier. Wenn die hier bei uns am Bahnhof auflaufen, zweimal im Jahr, haben wir hier 5000 Polizisten am Bahnhof rumstehen. Ich habe vor den Jungs keine Angst. Ich treffe die hier am Kiosk.
Ich treffe die beim Dönermann, wenn die sich ihre Pizza bestellen. Übrigens ein Türke, ne? Ich habe kein Problem. Ich bin Patriot, das heißt, ich würde jedem helfen, dem Deutschen am liebsten. Ich bin Nationalist, weil um mein Land für mich noch eine Grenze gibt. Deswegen heißt das ja auch Deutschland und nicht Teil von Europa. Ne, das Land, in dem du wohnst, heißt für mich nicht Teil von Europa, sondern Deutschland. So einfach ist das für mich. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit so Leuten wie dir Schulter an Schulter stehe und mich von euch aufhetzen lasse, um irgendwelche Typen, die ihr hier aus dem Land haben wollt, mit Gewalt, Todprügel, Anspuk oder Disse oder Niedermach oder sonst etwas. Und ich möchte auch wirklich alle Menschen, die ein bisschen Verstand haben, warnen nicht. Man kann nicht vor Nazis warnen. Man kann nur an den Menschenverstand appellieren. Wenn der Bauch sagt, du machst was falsch, dann hör auf deinen Bauch, ohne Scheiß. Und er hat es selber gesagt, diese Dreifischnummer hat versucht, mich ganz massiv zu manipulieren. Und nach 4 Wochen gab es einen ganz kleinen Anlass und dann lief die Nummer auseinander. Und er diagnostiziert hier eine Geschichte, das hat er selber gesagt, ich bin raus, weil ich dagegen gehalten habe. Man hat mir gesagt, ich soll die Protokolle der Weisen von Zion lesen. Am besten 2-mal, habe ich tatsächlich getan. Aber ich habe auch gesagt, das alleine werde ich nicht tun. Ich habe mir nämlich noch 6 andere Meinungen über die Protokolle geholt, und zwar aus anderen politischen Richtungen, damit ich einen fairen, sachlichen Überblick hatte. Und wo ich das gesagt habe, da war die Stimmung doch recht, sagen wir mal, deprimiert im Dreifisch-Netzwerk. Ne? Das war mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist. Ne? Aber ich bin froh, dass ich da nicht mitmachen muss. Ne? Und ihr habt diesen sehr sympathischen älteren Herrn, der sich jetzt rasiert hat und den sie mit einem Dampfstrahler bearbeitet haben, damit er nicht aus seinem Bauwagen da so rumstinkt. Ihr habt doch den absoluten Megastar jetzt hier gerade. Ihr habt den Tribun. Ein verbranntes Häufchen Menschenelend, was mittlerweile nur noch nervös in der Kamera rumzuckt. Wenn das Beste ist, was Dreifisch zu bieten hat im Moment, bitteschön. Ihr hättet den Besten haben können, aber ihr wolltet den Besten manipulieren. Und das geht mal gar nicht. Ne? Das Spiel kann ich nämlich auch. Ich mache alles. Ich würde mir die Pfoten für meine Kameraden abhacken lassen, aber nicht für ihn. Der Mozart hat einen schönen Spruch gesagt. Ich gehe für meine Freunde durchs Feuer, aber meine Freunde gehen für mich nicht mal durch den Regen. So sieht es nämlich aus. Ne? So ist das, ne? Wasch mich, aber mach mich nicht nass, ne? Tjo. Ja, ich glaube, der Herr Niesel. Oh, ich glaube, da ist er wieder. Ach, der Snitch ist da, Snitch. Heute Abend haben wir aber hier echt einen ziemlich heftigen Auflauf, ne, Mr. Snitch? Guten Morgen, Volker. Hi. Ich wollte dich mal was fragen. Ja, erstmal ein frohes Neues. Frohes Neues, ja. Ich wollte dich mal was fragen, weil du Mozart erwähnt hast. Ja, bitte. Du hast doch vorhin gesagt, dass du nur deine Feinde aufnehmen würdest, telefonisch und sowas. Ja. Ne? Da wollte ich dich jetzt noch fragen, wie kann es denn sein, dass ich da eine Aufnahme gehört habe, eine telefonische? 2, ich habe sogar 2. 2 habe ich mit Mozart. Ja, aber wieso waren die öffentlich? Die waren ja nicht öffentlich. Die waren ja für... Die sind waren ja öffentlich gemacht worden. Wie ist denn das passiert? Oh, da habe ich mal falsch geklickt, aber das spielt doch keine Rolle. Da hört man nämlich, dass wir eine Absprache hatten, um den ganzen Laden hier zu verarschen. Ne? Ei, das war jetzt nicht so nett gewesen. Ja, ich frage doch nur so. Ja, reicht also ich wollte einfach nur mal so freudig fragen. Ja, reicht die Antwort? Die reicht. Und dann noch eine einzige Frage und dann hast du wieder von mir Ruhe. Ja. Den einen Tag hast du doch gesagt, hast du doch über Mozart gesprochen und dass er geleakt worden ist und sowas, ne? Hm. Der ist den Tag gar nicht übergeleakt worden. Hast du denn nicht den Screen gesehen, den ich eingeblendet habe von YouNow, wo der Herr Skipper Mario den Namen im Chat live geschrieben hat? Haben wir da vielleicht nicht aufgepasst? Nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe nur gemerkt, wie du dann in sämtlichen Variationen den Nachnamen erwähnt hast. Ja, der Volker Uber heißt Volker Uber. Nachdem er geleakt wurde, kann man sagen, dass der Volker Uber heißt. Also in dem Moment, wo das Ding auf YouNow... Also Freunde, auch wenn die geleakt worden sind, bei Freunden sage ich doch nicht. Den Ach, schau mal. Es geht ja darum, das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Das heißt, weißt du, warum ich Knacki Deluxe heiße?
Weißt du das? Erzähl. Ganz einfach, man wollte mich mit meiner Gefängnisstrafe, die ich schon lange, lange abgesessen hatte, erpressen und nötigen und hat versucht, sich lustig zu machen. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, ich bin ein Knacki, ein ehemaliger, aber die Luxusversion davon. Und genauso ist es, ich glaube, diesen Mr. Snitch habe ich übrigens ja auch dir verpasst, ne? Also der Name, der passt ja zum Programm. Kannst du dich erinnern? Komm ich hin, oder? Ja, so ist es. Aber du hast ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch persönliche Auswirkungen deines Tun und Handels auf YouNow, glaube ich, auch erfahren. Das heißt auch. Ich bin gar nicht auf YouNow. Auf YouTube, Entschuldigung. Auch deinem Arbeitgeber in Braunschweig soll man ja auf den Sack gegangen sein. Und so wie ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, sollst du deinen Job ja auch verloren haben. Und okay. da wäre mal dann die Gegenfrage: Ist es das wert? Nein. Ist absolut falsch. Okay. Ich bin immer noch da. Gut. Weißt du, Knacki, ich kann ja viel erzählen. Ich kann ja viel erzählen, dass ich saufe. Ich kann viel erzählen, dass ich was verloren habe oder sowas. Hm. Was ich eigentlich jetzt mal wollte. Ich wollte mal so 4000 Zuschauer. Die wollte ich mal haben. Boah, das ist schwierig. Du, da muss ich mir selbst auf 8. Moment 190. Ja. Sehe ich hier gerade auf dem Tacho. Ja. Aber ich denke mal, das Video wird veröffentlicht und dann werden es 4000 Zuschauer sein. Und ich würde gerne mal ins Fernsehen kommen. Oh, das ist schwierig, da träume ich auch noch von. Ja. Was hältst du denn vom Mord oder so? Da kommst du auf jeden Fall im Fernsehen. Massenmord. Nee, Massenmord ist noch besser. Nicht. Ich hab eigentlich was Besseres. Ich wollte dir eigentlich öffentlich, damit ich mich mal richtig. Ich wollte dir aber öffentlich Heiratsantrag machen. Ach du Scheiße. Hast dein Nazi nicht gefunden von früher? Nee, weil du bist ein richtiger Mann und ich finde es doof und blöd, wie die Leute über dich hetzen. Das geht gar nicht, weil du bist ein richtiger Kerl. Boah, da kannst du einen drauf lassen. Ich meine, ich muss den Antrag jetzt ablehnen, auch wenn es echt charmant rübergebracht wurde. Das ist aber schade. Ich weiß, aber das ist irgendwie sorry. Es waren nur diese beiden Fragen, Volker, mehr nicht. Ja gut. Mach weiter, du machst einen guten Job. Ist zwar nicht meine Vorstellung. Okay. Schönen guten Morgen noch. Auch, Dito, tschüss. So, das war Mr. Snitch für euch. Das ist ja unfassbar. Na, jetzt fehlt Paolo Pinkel vielleicht noch. Du Scheiße. Ja, Kopfkino. Ja, heute wird nichts bereichert. Heute könnt ihr meinen Chat bereichern. Ich warte auf Telefonanrufe. Also vielleicht findet sich ja noch jemand, der mit mir sprechen möchte oder sowas. Finde ich sehr sympathisch. Ach, ich habe mit Mr. Snitch unterm Strich kein Problem. Es gab eine Situation, da hätte ich den Typen erwürgen können. Das war bei Panzer Paule, wo dieser Welle FM was von seiner Vergewaltigungsnummer von früher erzählt und der Mr. Snitch ihn permanent angeheizt hat und erzähl mal mehr, erzähl mal mehr, erzähl mal mehr. Und da bin ich da rein bei Paul und habe gesagt, ey, tickt ihr noch sauer? Kann ja wohl nicht wahr sein. Der Typ war kurz vorm Selbstmord und der will sich an der Nummer aufgeilen. Das war das, wo ich gesagt habe, mit diesem Typ werde ich mich nie wieder in eine Sendung setzen. Ja gut, jetzt per Telefon oder so, ne? Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Aber ich werde mit solchen Leuten meine Freizeit hier nicht teilen. Das steht fest wie das Arme in der Kirche. Mich werdet ihr bewusst nie wieder mit Dennis Ingo Schulz sehen, mit Dreifisch-Despoten oder irgendwelchen Leuten. Nein, never in my life. Nein, mit einem Pedotribun. Nein, never in my life. Nein. Nicht für Geld und gute Worte. Nein. Nein, nein, nein. So. Naja, wie gesagt, hier dieser Anrufer vor Mr. Snitch, das ist wieder, wie gesagt, dieses, der Knacki ist an allem schuld. Schaut mal, ich war bis den kompletten Dezember habe ich Pause gemacht. Ich habe ja sehr, sehr viel gelesen und bilde mich fort und habe auch Riesenspaß daran am Real Life. So. Wenn ich nicht da bin, konnte man, obwohl ich nirgendwo im Chat was geschrieben habe oder ein Lebenszeichen gegeben habe, ey, ich bin immer Thema. Ich bin Thema bei der NWO, bei den Hatern, bei den Stalkern, bei irgendwelchen Bekloppten. Ich bin immer Thema. So, und ich kann euch sagen, woran das liegt. Kann ich euch tatsächlich sagen. Und das ist das, wo der Nieselprim den Köttel am Arsch hat. Ich setze mich durch. Ich habe vor nichts Angst.
ich stehe zu meiner Meinung. Und selbst wenn das der größte Bullshit ist und ich das glaube, wenn ich der Meinung bin, das ist meine Meinung, dann vertrete ich die und zwar wie ein Mann. Notfalls schlage ich einen Tod dafür. Ich bin nicht immer fair. Ich bin nicht immer sauber. Ich habe nicht immer recht. Das will ich hier ganz klar einräumen. Aber ich vertrete hier meine Meinung wie ein Mann. Und wer das nicht ab kann, der soll sich verpissen. Ganz einfach. Ich suche keine 12-Jährigen, die hier irgendwie mich benutzen wollen, um ihre YouTube-Karriere zu starten. Fast jeder, der heute Hangouts macht, ist bei mir durchmarschiert und hat versucht, hier Fame abzugreifen. Jeder hat's gesehen. Jeder hat's gesehen. Und wisst ihr was? Der einzige Idiot, der hier alleine sitzen kann, der Leute unterhalten kann, der das sagt, was er denkt, der das auch noch belegen kann, das bin ich. Und der ganze Rest, das ist ein Haufen Dreck mittlerweile, den man im Prinzip nicht mehr gucken sollte. Aber der Dreck kommt aus der Konstellation. Die Leute selber sind gut. Viele sind gut. Aber was die daraus bauen, das ist Müll, das ist Sondermüll. Also dafür Strom zu vergeuden, ist schon eine Frechheit, ne? Die schreien alle nach einer besseren Welt und sitzen hier 12 Stunden, saufen, grölen und machen irgendwelche Panzer- oder Betonvideos. Also den sinnstiftenden Sinn, den muss man mir mal erklären, was das soll. Ey, dafür werden Bäume umgehauen, ne? Die wollen die Welt verändern, ja, inwiefern? Indem man Alkohol trinkt und versucht, sich selbst zu vernichten, weiß ich nicht. Also ich bin in dieser Nummer, bin ich relativ raus, ne? Ich fühle mich sauwohl im Moment. Ich habe so viele Probleme. Die könnte ich ja auf 30 Mann verteilen. Aber hey, was mir keiner nehmen kann, ist mein Ego, meine gute Laune, mein Wissen und meine Lebenserfahrung. Und ich habe viel mehr. Ich habe in meinem Leben viel mehr gute Dinge, wie sich alle überhaupt hier an ihren Fingern herbeizerren können. Und wer in der Vergangenheit lebt und dann noch nicht in seiner eigenen, sondern in meiner, um all diese Fehler, die ich mal begangen habe, und das waren reichlich Fehler, die ich gemacht habe, und ich werde garantiert noch viel mehr in der Zukunft noch machen. Also niemand ist hier fehlerfrei und ich am allerwenigsten. Ne? Aber ich brauche, hör mal, ich gucke jeden Tag gerne in den Spiegel. Ich werde nämlich jeden Tag ein Stückchen besser. Das ist eben, meine Mission ist jeden Tag so viel bisschen mehr nicht. Und schon läuft der Laden, ganz einfach. Das geht nicht darum, es ist schön, wenn die Mitmenschen reflektieren, dass sie einen wertschätzen. Aber die Wertschätzung aus dem Ablehnungspotenzial habe ich persönlich genauso gerne. Weil mir zeigt das immer, auch der Nisoprim mit seinem Mirror, den er hier gerade zum Besten gegeben hat, es zeigt, dass diese Leute an sich selbst verrecken. Diese Leute sind nicht in der Lage, aus ihrer Drehtür rauszukommen. Und ich bin da lange raus. Ich bin schon seit ein Buch hat mich inspiriert. Muss ich Fanny Grill nochmal danken. Erich Fromm. Haben oder sein. Damit fing's an. Das erste Buch. Erich Fromm. Haben oder sein. Da nahm die Nummer ihren Anfang. So einfach ist das, ne? Und heute, wie gesagt, also ich will da jetzt auch nicht auf den Putz kloppen, aber wie gesagt, ich pflaster heute 300 Seiten in 2 Sitzungen mal eben schnell durch und dann bin ich damit fertig. So einfach ist das, dafür brauche ich gefühlte 4 Stunden. Mehr ist es nicht. Ich fresse mittlerweile Bücher wie andere Leute Brot. Genau, der Tim sagt das, ich bin zurzeit, ob ihr das haben wollt oder nicht, der einzige Gegenpol zu diesem Wahnsinn, der euch hier jeden Abend fallgeboten wird. Ich bin im Moment, ich vermute mal, der Hüller ist auch noch einer, Tony Mahoney, im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht es auch so ein bisschen, aber es gibt wenig Gegenpole, die einfach nur darauf bestehen, in der Mitte zu bleiben. Also ich will nicht nach links, ich will nicht nach rechts, ich will einfach so bleiben, wie ich bin, weil ich das hier im Moment so aktuell gut finde. Und ändert nichts daran, wenn Neger eine blonde Frau vergewaltigt, haue ich den Neger um. Und wenn Deutscher eine Schwarze vergewaltigt, haue ich einen Deutschen um. So einfach ist das. Das geht nämlich nicht um die Hautfarbe, sondern das geht einfach darum, dass man jedem helfen muss. So einfach ist das. Und ich bin deswegen kein schlechter Patriot, nur weil ich einem dunkelhäutigen Menschen helfe, wenn er ein Problem hat. Und das erwarte ich von jedem von euch da draußen auch. Nicht mehr und nicht weniger. Ach, was heißt der Bücherüberflieger? Also, wenn ich als Fazit eines Gespräches mit Nieselbrim nach einer halben Stunde sag, ja, was hat mir das gebracht, ne? Nix. So, und dann nimmst du hier so einen Schinken, da erzählt dir jemand eine fiktive Geschichte
Und du erkennst aber, dass er im Prinzip durch die Blume etwas erzählen will, was so unglaublich ist, dass man da, dass man da kein Sachbuch rausmachen könnte, ne? Und die Leute nehmen dich mit auf Reisen, ne? Und diese Bücher, die haben einen total guten Vorteil. Da steht nur eine Meinung drin, ne? Aber diese Meinung widerspricht dir nicht. Also das heißt, du kannst überprüfen, ob das, was du wusstest, mit der Meinung eines anderen Menschen zum großen Teil konform geht. Ich bin mit keinem einzigen Buch bis jetzt 100% konform. Aber ich bin mit vielen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie neutral sind, sehr überrascht gewesen, dass diese Leute sehr, sehr gemäßigt, aber punktgenau sagen, was zu sagen ist. Und wenn sich das mit meiner Meinung deckt, ist es gut. Und wenn das meine Meinung erweitert, ist es umso besser. Der Herr Nieseprim ist wieder da. Udo Ulfkotte, na klar. Was ist an Udo Ulfkotte falsch? Herr Nieseprim, wie viele Bücher haben wir denn vom Herrn Ulfkotte selbst gelesen? Und wie gesagt, Telefon ist frei. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich gehe mal ganz kurz den Jürgen würgen. Ich hau noch mal kurz Time durch die Runde. Und dann würde ich sagen, wenn der Nieseprim noch mal will, darf der noch mal anrufen nach Amucke, okay? So, und dir. Ich muss nur, wie gesagt, kurz die Kamera ausmachen. Ich bin unten. Ja, ich bin im Pauschimodus. Wegen der Wäsche. Und jetzt bloß nicht an die Shift-Taste kommen. It's like the wind blowing life like leaves, and everybody's running up that hill, and I'm just sure to fight it with a man. Save your picture of a child inside a 2 million pixel high resolution 3D superior quality special offer low price unique frame gray or new. What I call time, what I name time. Black and white picture of a child inside a 2 million pixel high resolution 3D superior quality special upper low price unique red gray of moon. Would I call time? Would I name time? Time for coming, time for going. Saw my little sister growing. Saw my mother dying. Daddy passed away. Time is like the wind blowing life like me. So, da wäre ich wieder. Übrigens, Herr Dreifisch, stellvertretender Propagandaminister Nieseprim. Ich hätte da noch eine Frage. Ist mir übrigens gerade beim Strohlen aufgefallen. Wie war denn eigentlich der erste Kontakt zu Alina? Weil sie macht doch im Moment einen sehr verschreckten Eindruck. Und die zweite Frage, wie war denn dein erster Kontakt mit Pearl Montana? Scheiße, die Kamera war an. Ihr habt den Jürgen gesehen. Ach, du ahnst es nicht. Ja, du, also Udo Ulfkotte, wie gesagt, ich bin so... Nee, also ich glaube dem nicht alles, um Gottes Willen. Aber wenn ich die Bibel lese, da glaube ich auch nicht alles. Ne? Und wenn ich den Koran lese, würde ich da auch nicht alles glauben. Ich glaube nämlich generell nicht alles. Das ist ein riesengroßes Problem, was ich so habe. Da ist er, glaube ich, wieder. Das ist doch jetzt, wen haben wir denn da Schönes? Hier ist der Niederrheiner, hi. Hi, Niederrheiner. Sag mal, kann ich nicht ganz normal in den HO rein? Ach, ich wollte doch erst den einen Typ da locken. Den Nieseprim. Ja. Es gibt so viel, wir haben ja so lange nicht mehr gequatscht, gibt so viel zu erzählen über den Volkstribun, über Mozart. Wir wollen ja auch noch diese Versöhnungssendung mit Babsi und Görkel und so machen. Da gibt es ja noch so viel zu planen. So, pass auf, was hältst du davon, wenn wir uns morgen Abend treffen in der Agenda? Ja, machen wir morgen dann. Ja, 21 Uhr. Halt mal fest.
Ja, okay. Alles klar, bis morgen. Super. Ciao. Ja, das wird ja für morgen schon mal ein Thema. Also für heute, ne? Also. Genau, Time, Johnny Useless. Allerdings die Disco-Version von Dracula. Ja, wie wir sehen, ist der Dreifisch-Propagandaminister wahrscheinlich gerade mit einem kleinen Mann im Ohr. Gib's ihm knackig und du rufst dann nicht wieder an, mach dich nicht zum Mongo, ne? Oder hat der Herr Nieseprim womöglich gar keine Argumente? Man weiß es nicht, ne? Das ist schwierig, ne? Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht alles, was in Büchern steht. Aber ich habe etwas festgestellt und das ist eine Tatsache. Das, was in Büchern steht, ist meistens sehr viel mehr inhaltsvoller, wie das, was in Videos transportiert wird von irgendwelchen Menschen. Das ist der springende Punkt. Was ist los? Warte mal. Was ist los? Kannst mich kicken, wenn es zu eng wird? Was ist zu eng? Habe ich was verpasst? Schwarzer T-Shirt. Gab schon der Nachtfalke. Habe ich irgendwas verpasst jetzt gerade? Warum ist der Selbstmörder hier so angefressen? Ganz kurz, das hier ist nicht böse sein, Seven. Das hier ist ein Monolog, ne? Also nicht, dass ich lüge, aber ich sitze hier allein. Also hier kommt keiner rein, außer per Telefon. Hör auf, Mongo zu sagen. Ja, Entschuldigung. Ja, ich glaube, den Nieselprim, den können wir nicht mehr locken. Ich glaube, der hat seinen Pulver verschossen. Der muss jetzt bei Dreifisch erstmal in eine Rhetorik-Nachschulung, ne? Damit er sich hier nicht laufend so blamiert. Herrlich, herrlich. Stößchen. Der Knaller ist, und das ist doch der Oberknaller jetzt mal ohne Scheiß, Nieselprim. Pass auf. Ich habe tatsächlich einen Mitschnitt, wo es inhaltlich darum geht, jetzt nur so unter uns, also da muss irgendwas gewesen, der hat natürlich nichts mit dir zu tun. Muss ich jetzt ganz klar sagen, hat nichts. Warte mal, du wolltest meinen Monolog zu einem Dialog machen. Ja, dann rufst du halt nicht an. Dann kann ich, diese Sendung hier, da steht nur mal so. Das heißt, ich wusste gar nicht, was jetzt kommt. Und das stand, eins, was feststand, ist, dass ich heute keinen reinlasse, sondern ich will eine Interaktion mit den mir möglichst freundlich gestimmten Mitmenschen haben oder auch gerne mit welchen, die so ein bisschen knatschig auf mich sind. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Aber das hier ist Monolog. Also, das ist das Gegenteil von dem, was du machst. Also, du machst ja Dualog, also ein sehr schönen Spruch, den ich heute bei dir gehört habe, da ging es um die Kreuze, die verkehrt rumhängen, wo du sagst, so fette Sau, fress noch einen Schnitzel und halt die Fresse. Schon hart, ne? Ich mag dich, aber dein Programm nicht. Ich mag Marc, aber seine Art nicht. Ich mag Dreifisch, aber die Manipulation nicht. Ich mag Hüller, aber das Verlogene nicht. Ich mag Dennis, aber sein Extremismus nicht. Und das kann ich mit jedem von euch fortsetzen. Das kann man mit mir natürlich auch machen. Ne? Es gibt viele Dinge, die man vielleicht an mir schätzt, aber es gibt auch mit Sicherheit welche, die andere auf eine Palme bringen. Ne? Welcher Junkie ist besser, Volkstribun oder Knacki? Also ich einwandfrei Volkstribun. Ne? Also der hat garantiert mehr Drogenerfahrung wie ich. Also ich trinke ja nur ab und zu, ich nipp ja nur am Bierchen. Ne? So ist es. Die Frage, die ich mir stelle, lieber Seven, die ist ja folgende. Obwohl, komm, den Seven, den hol mal rein, ist egal. Der Typ, der crasht mich nicht und der ist eigentlich, ist er ja auch stoßfest. Der Niederrheiner ist da, später Niederrheiner, so. Seven, ich schicke dir eine E-Mail, ne? Und ich würde dich drum gebeten haben, dass du mich hier bitte nicht crasht und den auch nicht weitergibst. Mail ist raus. Also liebe Pauline, ich finde, ich hab mich, glaube ich, dem Nieselprim relativ fair verhalten. Aber wenn jemand so diese Universalkeule auspackt, was ich mit Fanny gemacht habe und was ich mit denen gemacht habe und meine Vergangenheit und die bösen Dampfer und ich bin an allem schuld und die Chemtrails und das ist mir ein bisschen sehr lästig. Das heißt, wenn jemand in der aktuellen
Diskussionen, die er mit mir führen will, zu Notargumenten greifen muss, weil er nichts anderes hat, das ist einfach lästig, das tut man nicht. Weil das ist eigentlich dieses Rolf-Redlings-Format, das sind eben Menschen, die mein Leben versuchen nachzuleben, weil es scheinbar viel spannender ist wie ihres. Und die sich an jeder Gestik, die ich mache, wie ich Luft hole, ne, wahrscheinlich stirbt er bald, ne, aufgeilen oder irgendwas, weiß ich, eine schwere Krankheit diagnostizieren und so ein Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Ist mir ein bisschen zu lästig. Und was ich im Moment sehr, sehr schlimm finde, ist, dass diese eigentlich sehr schöne, homogene Community wirklich hier kurz davor ist, vor die Hunde zu gehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass Leute, die zusammenpassen oder nicht zusammenpassen oder Streitigkeiten haben, keinen Weg finden, sich aus dem Weg zu gehen oder wieder zusammenzukommen, sondern das Schlimme ist, es wird von einem Dritten, den kaum jemand wahrnimmt, in eine Richtung manipuliert, die zum Schaden aller laufen wird. Das ist der springende Punkt. Und der Herr Nieselprim steht genau für diese Manipulation. Er verkauft das als total innovativ toll. Mitmachen ist Pflicht. Ne? Ansonsten gibt es demnächst Ärger, 2000 sowieso irgendwas. Und was sie machen, sie nehmen euch die Freiheit. So einfach ist es. Sie nehmen euch das Recht, normal zu sein. Sie zwingen euch in eine bestimmte Richtung. Ja. Ja. Das ist der springende Punkt. Und an der Stelle halte ich mal ein klein bisschen gegen. Das ist so ein Hobby von mir, ein bisschen gegenhalten. Seven, wie gesagt, Link ist raus. Wenn es denn der richtige Seven war, ne? Jim Greviat, ich gehe mal kurz gucken. Ja, also scheint das gewesen zu sein. Amazon Prime. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, das ist geil. Super, alles klar. Top. Na, wahrscheinlich ist der Seven schon wieder weg, oder was? Freiheit für Sven Lau. Ja, Pauline, das tut mir ja auch leid, aber das ist so ein bisschen so eine Mischung. Manchmal bin ich ein bisschen enttäuscht, manchmal bin ich ein bisschen stinkig und manchmal bin ich auch ein bisschen unfair. Und du schlägst wie ein Kerl und kriegst auch ab und zu natürlich mal von mir auch mal einen verpasst. Und ich mache das eigentlich so, für mich ist das mehr so ein Joke, ein bisschen Männerwitz. Ne? Ich habe gedacht, du kannst das ab. Ich wusste ja nicht, dass du so empfindlich bist und gleich Druck stellen kriegst. Ne? Aber wenn du das unbedingt möchtest, dann lasse ich das gerne auch bleiben. Ne? 2018 kann ja auch prima anfangen. Da hat der Penner seine PayPal-Adresse schon wieder eingeblendet. Die ist standardmäßig eingeblendet, Mann. Da kann ich nichts für. Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Sag mal, muss ich mir Sorgen machen? Du bist nicht besoffen um die Zeit. Ich bin sowas von besoffen. Ich glaube, man merkt es mir nur nicht an. Ich bin wirklich voll. Sonst würde ich doch nicht auf die Idee kommen, bei dir reinzukommen. Jahrelanges Training, ja. Auch nicht schlecht. Nee, ist wirklich so. Hier, kannst du das Ding angucken. Das war heute Abend noch so bis hierhin voll irgendwie. Ne? Also das ist schon mal weg. Okay. Und noch einiges anderes. Aber Prösterchen. Ne? Ja, wo kommt der Drang her, mit dem Arschloch reden zu wollen? Nee, du, der Drang kommt daher, dass du ja irgendwie total versöhnlich unterwegs bist. Ja, ich denke ja nach. Ich mache ja die Pausen nicht, um mich aufzuregen, sondern um mich abzuregen. Ja. Aber halt nicht mit mir. Und da denke ich mir, irgendwie hatten wir aber doch die wenigsten Probleme immer. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir überhaupt welche hatten. Ach komm, deine ganze Stichelei da mit der Katze und hier und da. Aber wir hatten eine Regelung. Nein, Knacki, wir hatten eine Regelung. Du sagst immer hier, ich mache hier und da Abmachungen und ich bin ja der Korrekteste. Nein, bist du nicht. Wir hatten auch eine Abmachung. Wir haben gesagt, wir reden einfach nicht mehr übereinander. Ja. Und dann hast du angefangen, hier Katze da, Katze hier und der Selbstmordgefährdete. Und wollte ich mal fragen, warum? Ja, weil mir das. Ich meine, ich bin doch so irrelevant geworden, ich kann dir doch keine Klicks mehr bringen, da kannst du mir doch nicht erzählen. Du, also mit den Klicks, die ich hier generiere, verdiene ich nicht mal 40 Euro im Monat, also. Pff. Ja, gut. Aber also du hast ja PayPal. Du hast ja. Kann ich einblenden?
Ich hatte übrigens heute Abend noch, wo ich den Kopfhörer abgeholt habe, ich habe noch übrigens hier die Dezemberabrechnung, habe ich übrigens noch eingeschmissen. Ich kann die übrigens theoretisch einblenden, ich müsste nur den Namen. Da sind, glaube ich, rausgekommen, ich habe diesen im Dezember irgendwie 55 Euro habe ich bekommen. Unfassbar. Aber das ist schon viel für YouTube? Also nur durch YouTube meinst du jetzt, durch die YouTube-Partnerschaft? Nee, so Spinnen von irgendwelchen Leuten, die mir mal... Quatsch, hast du noch mehr als 50 Euro? Nein, kein Scheiß. Ach Quatsch. Ich meine, gut, kannst du jetzt nicht sagen, wegen Arbeitsamt und so eine Scheiße, aber du hast doch nicht. Ganz kurz, ich hab's also die, falls du mal ganz kurz gucken möchtest, die haben mich ja immer wieder angezinkt. Und hier steht, sehr geehrte Bellenhoff, reichen Sie uns mal bitte Ihre Unterlagen, das mache ich nämlich übrigens quartalsmäßig, immer für 3 Monate. Ja, aber du bist doch nicht doof, du wirst doch nicht dein echtes Konto mit PayPal verknüpft haben. Doch, na klar. Ach, Quatsch. Doch. Ach komm, so doof bist du nicht. Ich druck jeden Monat mein PayPal, warte mal, ich weiß abgleich, ich druck jeden Monat mein PayPal-Konto aus, das mache ich übrigens schon ein ganzes Jahr, weil ich gesagt habe, ich lasse mich doch für 50 oder für 100 Euro hier nicht auf den Bock legen. Okay, naja, seid ihr ja gegönnt. Ich meine, du gönnst mir meine Spenden also, ja nicht, ich gönne ja, dir. Doch, ich gönne dir schon, aber ich finde, es ist schon an manchen Tagen etwas überzogen gewesen. Ja, aber doch absichtlich, das muss jemand wie du doch erkennen. Nee, eben nicht. Dass das dann absichtlich... Wie? Aber wir haben so eine Dreierkonstellation gehabt. Das heißt, ich habe hier gerade so einen Fall gehabt, dem hätte man helfen sollen oder wollen. Nicht, weil du da in deinem permanenten Spendenwahn gewesen bist. Um dich zu bremsen, hatten wir diese Aktion mit Mozart gemacht, hatten wir diesen einen Abend da die 150 Tacken rüber gebeamt und haben gesagt, vielleicht... Das ist schon Monate her. Das ist schon Ewigkeit her. Keine 8 Wochen. Haben wir gesagt, vielleicht ist dann erstmal gut für ein paar Tage. Und dann ging es ja am nächsten Tag gleich wieder fröhlich weiter. Und ich habe also hier zwei Fälle gehabt, denen hätte man helfen können, habe gesagt, aber ich kann doch jetzt als Dritter hier, der Manu Bönecke war noch unterwegs mit seinem Kältebus, habe gesagt, ich kann doch jetzt als Dritter nicht auch noch einen aus der Mütze zaubern, wo sie auch noch spinnen sollen. Habe ich gesagt, komm, knicke ich mir, fertig. Haben wir hinten... Moment, ganz kurz. Lustmord, alles für Seven, nur nichts abgeben, seitdem kann ich den nicht mehr leiden. Ich habe ganz bewusst zu dieser Zeit, wo Marc und Manu das da gemacht haben, habe ich gesagt, wenn ihr da jetzt so 10 Euro habt und sagt, die gebe ich jemandem und es tut mir leid, meine Kamera hängt gerade wie scheiße, ich habe keine Ahnung warum, dann gebt das dahin, nicht zu mir. Und ich habe ganz bewusst öffentlich gesagt, ob ich was gebe und was ich gebe, werde ich nicht sagen. Weil ich genau will, dass ihr denkt, dass ich so ein Wichser bin, der alles für sich behält. Nur mal an die Idioten am Chat. Dann hast du ja genau so ein geiles Ego wie ich. Ja, nein, aber das ist ja vernünftig. Weil dann guckst du abends in den Spiegel und weißt, was du gegeben hast. Aber du musst das nicht anderen Leuten erzählen. Ich finde das bescheuert. Also ich gebe doch Leuten etwas, weil ich denen was Gutes tun will und nicht damit irgendwelche Leute denken, oh, der Seven ist aber cool. Nee, darum ging es ja nicht. Also mir ja. Ging eigentlich immer darum, wir haben ja immer, was weiß ich, so 1, 2, 3 Fälle im Jahr gehabt, wo man eben ein bisschen mehr Kohle brauchte, um jemand zu helfen. Und dann war die Kohle auch immer ratzfatz da. Ja, das stimmt. Na? Aber das ist ja, aber das Thema hatten wir doch eh schon 1000 Mal. Für mich spricht trotzdem nichts dagegen. Das machst du aber doch genauso. Hör doch auf mit deinen Amazon-Links und so. Machst du doch genauso. Du machst hier jeden Tag eine Show und findest es deswegen in Ordnung oder angebracht, wenn Leute dir was schenken. Ich finde also tatsächlich, dass ich unterbezahlt bin. Also die Zuneigung könnte ein bisschen mehr sein. Ja, siehst du. Und ich sage, ich biete kein Content. Ich bin mit einem Euro zufrieden, aber den Euro hätte ich schon verdient. Also da ist doch nichts Verwerfliches dran. Ich habe dir das erst mal geschickt. Bis ich das mitbekommen habe, ne, in meinem Chat immer Geheimnisse, bis ich das gerafft habe, ne? Zwei Geheimnisse. Mysterium. Ja, habe ich ja gesagt. Wer war denn jetzt wieder Mysterium Global? Ich weiß nicht. Die war irgendwas. Ja, ist egal. Ganz wichtig. Ah, jetzt haben sie ihn gelöscht. Schreib ein Buch über meine Nazi-Karriere, das ist ganz wichtig. Ich will keine Ahnung. Erik Müller, ja klar, Seven Granaten-Argument. Ja, das ist so. Tut mir leid, das ist so, aber wenn ich jemandem Geld schicke, dann... Aber ich habe mal eine andere Frage an dich. Das Jahr 2017, rückblickend, war es das wert? War es ein gutes Jahr? Was meinst du jetzt? Meinst du mich als Privatperson? Meinst du mich als YouTube-Person? Meinst du beides zusammen? Nee, die YouTube-Nummer.
Moment, der findet mich abartig. Das finde ich gut. Das ist genau mein Ziel. Die Leute sollen mich abartig finden. Hört auf, den abartig. Die YouTube-Nummer. Hört auf, den abartig zu finden. Nee, ich finde das super. Weil ich sehe halt einfach besser aus als alle anderen Hangout-Protagonisten. Also das ist einfach nur schöne Rederei, mich abartig zu finden. Alter, du bist 50 Jahre älter als ich. Okay, dass eine 60-Jährige dich attraktiver findet als mich. Okay. auf deinen Zulauf an Weibern bin ich einfach neidisch, muss ich ja schon sagen. Ja, siehst du, aber du gibst es wenigstens zu, weißt du? Du machst ja keinen Fake-Account und beleidigst dann. Das, ich mach das tatsächlich. Ist schon mal gut. Ich hatte einen Fake-Account. Einen hatte ich mal, um dich zu ärgern. Ihr aktueller PayPal-Konto statt Beträge, das war ich. Kannst du dich erinnern? Hast du noch ja, aber hat es geklappt, nö, ne? Fand ich gut, ja. Oder? Er fand den ja noch. Fand ich gut, ne? Habe ich sofort mit aufgehört. nee, aber deine Frage, YouTube, ja, hat sich gelohnt, ja oder nein? Müssen wir quartalsmäßig sagen. Okay. Erste Quartal hat sich gelohnt, für mich persönlich. Zweite Quartal hat sich finanziell gelohnt. Dritte, vierte Quartal war scheiße. Deswegen bin ich ja auch wirklich, also hier, fast weg. Hm. Also, ich wollte mich ja wirklich am zweiten löschen, ist kein Scheiß. Aber genau dann hast du angefangen, auf einmal von wegen hier PayPal, Marcel Meyer ist sein Name. Da dachte ich, scheiße, wenn ich mich jetzt lösche, dann denkt der alte Sack aus Hamm, dass er es geschafft hat, dass ich mich lösche. Deswegen bin ich noch da, ist kein Scheiß. Da wäre ich nie drauf gekommen. Hätte ich das gewusst, scheiße, hätte ich das nicht gesagt. Ja, nee, ehrlich jetzt, weil ich dachte, scheiße, da denken alle, das ist mein echter Name, Knacki hat mich geleakt. Nein, das haben wir. Deswegen habe ich mich nicht gelöscht. Das hattest du ja damals schon gesagt, das ist nicht dein richtiger Name. Ja. Gibst du dieser Szene irgendwie eine Chance? Habe ich schon. Ja. Hatte ich ja. Also hatte ich ja. Das ist ja auch dieses Ding, was ich. Warte mal, was ist hier? Überschätze ich nicht, Seven. Frauen stehen nicht auf Schleimer. Also, wenn du entweder reden willst oder ich schalte euch den Chat ab. Ja, okay. Ja, nee. Nee, hast du recht. Komm, ich mach den Chat mal zu. Bei dir ist eh nicht so viel zu holen, was Chat angeht. So, dann bitte. Nee, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war es jetzt? Ob diese Szene das wert ist, sich hier so mit so viel Zeit da reinzustürzen? Nee. Wert, absolut. Nee, du warst bei hier von wegen, ich hätte ja schon damals gesagt, das wäre nicht mein richtiger Name. Ja, ist ja auch tatsächlich so, ist ja nicht mein richtiger Name. Das Problem ist nur, wenn du das sagst, dann glauben das erstmal wieder Leute. Und das weißt du ja auch. Das weißt du ja. Und deswegen machst du das. Und deswegen sitze ich hier, weil ich mich frage, warum machst du das? Weil wo haben wir ein Problem? Gar nicht. Das ist der kleine Mann, der immer sagt, hau ihn um. Unter anderem. Ja, aber warum? Ich meine, lass mich da doch in Ruhe mit meinen 40 Zuschauern. Wo ist das Problem? Ja, aber jetzt hast du ja wieder ein paar mehr. Heute wegen Dieselprim, weil er bei mir drin war. Ach. Aber ja. Ansonsten. Ich finde den einfach nervig. Ich verstehe auch nicht, dass du dich mit dem da wieder hingesetzt hast. Du, der war das erste oder das zweite Mal seit Monaten bei mir im Chat. Ich hatte damals gute Gespräche mit ihm und jemand, der mir nicht ans Bein gepisst hat, wovon inzwischen ja nur noch sehr wenige übrig sind, da sage ich, ja, ey, cool, dass du wieder da bist, dann komm halt rein. Du hast noch nie mein HO gecrashed, du hast mir noch nie ans Bein gepisst. Ja, dann lass uns doch quatschen, wo ist das Problem? Dafür bin ich doch hier. Ich mache ja keine, weiß ich nicht, dafür bin ich doch hier. Also, fand ich jetzt ganz, also nicht unangebracht. Und gut. Ich habe ja auch noch länger mit ihm gesprochen und ich fand's okay. Ich denke mal, du siehst in ihm auch etwas anderes, wie ich in ihm sehe. Wahrscheinlich so, wie ich in dir etwas anderes sehe als deinen 150 Zuschauer. Das ist jetzt auch nett gesagt. Ich hab's, ja oder nicht? Ich hab's doch nett umhüllt, oder nicht? Ich hab's verstanden. Sehr gut. Ja, nee, aber das ist doch das Problem. Das siehst du doch auch selber. Weißt du, du zeigst da jetzt beispielsweise in die Kamera wegholen, was weiß ich, Marcel Meyer. So, dann hast du 150 Zuschauer. Von diesen 150 Zuschauern hast du 50 Hater, ja. 50 Leute, die nur nebenbei aufnehmen und 50 Leute, die dir gerne mal körperlich sehr nahe kommen würden. So. Und die glauben das. Und das ist doch scheiße. Ja, aber ich bin ja nicht dafür zuständig, weil einer glaubt.
Ja, also doch, weil du das weißt. Du bist ja nicht doof. Ja, aber dann sind die anderen ja doof. Ja, natürlich sind die doof, aber du weißt, dass sie doof sind und du nutzt es aus. Oh, scheiße, jetzt bin ich schon wieder der Arsch. Nee, ich bin sowieso immer der Arsch. Also die Rolle können wir uns teilen. Aber du weißt das doch. Ja, aber ich bin... Weißt du doch. Ja, aber unterm Strich jetzt mal ohne Scheiß, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, was irgendeiner in eine Geste oder in Witz rein interpretiert. Genauso wie Witze gibt, die mir eindeutig zu weit gehen. Wie gesagt, Ente sagte, glaube ich, heute Morgen, also gestern Morgen. Ja, mit dem habe ich aber nichts zu tun. Ja, aber mit dem hatte ich was zu tun, weil der in mein Umfeld reinstrahlt. Und dann kommt plötzlich so ein Typ, der sagt, wenn einer hier am Dach Balken Baum suchen muss, das nächste Opfer. Und da habe ich gesagt, ich verstehe nicht. Das habe ich gehört, weil ich muss ganz kurz mein Kabel anstecken. Moment, kurz. Ja, mach mal. So. Das habe ich gehört, also von dir. Also wenn das wirklich so stimmt, ja. Und das kann ich jetzt nur dem entnehmen, was du gesagt hast, weil ich habe das da nicht mitbekommen, dann ist das wirklich ein Niveau, was noch weit unter dir liegt. Und da also das ist dann... So, und da hatte ich ein Statement abgegeben, dass ich gesagt habe, ich bin mit der Nummer durch, weil das geht mir hier eindeutig zu weit. Und dann hat er angefangen, mich hier piesacken zu wollen. Daraufhin habe ich gesagt, pass auf, wenn ich rauskriege, wo du wohnst, kriegst Besuch, ich habe Bahncard und hab Mann. Ja, gut, aber Knacki, da muss ich auch, ich meine, wie gesagt, ich habe es ja vorhin in den Chat geschrieben, wenn es hier zu hart wird, kannst du mich ja wieder rausschmeißen. Ich hoffe, du machst es nicht. Ach, du bist doch so ein softer Typ, ich mag dich doch. Ja, natürlich magst du mich. Wenn ich da bin, magst du mich. Wenn ich nicht da bin, ziehst du über mich her. Aber passt schon. Du hängst hier vor 3 Wochen und sagst, du bist ein, also das jetzt so aus dem Kopf zitiert, ne? Jetzt nicht alles wörtlich nehmen, aber du sagst so, ja, du bist ja auch schon ein bisschen älter und du willst dich auch nicht mehr boxen und so und ist ja auch nicht mehr dein Ding und war ja auch nie und keine Ahnung was. Dann gehst du aber auf YouNow und ziehst da die gleiche Nummer ab wie vor 3 Jahren hier auf YouTube. Und sagst, ja, jeder, der herkommt, den hau ich um und so. Ich meine, ich muss zwar vor Angst schon mit dem Schlagstock an die Tür gehen und so, aber den hau ich um. Nö. Und da frage ich mich, wo ist da die, also wo bleibt da die Wahrheit? Also bist du ja gerade falsch informiert. Du guckst einfach den falschen Sender. Das habe ich ja nie getan. Sondern ich mache genau das, was diese Leute sagen. Sie sagen, oh, der Knacki, der muss immer seine alle 15 Minuten seine Rummelboxer vorzeigen. Und auf YouNow habe ich dann alle 15 Minuten meine Faust gezeigt. Das wird da abgefordert. Und wie soll ich sagen? Also ich fand das ziemlich witzig. Idioten fordern ein Verhalten ab, ich liefere dieses Verhalten und die feiern das. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so billig geht, warum nicht? Ja, das ist ja gut, wenn du das dann so zugibst. Ja, dass das ein warum nicht? Was heißt gespieltes Verhalten? Ein gefordertes Verhalten von dir, welches du erfüllt hast. Sagen ja, wir so. Ja, die wollen dann den Vollassi haben, dann kriegst du auch von mir mal den Vollassi abends. Habe ich auch kein Problem mit. Ja, das ist ja super, da sind wir auf einer Wellenlänge, weil genau das gleiche mache ich auch. Ja. Okay. Nee, das ist ja gut. Aber ich gehe jetzt, also jetzt mal ohne Scheiß, ich gehe natürlich nicht mit Schlagstock an die Tür, aber wenn es jetzt, sagen wir mal, abends um 11 hier bimmelt und ich habe gerade keine Pizza bestellt, gehe ich natürlich, sag mal, leicht vorbereitet zur Tür, weil ich einfach auch um die Zeit keine Gäste erwarte. Das ist, das ist ja meiner Lebenserfahrung geschuldet, weil ich ja schon welche vor der Tür stehen hatte, die ich auch nicht erwartet hatte. Also von daher ist man da ja irgendwie, man kriegt ja Routine, ne? Ja gut, weiß ich nicht, da kann ich dann nur von mir ausgehen. Ich hatte das auch schon. Ich meine, wir haben hier wirklich ein riesen Grundstück, ob man es glaubt oder nicht. Und da waren hin und wieder nachts auch schon komische Geräusche, aber ich bin nie bewaffnet rausgegangen, keine Ahnung. Ja, sag mal, die Geräusche... Ist ja auch egal. Die Geräusche, die bei mir sind, die klingen ja doch sehr unfreundlich. Nee, es war schon Klopfen, also es war schon auch egal. Ja, aber ich gehe normalerweise generell raus, mir egal, wer da steht. Ja, nee, aber das soll ja auch gar nicht das Thema sein. Das Thema war einfach nur, was mich immer, weil ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte eigentlich, wir hätten so vor einem, was weiß ich wann, das war diese Aussprache, das wäre eigentlich klar. Und ich dachte, ja, wir haben uns aber geeinigt, Moment, ganz kurz, weil du sagst ja immer, ja, Einigungen und du stehst ja zu deinem Wort und so. Nein, tut mir leid, tust du nicht. Wir haben vor 2 Monaten oder so vereinbart, dass wir beide uns komplett in Ruhe lassen und auf einmal fängst du wieder an mit, ja, Katze und so und ja, der Suizidgefährdete und so. Und warum? Warum hältst du dich nicht an dein Wort?
Weil ich das nicht gut finde, genauso wenig, wie ich das von Ente gut finde. Und wenn mir ja, aber ja, okay, gut. Aber du sagst ja immer, gib mir deine Telefonnummer und nur noch mal ganz nebenbei. Das war ja auch. Nein, Moment, das war ja auch öffentlich. Du hast ja mal. Nein, ich komme jetzt nicht wieder mit dieser Datennummer oder irgendwelche Scheiße oder Nieselbrille bei mir in der Anlage. Nee, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Bei uns stand nie zur Debatte. Ich habe dir immer freigelassen, dass du im Prinzip selbst entscheiden kannst, willst du nicht. Dem Raven gibst du sie mir nicht, ist mir doch scheißegal. Aber damit ist natürlich deine Sprunghöhe bei mir in meinem realen Leben begrenzt. Das habe ich auch ganz klar mal gesagt. Das heißt, guck mal, du hast einen Vorteil, den ich niemals haben werde. Du drückst auf den Knopf, dann ist dein Kanal weg und du bist alle deine Probleme los. Dann lässt du dir einen Bart wachsen oder die Haare anders gekämmt und keine. Ja, absolut. Aber, ich bin auch doof. Ich muss in meinem Leben bleiben mit meiner Adresse. Das ist der Unterschied. Und ja, aber du wärst ab dem Moment, wo du ja auf den Knopf drückst, wärst du genauso irrelevant wie ich, wenn ich auf den Knopf drücke. Bin ich sicher. Ja, klar. Die Leute wären doch froh, wenn du weg bist. Das ja, also doch keiner mehr darum kümmern. Und genau deswegen bleibe ich ja. Ja, gut. Aber worauf ich hinaus wollte, du hast halt immer das Ding so hochgehalten von wegen, ja, man braucht ja hier Adressen und man braucht ja man braucht ja Telefonnummern. Und dann irgendwann hast du ja mal verstanden, dass man das nicht braucht, dass du mich auch über Hangouts oder so kontaktieren kannst. Und nochmal ganz nebenbei, das hast du live gesagt. Unser Verhältnis war ja dann auch plötzlich ein anderes. Aber lass mich doch mal ausreden. Nee, wenn du dieses Muster... Wo ist denn jetzt das Problem? Dieses Muster, was du jetzt hier anwenden willst, das kannst du aber eben nicht auf jeden anwenden. Das heißt, Nein, nur auf dich. Ja, genau. Und das Gleiche mache ich ja auch nur mit dir und eben nicht mit dir. Ja, dann passt das doch. Dann können wir uns doch darüber unterhalten. Ja. So. Und du hast zum Beispiel vor ein paar Monaten, und das war live, das ist jetzt nicht hier privat, scheiße, irgendwas, da hast du live gesagt, dass du monatelang da irgendwie an Dreifisch, was weiß ich, da Daten weitergegeben hast. So. Und dann habe ich irgendwann zu dir gesagt, sorry, aber dann gibt es von mir erst recht nichts. So, und dann hast du gesagt, passt, ist okay. Ne, wir bleiben hier auf diesem Kontakt. So, und dann haben wir uns privat unterhalten und du hast gesagt, wenn es irgendwas gibt, dann klären wir das privat. Ja. Richtig oder falsch? Ja. Richtig, ne? Ja, so. Der Teil ist richtig, den davor muss ich ganz so, behalt mal deinen Gedanken ganz kurz, den kannst du gleich weiter sagen. Ja, das hast du live so gesagt. Ja, Moment, nee, du hast aber etwas falsch wiedergegeben, das muss man korrigieren. Dreifisch macht Freund, Dreifisch ruft dich an und du sagst, wie war dein Tag? Es geht nicht um Dreifisch, es geht um dich. Es geht darum, nee, du hast gerade gesagt, du hast monatelang Daten weitergegeben, habe ich nicht getan, sondern ich habe 4 Wochen Kontakt gehabt und mich ruft jemand 5-mal am Tag an und sagt, wie geht's, hast du schon gehört? Und dann fängst du an, dich mit dem da über bestimmte Dinge zu unterhalten und du lieferst ihm ja zwangsweise, aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses, das sich da anbahnt, Informationen, von denen du gar nicht wusstest, weiß er die oder nicht. Und er sagt am Telefon immer, ja, weiß ich, ja, kenne ich, ja, wusste ich schon. Ich kann aber nicht sagen, ob er es tatsächlich schon wusste oder ob ich es ihm erzählt habe. Aber er kann etwas kombinieren aus meinem Leben von Leuten, die er nicht kennt und weiß, wie bestimmte Netzwerkverbindungen laufen. Und das hat keine 4 Wochen gedauert, dann war ich ja aus der Nummer schon raus. Und zwar bei der Frage mit deinem Kumpel mit dem Nieselprim. Da gab es ein Problem, der hat ja, glaube ich, bei dir oder bei Raven mal gesessen und mich fürchterlich als pädophile Drecksau und weiße Geier beschimpft. Und da wollte ich mit nicht ihm... Bei mir. Da wollte ich bei mir nicht zu. Ja, Moment, da wollte ich auf jeden Fall mit ihm sprechen. Und da sage ich, ob er wüsste, wenn diese Brümme ist. Er sagte, ich habe die Nummer. Ich sage, dann gib mir die. So habe ich zum anderen Bonus. Und da sagt er, nee, kann ich nicht machen, aber der ruft dich morgen an. Und das hat er tatsächlich... Weiß ich. Genau, Dreifisch sagt, der Niesel ruft dich morgen an. Und... das war die Stelle, wo ich raus war, wo ich gesagt habe, Moment, wenn ein Dritter bestimmt, dass einer bei mir anruft, dann ist das schon ziemlich weit gekommen. Weiß ich. Ja. Ich weiß das doch alles, ich tue doch immer nur so doof. Aber das weißt du eigentlich auch. Ja, aber ich wollte das kurz nochmal erklären, wie es gewesen ist. Ja. Auf Video, ne? Okay. Weil du gesagt hast, ich hätte monatelang Dreifisch mit Daten gefüttert. Nee. Ja, okay, dann war es halt wochenlang. Okay, Entschuldigung, Keine 4 Wochen. Ja. Okay. Daraufhin habe ich dann ja zu dir gesagt, ich weiß das, du hast es ja auch bestätigt und deswegen läuft diese Nummer bei mir nicht. Du wirst niemals irgendwas Reales von mir, das Reales, was du von mir hast, ist meine E-Mail. So, darüber kommunizieren wir ja auch seit Ewigkeiten. Aber also wenn HO slingt oder so, dann ist ja immer E-Mail. Ne, darauf haben wir uns ja mal geeinigt. Okay.
Aber sag mal, hast du keine Magenschmerzen, wenn du an diese Dreifisch-Manipulationsnummer, du kriegst keine Magenschmerzen, wenn du dem Nieselprim sein Hobby hörst, dass er Hitler-Skulpturen macht. Du kriegst keine Magenschmerzen bei seinen Reden, die er hält. Echt nicht? Nee, absolut nicht, weil ich muss da vielleicht auch sagen, wie soll ich das sagen? Einfach möglich. Du sagst ja immer über Andreas, dass du nichts Schlechtes über ihn sagen kannst. So sieht das bei mir mit Nieselprim aus. Ich kann über ihn Sachen sagen und die weiß er auch, die ich eher negativ finde oder fand. Aber ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Kann ich nicht. Du findest auch Manipulation, wenn sie aus einer guten Motivation kommt, zwar mit einem tüchtigen Rechtsstrahl, ist legitim. Nein, eine Manipulation ist dann ja keine Motivation. Mhm. Wenn eine Motivation stattfindet, ist es keine Manipulation. Eine Manipulation finde ich scheiße. Und das ist auch der Grund, das hast du ja auch gestern noch gesagt oder inzwischen vorgestern, das habe ich ziemlich schnell durchschaut und mich deswegen nicht manipulieren lassen. Weil ich das scheiße finde. Und das habe ich auch in jeglichen Gesprächen, wann auch immer ich die hatte, habe ich gesagt, dieses Manipulationsding, das könnt ihr euch bei mir abschminken. Das läuft nicht. Gib mir vielleicht am Tag eine Flasche Wodka rein, aber ich raff das trotzdem noch, wenn ihr mich verarschen wollt. Die Manipulation, was Dreifisch tut, auch mit dem neuen Propagandaminister Nieselprim, wird als gute, innovative Community-Idee verkauft, hat aber, wie gesagt, einen ganz klar sichtbaren Rechtsdrall, wo ich da auch sagen würde, erstmal abwarten, wo die Reise hingeht. Also nur weil einer ein bisschen ruppig in der Sprache ist, heißt das ja noch nicht, dass der jetzt so ein ultragewaltbereiter Vollmond ist. So, wenn ich mir die Konsequenzen anschaue, das heißt also, der Nieselprim hat zum Beispiel Pearl Montana hier dumm von der Seite angewichst. Also, es kommt ja nicht nur diese gute. Kenn ich nicht. Aber war mit Hasi-Ohr zusammen, Pearl Montana, ist ja egal. Also eine ganz kleine YouTuberin mit 20 Zuschauern, selbst an die sind die rangegangen. Alina H., kurz davor den Job zu schmeißen, Mozart seinen Kanal gelöscht. Wegen. Aber wie kommst du da jetzt schon wieder drauf? Kurz davor den Job zu schmeißen. Ja, warte mal. So. Ja, dein Telefon. Jetzt haben wir hier eine Dreierkonferenz. Jetzt ist der Nieselprim auch noch. Hey, cool, oder? Ja. Ist das Nieselprim? Ja, das Nieselprim, ja. Okay. Erstaunlich. Was ist denn jetzt erstaunlich? Also pass auf, ich erkläre dir jetzt nochmal kurz die Grundregel. Wenn du mich pampig hier irgendwie anrumpeln willst, legst du einfach wieder auf. Du kannst dir zwei Sachen jetzt aussuchen. Du redest mit mir ganz normal wie ein normaler Mensch. Hör auf, mir irgendwelche Dinge in den Mund legen zu wollen, mich zu manipulieren oder zum Ochsen zu machen. Okay? Du hast aufgelegt. Du? Nein, ich habe aufgelegt, weil nochmal, ich möchte dich bitten, wenn du mir meine Vergangenheit vorwerfen willst, dann reden wir gerne über meine Vergangenheit, aber dann fange ich mit Fanny an und mit diesem und was ich früher alles und die Dampfer und meine Junau. Dann bleibt man bei einem bestimmten Thema. Beim Thema heute. Heute und jetzt. Hier und jetzt. Ja, das ist ein gutes Thema. Okay. Wir sind also im Hier und Jetzt. Ja. Wir lassen mal Eck und Bs raus, die Shopbetreiber, die du beschissen hast. Ja, aber du fängst wieder an. Also bleib doch jetzt dann bitte beim Hier und Jetzt. Hört er mich? Nee, wa? Nee, der hört dich nicht. Ich habe in Seven hier sitzen, der hört dich jetzt gar nicht. So, also nochmal, wenn du mir was vorzuwerfen hast, dann mach das bitte jetzt. Aber wie gesagt, fang nicht mit irgendeiner Scheiße an, die 15 Jahre her ist oder so Mist. Wo brennt's? Was ist jetzt das Problem? Dass du aufhören sollst. Nein, werde ich niemals tun. Ihr seid die Falschen, ihr seid böse, ihr gehört weg. Ende. Nein. Ja. Ja, genau. Dass du aufhören sollst, die guten Menschen, ja, die guten Menschen, die etwas bewegen wollen in dieser HO-Szene, ja, mit deinem ewigen Narzissmus dahin. Aber schau mal, ich habe doch keinen Einfluss darauf, wer zu mir kommt, um sich meinen Narzissmus anzusehen. Ich habe doch keinen Einfluss darauf, wer sich bei mir seine Portion Narzissmus holen möchte. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Die können ja auch einfach wegbleiben, die guten Menschen. Meinst du? Nochmal, ich entscheide doch nicht, wer hier zuguckt. Nee, natürlich tust du das nicht.
Zuschaut. Ja, aber dann erzähl du mir doch nicht, dass gute Menschen vor mir geschützt werden müssen, wenn diese guten Menschen zu mir kommen und sich hier sauwohl fühlen. Du hast es sogar ernsthaft geschafft, den Meisenkaiser, den Namen des Meisenkaisers, in Mitleidenschaft zu ziehen. Noch einmal, wir sind jetzt beim Hier, Heute und Jetzt und nicht beim Meisenkaiser. Hier, Heute und Jetzt. Okay? Wir sind im Hier, Heute und Jetzt. Du hast es tatsächlich versucht, mit deinem Fake-Account den Meisenkaiser zu schaden. Nein. Das sollte dir nicht gut tun. Und du weißt genau, wovon ich rede. Nein, sag das, was du meinst, was ich getan haben soll. Ich habe es dir gerade schon mal versucht, in einer ruhigen Minute zu erklären. Ich besitze keine Fake-Accounts. Ich hatte einen einzigen, um den Seven mal zu ärgern. So, weiter. Was, du willst mich ärgern? Ich habe gar nicht zugewacht. Ihr Konto, PayPal, ihr Konto schon beträgt. Euro. Ach so. Ja. Schon wieder liegst du. Schau mal. Ich bin nicht perfekt und du bist nicht mein Richter. Ich kann dir zwei Sachen anbieten. Such dir einen guten Psychologen, feil an deiner Rhetorik und bilde dir deine eigene Meinung. Ich muss an meiner Rhetorik nicht. Weißt du, ich muss an meiner Rhetorik vielleicht feilen. Das mag sein. Wenn das der einzige Vorwurf ist, den du mir vorwerfen Nein, kannst. Darf ich das sagen? Darf ich dir den Vorwurf definieren, ohne dass du mich anzeigst, okay? Können wir uns darauf einigen, dass ich sagen darf, was ich über dich denke, ohne dass ich mir morgen deswegen eine Anzeige einfange? Hast du Angst davor? Nein, ich habe gefragt, ob das in Ordnung ist und du jetzt Ja sagst. Nein. Ja, dann lass wir's. Wie kommst du ansatzweise daraus? Ja, ich hab gedacht, die Meinung anderer Leute wäre die wichtig. Deswegen, ich dachte, warum fragt er dann? Ja, natürlich ist mir die Meinung anderer Menschen wichtig. Ja, aber warum unterdrückst du sie denn? Weil du sie nicht aushalten kannst. Das heißt, wenn ich dir sage, was ich von dir denke, kannst du mich 10-mal anzeigen. Und wenn ich dir sage, ihr seid ein dreckiger, abgefuckter Nazi-Verein, das ist noch sehr, sehr vornehm formuliert. Ihr seid Typen, die hier alles kaputt machen wollen. Ihr wollt hier die Linken, die in Hamburg Autos angesteckt haben, die sind scheiße. Aber was ihr hier vorhabt, das ist 100-mal schlimmer. Das Drecksystem, was wir hier gerade haben, was ihr abschaffen wollt, wenn ihr an die Macht kommt, dann geht's hier richtig in den Stiefel runter, ja? Dass du mit einen schönen Gruß an in dem Sinne nur einen schönen Gruß, wenn mir es erlaubt sei. Ja, du kannst jeden grüßen, den du kennst. Einen schönen Gruß möchte ich gern ausrichten. Ja, an jeden, den du kennst, bitteschön. An Mr. Marxismo. Okay? Kenn ich nicht, ist egal. Lustmord, sei mir gegrüßt. Einen schönen Gruß an Mr. Marxismo. Gut. Magst du ihm kurz sagen, dass ich das gerade sehr scheiße finde, dass er mich nicht grüßt? Übrigens, der Seven beschwert sich gerade, dass du ihn nicht grüßt. Also. Seven, mein Freund, ich grüße dich. Gut. Ich will auch noch einen grüßen. Knut Wuchti, ich grüße dich, Alter. Das ist ein Problem. Wenn ich hier am Telefon bin, muss ich selbstverständlich den Ton ausmachen. Auf dem. Du, ich würde dir auch den Hangout-Link schicken, da habe ich kein Problem. Ja, komm doch rein. Das Thema ist durch, das hast du vor einer Stunde die Chance. Ja, aber nee, im Gegenteil. Ich brauche keine Chance. Und noch einmal, solange ich lebe und so Figuren wie du hier in der Gegend rumstolzieren und behaupten, dass eure rechtsfaschistische Drecksschleuder, die ihr den Leuten hier in den Schädel prügeln wollt und als Freundschaft und als Community verkaufen wollt, solange ihr so manipulative Scheiße hier bringt, habt ihr einen guten, potenten Gegner in mir. Ich hätte gerne bei einer guten Sache mitgemacht. Ich bin bereit, bei jeder guten Sache mitzumachen. Aber ich werde mich niemals bücken für drei Fisch, noch für einen anderen, der hier Leute manipulieren will. Und das schreibst du dir mal hinter deine komischen Nazi-Ohren. Und wenn du die nächste Hitler-Statue zusammenbastelst, dann denkst du einfach mal daran, dass das hier in Deutschland auch nicht erlaubt ist. Und du hattest die Chance, Knallkörper. Du hattest die Chance und du hast sie versaut. Nein, ich will. Immerlich in den Dreck gehauen. Und das ist dein Problem. Soll ich nochmal vorspielen? Rausschmeißen, auflegen und machen. Soll ich nochmal vorspielen, warum ich raus bin? Weil ich nach links gegangen bin und ihr rechts haben wolltet. Und ich falsch. Du wiederholst schon wieder die falschen Sätze. Und ich hoffe, der Rolf das morgen gerade stellen. Ja, bitte, dann muss der Rolf das eben gerade stellen. Der wird dann das ist ein Fehler. Du hast Shopbetreiber beschissen. Open End, okay? Und ich war live dabei. Ich habe es live gesehen. Ja, warum hast du es nicht verhindert? Warum hast du es nicht verhindert, wenn du doch so live dabei warst? Du hast von Menschen, hast du Produkt, ne? Nur mal um das klarzustellen, Volker Bellendorf, du hast Produktplacements, also sprich Probestücke von Produkten. Schickt mir es zu und ich mache für euch
Ne? Aber das ist was anderes. Warte mal, der Seven, der Seven. Hör mal zu, mein Freund. Also, Nein. Genau dafür wurdest du verurteilt. Ja, komm, erzähl mal. Ich hör zu. Ich trinke mal Bier in Ruhe. Hau raus. Komm. Alles. Knacki, ganz kurz. Volker, sag mir bitte Bescheid, wie es weitergeht. Warte mal, der Seven will. Warte mal, Sekunde. Seven, was willst du? Sagst du mir gerade Bescheid, wenn es weitergeht, weil dann würde ich eben meine Sonnenbrille putzen und. Jede Suppe kochen. Alles klar. In diese ich muss nur kurz mit dem Seven. So, jetzt hast du das. Ja, alles klar. Es scheint dir ja wichtig zu sein. Hau raus. Sag der Menschheit, was sie über mich wissen muss. Was die Menschheit über dich wissen muss, dass du ein elender Denunziant, ein Lügner bist und dass du alles gerade versuchst, um wieder zurückzukommen auf eine Ebene, auf die du nie wiederkommen kannst. Nein, ich bin auf einer Ebene, die ihr niemals erreichen werdet. Das ist ein kleiner. Das ist mir klar. Wenn du dich mit einer Kahane zusammensetzt, hast du nicht ansatzweise eine Ahnung, auf welcher Fahndungsliste du stehst. Ich bin mit keiner Kahane verheiratet. Du? Ganz kurze Frage. Hatte ich übrigens den Anselm ja schon mal, glaube ich, gestern gefragt. Was ist ein Dreifisch eigentlich für eine Firmenform? Du bist doch so bewandert in Dreifisch. Was fragst du mich denn bitte schön, was irgendeine Firmenform? Naja, weil du doch hier der Propagandaminister bist. Du müsstest das doch wissen. Du sprichst doch für ihn. Nein, dich hat nur eins erschreckt, dass nach einem Jahr ich wiederkomme. Nein, gar nicht. Noch einmal, pass auf, hör mal zu, du bist in meinem Leben völlig entbehrlich, mein Freund. Und ich würde es wirklich begrüßen, wenn du deinen Niedergang einfach vielleicht noch ein Jahr noch mal hinten dranhängen könntest, weil die Leute, die brauchen dich hier nicht. Du bist ein Manipulator, du bist jemand, der einen völligen Rechtsstrahl hat. Man muss es noch einmal erzählen, was du tust. Mir ist diese Sachsensumpf-Story, ist mir völlig Wumpe. Wir hatten ja im ersten Teil des Gesprächs schon mal ganz kurz angerissen, worum es geht. Ich behaupte, ich bin im Besitz eines Telefonates oder eines Gesprächs, was ich mit dir oder mit einem Freund geführt habe. Und dort ist das Stichwort Sachsensumpf. Ich möchte ausreden. Ich habe dich doch jetzt auch ausreden lassen. Vor einer Stunde warst du dir also, wir machen es jetzt einfach so. Also, er ist in dieser Sachsensumpf-Nummer drin, bliblablub, und da war mal irgend so jemand, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie diese komischen Bilder auf meinen Rechner gekommen sind. Und er hier, der am Telefon, der hat dann immer so viel Verständnis gezeigt und hat gesagt, ja, beim Knacki kann das ja auch so gewesen sein. Jetzt dreht er hier den Spieß wieder um. So, und was dieser Herr Nieseprim macht, das ist eins seiner vielen Hobbys, das ist eben, der macht Hitler-Skulpturen, das ist in Deutschland verboten, der verkauft diese Scheiße. Natürlich nur ins Ausland, weil da so viele Hitler-Fans sind, ist doch logisch. Und der Typ will sich jetzt hier... Der Typ betet jetzt irgendwie hier was mit dem Kreuz an und will sich hier als total erzkatholischer Friedensbringer hier präsentieren. Ich weiß jetzt nicht, wo sein Problem hier ist. Ja, die können ich jetzt gerade nicht hören, weil ich hier gerade am Reden bin. So, das ist das Problem, das ich mit dem habe. Der Typ ist, der kann weder beim Thema bleiben, noch ist der mehr in irgendeiner Form hier gewachsen. Sag bitte dem Anselm, der soll mal einen schicken, der ein bisschen gegenhalten kann. Das wird hier langsam langweilig. Ja, aber du hast mal meine Frage noch nicht beantwortet. Du stellst ja keine Fragen, du quackst nur mal irgendwelchen Blech vor dir hin. Ich habe dir eine Frage gestellt. Da frag die nochmal, ich habe sie schon wieder vergessen. Altersdemenz. Du hast aber aufgelegt nach der Frage. Nein, du bist mir auf den Sack gegangen, weil du einfach hier allen möglichen Scheiß zusammenziehst, den du irgendwo gehört hast und als Wahrheit nimmst. Und dein Problem ist, du hättest das... Alter, hör doch einfach mal zu, wenn Erwachsene reden. Sein Problem ist, statt das Original zu fragen, bedeutet er sich bei Rolf dem Sträuch. Also, und ich find's auch langsam wirklich lästig, Nieselbrüm. Man kann mit dir echt nicht quatschen. Ey, kannst du nicht irgendwelche Videos machen wie die anderen auch? Mach doch Hater-Videos und lad die irgendwie hoch oder sowas. Legst du jetzt wieder auf und bist du feige? Nein, das hat auch mit Feigen zu tun. Ich kann dir an dieser Stelle, ganz kurz, Seven winkt schon wieder, pass auf, aber Nieseprim, ich kann dir an dieser Stelle nochmal diagnostizieren. Eigentlich gehörst du auf eine Couch, such dir bitte einen Arzt. Das Zweite, was ich dir... Ein Geschwür, was weg muss, ach, und du wirst dieses Jahr dein Wunder erleben. Ja gut, Wunder gibt es immer wieder. Alles super, ich freue mich drauf. So, also noch einmal, das heißt, lass das behandeln, was du hast. Das macht dich unsympathisch. Und das Zweite, was ich dir wirklich sagen kann, ist, diese rechte verfickte Dreckscheiße, die ihr hier machen wollt, funktioniert nicht. Solange ich lebe, werde ich dagegen halten, okay? Prost. Okay, alles klar. Ich wünsche Enrico Bonnet,
wünsche ich viel Erfolg mit Knacki Deluxe. Einem Menschen, der tatsächlich Nationalist ist, wünsche ich sehr viel Erfolg. Was seid ihr denn? Was bist du denn? Was bist du denn? Katholik oder was? Der sich... Was bist du denn? Was bist du denn? Noch einmal, noch einmal. Ich wünsche... noch einmal, erklär den Leuten doch. Enrico, erkläre doch... Viel interessante Gesprächsstunden demnächst. Du, der Enrico. Jemand, der sich genau dahin geht. So, und der Enrico, tut etwas, was alle anderen nicht tun. Der manipuliert keine Leute mit Absicht, mein Freund. Du bist doch nur die Schlampe, die an die. Du bist doch nur derjenige, der an die Haber bekannt will. Und ich gebe dir eins schriftlich, daran kommst du niemals. Hast du eine Ahnung? Das ist dein einziges Ziel, um dich wieder in diese Szene hinein. Ich bin da, ich bin der Göttliche, ich bin hier und du kommst zu mir. Ich gehe nicht zu dir, sondern du kommst zu mir. Du bist die feige Sau, die ständig auflegt. Nein, tue ich nicht. Du bist nur der Dummkopf. Die feige Sau, die aufgelegt hat. Du bist nur der Dummkopf, der hier kein Argument bringen kann. Ich habe dir genug Argumente geliefert. Schöne Grüße an Rolf Redelings. Grüße Rolf. an alle beschissenen, nicht beschissen im Sinne, dass sie beschissen sind. Von dir beschissenen. Vielleicht beruhigt er sich, sag mal bitte, dass du auf den ja, der hat 1000 Euro in die Jacke gehauen. Der hat ein bisschen Sprung in die Platte, also sorry. Ja, sag mal bitte, dass ich ein Liebhaber war. Warte mal, ganz kurz, ich muss eben jetzt helfen. Was soll ich denn sagen? Sag dir mal bitte, dass ich ihn lieb habe. Vielleicht beruhigt er sich. Seven sagte, er hat dich lieb. Hör mal zu, Seven sagte, er hat dich lieb. Ne? Also, du weißt Bescheid, Seven sagt, er hat dich lieb. Ne? So, geht weiter. Ja, dann nicht die auch, ciao. Das ist wichtig. Halleluja. Ja, bist du wieder auf. Tschüss. Jetzt ist er weg, oder was? Nein, ich bin noch. Sag mal, Schätzelein, hast du getrunken, oder was? Was? Ob du getrunken hast? Ob ich was habe? Trinken, Alkohol. Gluck, gluck. Nein. Du trinkst nicht? Ja gut, dann bleibe ich dabei. Geh zum Arzt. Geh zum Arzt. Meinst du ernsthaft, dass du nie das Problem hast? Weißt du, es gibt in dieser ganzen Hangout-Szene seit ewigen Zeiten einen einzigen Virus und glaubst du. So, und der bleibt euch erhalten. So weiche Sitze. Nein. Hast du eine Ahnung? Nein. Hast du eine Ahnung? Mozart, weißt du, Mozart hat unglaublich viele geniale Gedanken gehabt. Ja, weißt du übrigens, dass ihr den weggebeamt habt? Nein, du warst das. Nein, ihr wart das. Du. Ihr. Warst. Ihr seid das. Du. Ihr Manipulatoren seid das. Ihr, die in Nein, du mit deiner Scheiße Angst. Glaubst du, vor dir hat jemand Angst? Vor dir hat jemand Angst? Nee, braucht ja auch keiner. Ich bin ja auch kein... Aktion mit dem Alf, mit dem Tab-Alf, dass das irgendeine ansatzweise jemanden interessiert hat. Ich setze mich auch nicht weg. Mach weiter, mach bitte weiter. Mach ich. Kann denn nicht einfach in den HO kommen? In deinem Hinterhof. Ja, ich bin am überlegen, ob ich den Alf jetzt auch noch anrufe. Ich habe noch ein Telefon. Nee, nicht den Alf, der Niesel. Wen? Dass der jetzt einfach in den HO kommt. Nein, der Niesel, der will ja nicht. Ich hatte ja meine Chance. Ach so. Ach so. Das jetzt in deinem Hangout, das kannst du aber vergessen. Knicken, lochen, abheften. Ja, du bist ja trotzdem. Endgame ist gelaufen, okay? Ja, also das heißt, du gibst jetzt auf. Ja, aber ich bin doch auch hier. Nein, ich gebe doch nicht auf. Ja, aber was willst du jetzt hier noch von mir? Mann. Du hast 223 Zuschauer, ist interessant, ne? Das ist unfassbar, ne? Ja, weil ich hier bin. Ja, weil Seven da ist und nicht wegen dir. Willkommen auf YouTube, Mann. Gut. Ja, also sag mal so, ich habe auf jeden Fall immer noch so viel, dass ich meine Meinung verbreiten kann. Und das ist auch gut so, ne? Das ist falsch. Das ist nicht falsch, das ist genau richtig. Weißt du, was der Witz ist? Du merkst überhaupt nicht, wenn das Kartenhaus über dir zusammenbricht. Es bricht überhaupt nichts über mir zusammen. Selbst dann bist du in deiner Einfaltheit immer noch nicht bewusst, dass 223 Zuschauer. Ja. Ne? Ganz kurz an die Zuschauer. Wer von euch Pennern will meinen Tod? Bitte Plus drücken. Die Taste funktioniert bei mir nicht jetzt. Ey, und bitte jeder drückt nur einmal Plus, ja. Wahrscheinlich kriegst du dann, wie auf Juno, wer sind meine 5 Freunde nur hin, das ist der Willi. Ja, aber noch einmal, wer ist denn von deinen Freunden auf Juno schon aus der Kurve geflogen? Tut mir leid, wir haben auf Juno nichts zu tun. Wir haben ja, aber Moment, du doch. Moment, pass auf, ich baue dir jetzt eine Brücke, die dir nicht gefallen wird. Du weißt ja, dass Juno eine Kinderplattform ist, ne? Was treibst du denn da eigentlich? Ich habe aus Juno nichts zu tun. Im Gegensatz Wieso? Du bist aber sehr gut informiert. Ja, natürlich. Die Stimmung sieht dabei echt scheiße für dich aus, Volker, ne?
Hast du ernsthaft gedacht? Der Marc will auch mal einen Toto Penner. Ja, ich auch. Ich habe auch einen Plus gemacht. Warte, der Marc, ey, Marc, ich habe es mir überlegt. Marc hat Motor verraten. Nein, Quatsch, alles gut. Du hast Marc verraten, wenn du Motor verraten hast. Und das ist dein Knackpunkt. Boah. Oh, ich kann nicht mehr. Ey. Hör doch jetzt auf. Ja, ey, der muss ja nur auflegen. Also, ich lege nicht auf, mir ist das egal. Der kann mir Quatsch. Ja, genau, zu Recht. Hau raus, gib alles, was du hast. Also, pass auf, wir machen jetzt, ich schreibe mir das auf, sonst vergesse ich das bei meinem Antwortvideo wieder. Wir machen mal eine interessante Fragerunde. Oh ja. Wenn ich nicht auflege. Okay. Fragerunde, geht los. Du wirst aber nicht auflegen, oder? Was tue ich? Du wirst nicht auflegen. Nee, warum sollte ich? So, so lustig. Wir machen jetzt folgende Fragerunde. Hat jemand im Chat eine Frage? Hat jemand im Chat eine Frage? Also die Frage ist, ob im Chat jemand eine Frage hat. An wen? An dich? An mich? An Seven? Nein. Hat jemand eine Frage über die Vergangenheit von Knacki Deluxe? Ja oder nein? Wer im Chat weiß meine Vergangenheit noch nicht? Radkreuz. Was ist gelogen in dem neuesten Data? Wer hat eine Frage? Hast du mich noch lieb? Das kann ich auch alles beantworten, aber Nieselprim hört mich ja nicht und ich hätte eigentlich die Diskussion gerne fortgeführt. Ja, der Seven redet gerade mit dir. Seven? Ja. Ja, der hört mich aber ja nicht. Was soll ich machen? Ja, ist schwierig jetzt gerade. So, warte mal. Also Nieselprim, du weißt, dass Gerd Bernhard wochenlang mich durch den Dreck gezogen hat. Der Pedotribun hat mich... Dann höre ich dir Seven zu. Seven, kannst du nochmal? Nein, du hörst, was rede ich hier? Du hörst mich doch nicht. Du kannst den Stream anschalten, aber dann hörst du mich mit 15 Sekunden Verzögerung oder so. Das hat gerade wenig Sinn. Das ist halt gerade ein bisschen schwierig. Das ist richtig, ja. Ja, das stimmt, Kevin. Ja. Ich bin jetzt auch so ein bisschen aus meinem Flow raus. Irgendwie. Also ich mache jetzt, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Das ist eigentlich ganz easy. So. Nein, warte mal, das war doch die Frage. Ne? Wir machen jetzt mal Spielchen und wir machen mal in dem Chat einfach eine Fragerunde. Okay, wir machen eine Fragerunde, ja. Hatten wir doch schon. Oh, hier drin ist jemand, der tatsächlich aus dem Eckum-Base, Volker Bellendorf, ehemals Jobbetreiber, Dings kommt und live zugesehen hat, wie er die Leute beschissen hat. Okay, womit? Indem du dir Produkt. Dinge zuliefern ließest, die du niemals erfüllt hast. Weil du Menschen versprechen hast, mit einem VIP-Account auf Eckernbase für 2.000, 4.000 Euro war das höchste, soweit ich mich erinnern kann. Nee, 1.438 Euro. Wahnsinn. Und Steuer kam noch extra drauf, ne? Ja, die im Jahr bezahlen sollten, damit die quasi in dein Netzwerk springen. Richtig. Und das war nur der Ausschuss. Da gab es keine Gegenleistung. Die haben tatsächlich 83.700 Euro haben 50 Leute bezahlt, nur um sich von mir beraten lassen zu dürfen. Ja. Alter, kann ich damit einsteigen? Nein, du hast ja ernst gemacht. Du hast ja tatsächlich den Leuten eingeredet. Und das ist das, was die Shopberater, die SEO. Das SEO-King, ne? SEO-King, sagst du was, ne? Bin ich immer noch, vorsichtig. Oh Gott, hör auf, du Zaubermann. Du hast tatsächlich hingekriegt, dass du den Leuten angehst. Es gibt einen Google-Algorithmus und dieser Google-Algorithmus ruht. Also der ruht dann immer. Ah, du hast ihn durchschaut. Du hast ihn in deiner göttlichen Weissicht, hat ein Engel zu dir gesprochen, der dir erklärt hat, dass reziproke Verlinkung so und so funktioniert und PageRank-Verlinkung und Links mit Kraft und das hat dir irgendein Geist erzählt und du bist natürlich viel schlauer, viel besser, deswegen bastelst du auch Hitler-Statuen, statt SEOs zu machen. Mensch. Weißt du, was du bist, Nieselprim? Du bist einfach nur ein dummer Vollmongo. Weißt du, mein Leben scheint dir viel wichtiger zu sein wie dein Leben. Und ich kann dir wirklich nur noch mal empfehlen, warte mal. Du möchtest jetzt bitte, hör mal zu, du quackst, so, halt mal die Fresse jetzt bitte. Also pass auf, wir machen das jetzt einfach so, dann kann der aus der Ferne zuhören. Ja, die hören dich jetzt nicht. Also, dieser Typ hat ein Problem. Und das Problem ist,
Mein Leben ist ihm wichtiger wie sein Leben. Aber dieser Typ sagt, er hat für euer Leben die totale, ultimative, rechte Lösung. Das ist das Problem, was der hat. Der hat, ja, die könnte ich jetzt gerade nicht hören. Bleib mal locker in der Hüfte. So. Ne? Wart mal, bis der Helm sich wieder setzt. Geht gleich weiter. So. Und das Problem ist, der Typ, das ist nichts anderes. Das ist im Prinzip ein rechtsradikaler Skipper Mario. Das ist nichts anderes wie ein Rolf Redlingsverschnitt. So ein Typ, der sich um das Leben anderer Leute kümmert. Der Typ ist einfach nichts weiter wie ein Stalker. Ende der Durchsage. Du kannst hier, du kannst hier keinem mehr was erzählen, was die Leute nicht schon alle über mich wissen. Was willst du denn jetzt hier genau? Vor was willst du denn warnen? Vor was willst du warnen? Dass ich ein gut aussehender älterer Herr bin, dem das scheißegal ist, was andere Leute über ihn denken. Wenn das dein Vorwurf ist, bitteschön, ist bestätigt. Roger. Und nu, was jetzt? Warum rechtfertigst du dich knackig? Ich brauche mich nicht rechtfertigen. Ich will dir nur immer wieder versuchen zu erklären, dass du hier über alte Grütze quakst. Ach, alte Grütze. Dasselbe Spiel, was du die ganze Zeit schon spielst, hä? Schau mal, du feuerst hier eine super sympathische Vorwurfsarie raus, was ich alles gemacht habe und wie schlimm ich bin und bla bla. Aber weißt du was? Du hast Leute verraten. Und wen interessiert das? Ihr seid Arschlöcher, Nazis kann man verraten. Oh, du meinst Christian Wickfeld, dein Bruder, Frios, sind alles Arschlöcher oder was? Was habe ich denn mit denen? Was habe ich denn mit denen zu tun jetzt schon wieder? Ja, die dich, ne, die du jetzt als Verräter nennst. Ich habe die noch nicht Verräter genannt. Volker, ganz kurz, ich würde jetzt eben kurz, du hörst mich ja, ne, auch wenn er am Reden ist. Aber schau mal, Herr Nieselprim, schau mal, Herr Nieselprim. Herr Nieselprim, hörst du, schaffst du das? Markus hat mich verlassen, ach du Scheiße. Ich würde eben Pipi machen gehen und danach würde ich es cool finden, wenn wir unser Gespräch weiterführen können. Ich 10 Punkte vergebe ich. Und wo ist das Geld hin? Und als gespendet wurde für eine gute gemeinnützige Organisation, was du der allererste da gesagt hast, das ist unrechtmäßig. Bist du nicht ganz dicht oder was? Nö, hab ich nicht getan. Du hörst weg. Hab ich nicht. Forensik, okay? Sicherheitsverwahrung. Das ist das, was du brauchst. Und ich gebe der NWO komplett recht. Solche Menschen wie du haben auf diesem Netzwerk nichts zu suchen. Weg damit. Nichts. Aber auch rein gar nichts. Weg damit. Es geht nicht darum, dass es Menschen gibt, die sich ein bisschen unterhalten, die auch politisch ihre Dinge machen. Was denn? Was machst du denn? Solche verdammten Verbrecher wie du. Verdammte Verbrecher, die verdammten Verbrecher gehören alle eingesperrt. Noch einmal, du bastelst Hitler-Skulpturen. Denkst du dir nichts dabei? Sondern? Das alleine ist eine Straftat wert, was du mir vorwirfst. Ach so, und was du hier alles so losfeuerst, das ist sympathische, üble Nachrede. Oder wie definierst du das? Also ich halte jetzt nochmal fest. Du kommst in einem sehr verwirrten Zustand in mein Leben, in meine Sendung. Willst mir irgendwelche Sachen. Halt doch mal den Bubble, wenn Erwachsene reden. Du willst mir. Ja, was ich das gerade sage. So, pass auf, dann machen wir das einfach so. Dann kannst du hier aus der Ferne zuhören. Also der Typ kommt immer. Also, so, der kommt in das Leben fremder Menschen, will erzählen, wie es funktioniert, kann alles, weiß alles, bla bla bla, das Übliche, ist noch ein klein bisschen rechts angehaucht, ein bisschen balla balla in der Birne und ansonsten fühlt er sich ziemlich wohl. Und ansonsten, der hat hier noch nicht nichts, was ich hier aktuell falsch mache. Das Einzige, was dieses Drecksnetzwerk stört, dass ich da bin. Und das Geile ist, die gute Nachricht, ich bleib auch. So einfach ist das. Scheiße, richtig. Ich wollte zurücktreten, aber jetzt nicht. Oh Mann, da. Können wir jetzt irgendwie nochmal hier oder nicht mehr? Oder was meinst du? Ich habe keine Ahnung, ob der sich hier wieder einringt. So, mein Freund. Mein kleines, verschissenes, hinterlistiges Knackilein. Knackilein. Ich wünschte noch einen schönen Abend. Oh, jetzt sehe ich es auf. Ich tatsächlich, im Gegensatz zu dir, lege ich jetzt tatsächlich auf. Ach nee, und kannst du doch nicht machen. Bleib doch noch einen Moment. Ich hätte noch so 2, 3 Fragen. Also, du kannst ja damit stolz berichten demnächst, dass ich aufgelegt habe. Vergiss aber bitte nicht vorneweg zu erwähnen, dass du mich schon angerufen hast am 2. Ja. 10.24 Uhr. Und da habe ich gesagt, du sollst mal zurückrufen. Aber ging nicht, weil du dein AB nicht dran hattest. Ich habe kein AB. Pass auf, im Gegensatz zu dir habe ich überhaupt keine Software laufen, die irgendwas aufnimmt. Ich habe hier was laufen, das ist glaube ich von YouTube. Das hat am Montag bewiesen, das wurde auch komplett bewiesen, dass du niemals etwas irgendwie aufnimmst.
Ich wünsche dir jedenfalls ein schönes Leben in der Forensik, in der geschlossenen Sicherheitsverwahrung, wie auch immer. Alles klar. Es wird Zeit, dass du wegkommst. Grüßen Anselm schön und wie gesagt, an der Ampel immer schön rechts blinken. Ne? Hey, und lass bitteschön den Rest der Menschheit in Ruhe. Nein, werde ich nicht. Deine krankhaften Dinge braucht niemand. Ich wünsche euch was. Ich werde alle manipulieren. So, dann haben wir. Also dann würde ich sagen, rein telefontechnisch steht das jetzt erstmal 1-1. Das kann man auch hier mal belassen. Was ist da drauf? Ja, jetzt bin ich ja total aus dem Flow hier. Das war jetzt ja. Doof. Ja, es war ja scheinbar für ihn wichtig, ne? Ja, an der Stelle verstehe ich dich. Manche Tage schafft man nur mit Saufen, ohne Scheiß. Ja, so geht's mir seit 1,5 Jahren. Schön, dass du mich verstehen kannst. Morgen kannst du wieder drüber herziehen, aber wenn jetzt verstehst nein, du nein, gar nicht, mach ich nicht. Aber ich werde. Machst du immer. Nein, mach ich nicht. Diesmal nicht. Machst du immer, wenn ich nicht da bin. Das ist neues Jahr. Ich mach das, wenn du das nicht mitkriegst. Nein, gar nicht. Ja, ich kriege alles mit, glaub mir das. Nee, aber jetzt sag mal wirklich so zurück. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, aber dann vielleicht jetzt nochmal. Moment, ich muss. Dann, du hast jetzt diesen ganzen Zirkus mit. Kannst du machen, ich muss nur den Chat kurz so. Damit ich nicht abgelenkt bin. Okay. So, jetzt bin ich bei dir. Die Frage jetzt, um auch mal, ich denke, du hast genug Stil, ehrlich zu antworten. War das eine souveräne Nummer? Machen wir die Gegenfrage. Wie hättest du reagiert an meiner Stelle? Ist es wichtig, mit ihm zu reden, ihm Dinge zu erklären, die er nicht glauben möchte? Aus deiner Sicht jetzt, von deiner Stelle? Hm? Nein. Weil du magst ihn nicht und er mag dich nicht. Also ist es nicht produktiv, mit ihm zu reden. Nicht zielführend. Aber er macht doch ein Spiel. Wer auflegt, hat verloren. Ja, gut, dann wollte er mit dir reden. Also war es für ihn wichtig. So, er hat sein Paket und dann muss ja auch gut sein, ne? Ja, aber das war jetzt nicht auf Niseprim bezogen. Das war jetzt nur auf die Situation bezogen. Hm. Weil sich zwei Menschen nicht mögen, finde ich, ist sehr zeitverschwendend, miteinander zu reden. Also, man muss aber noch festhalten, es war für ihn wichtig, nicht für mich. Nicht ich rufe ihn. Ja, gut. Ja, nö, ist ja okay. Wie gesagt, Niseprim, ich habe kein Problem mit ihm. Er ist einer der wenigen, der mich noch nicht irgendwie angepisst hat. Muss ich tatsächlich so festhalten. Aber wo waren wir denn jetzt gerade stehen geblieben? Weißt du das noch? Ich habe das vergessen, ey. Und ich habe DVR aus. Ich kann nicht mal zurückspulen. Ja, das ist. Puh. Sollen wir einfach das Thema. Ach so, ich soll aufhören, dich zu dissen. Ja. Okay. Ja, das war nämlich so eine Nummer, weil irgendwie auf einmal so fängst du da wieder an mit so einer Scheiß und mal ganz ehrlich, das ist nicht schön, ja, ich habe diese kleine Katze wirklich und da kann jetzt wieder jeder schreiben, was er will, ist mir scheißegal. Diese kleine Katze, die war bei Wintereinbruch, ja, da saß sie zitternd draußen und da habe ich mir gesagt, weißt du was, scheiß drauf, die nimmst du mit rein. Findelkatze. So. Bitte? Findelkatze. Ja, bei uns nennt man das Doppelkatze. Okay. Ne, Herbstkatzen halt, weil die sind dann halt noch so jung, die überleben den Winter nicht, weil die bis dahin noch kein Winterfell haben. So, die habe ich mit reingenommen und dann natürlich habe ich daraus auch einen Gag gemacht, weil Katzenvideos, YouTube, bla bla bla. So. Dann fängst du an mit diesen Katzen und 25% und irgendeinen Scheiß und ich frage mich, warum machst du das? Warum machst du das? Halt doch einfach deine Fresse. Weil mir das auch lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, aber lass mich doch, ja, aber du bist doch nicht YouTube. Ja, aber ich bin doch ein Augenmensch, der in dieser Community mitten. Ja, aber was meinst du, was mir bei dir alles auf den Sack geht? Ja, Alter, du sagst, Spenden sind scheiße und hast da deine Amazon-Wishlist. Was willst du mir erzählen? Aber meine Wishlist hat mit den Spenden nichts zu tun. Wie? Das sind doch Spenden. Wie viel Spenden hast du denn bekommen so im letzten Monat? Im letzten Monat? Keine Ahnung, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Okay. Also jetzt nichts. Ja, mehr habe ich auch nicht. Und ansonsten schicken. Ja, aber wo ist denn das Problem? Aber du postest da irgendwie hier, was weiß ich, Warsteiner 24 Dosen oder was? Ja. Und ich sage, ja, wer Bock hat hier, wick.holenetweb.de. Ja, das war übrigens ein Weihnachtsgeschenk von meinem Freund aus Mainz, dem Markus. Ja, gut, das war Zufall, dass ich die richtige Biermarke getroffen habe. Aber wo ist denn das Problem? Ich nehme dir doch nichts weg. Ich nehme dir doch nichts weg. Darum geht es ja nicht. Sag mal, das Problem, wie soll ich das erklären? Ja, am besten auf Deutsch. Das sind verschiedene
Guck mal, ich habe mit dir null Problem. Ich habe mit Marc null Problem. Ich habe selbst mit Nieseln null Problem. Das kann ja nicht stimmen. Doch. Das kann ja nicht stimmen. Ich war ja noch nicht fertig. Aber die Konstellation, die gehen mir auf den Sack. Und das Zweite, was mir auf den Sack geht, sind die Mechanismen. Wenn Leute in Not sind, und du kannst mir wirklich eins glauben, ich habe ja wirklich Monate weg, da habe ich hier, ich habe also zwischen Weihnachten und Neujahr 12 Dosen Ravioli gefressen. Weil das war das Einzige, was ich hier von Amazon, Geschenkgutschein von 25 Euro, den mir einer zu Weihnachten gespendet hat, übrigens der Uwe, ein Kumpel von mir, weil die mir da leisten konnte. Und ansonsten, ich wäre froh gewesen, irgendeiner hätte hier noch was rausgehauen, aber ich wollte auch nicht betteln, weil ich dem Manu Böhnecke seinen Kältebus damals nicht kaputt machen wollte. Und ich habe mir das verkniffen. Ich habe einfach gesagt, ich will das nicht. Und ich habe mit Manu jetzt nicht unbedingt ein gutes Verhältnis. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich fress lieber Ravioli, bevor ich hier anfange, die Leute zu triggern, dass sie mir helfen müssen, weil ich hier in Not bin. Nee, mache ich nicht. Ja, aber das habe ich doch auch nie gemacht. Es geht, aber guck mal, wenn ich hier das Maul aufmache, dann hat es bei mir immer gebrannt. Und ich habe mir von dem, was mir Leute gegeben haben, nie Luxus geleistet. Nie, nicht ein Teil. Nie. Ich habe mein Mikro selbst bezahlt von der Stütze, ich drauf gespart. Ich habe hier nichts mir schenken lassen. Nichts. Ja, okay. Aber wo ist dann der Punkt, wenn ich sage, ich mache jeden Tag YouTube und da kannst du noch so viel Hate gegen mich machen? Warte, ich muss den Chat wieder. Das ist nur meine Meinung, dass ich sage, das, was ich hier heute Abend gesendet habe, ist keine 5 Euro wert. Warte mal ganz kurz. Der Kleine, das geht hier nur um Klärung, weil ich das nicht mag. Ich mache ein Hangout, er macht ein Hangout, ich mag das nicht. Ich mag dann lieber direkt miteinander reden. Also wie gesagt, ich hab also kein Problem hier. Der Kurt Hafner, der haut ab und zu mal was raus. Mozart hat mal was rausgehauen oder so. Pff, wenn was kommt, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Ja, aber wo ist denn da, Alter, es ist immer noch. Es ist kassiere keine, Moment, nope, ich kassiere weil es einfach überzogen ist. Ja, okay, wenn wir durcheinander reden, bringt das. Nein, weil es einfach von deinem Verhalten völlig überzogen ist. Immer und immer und immer wieder auf diesen Trigger zu drücken. Nochmal. Und das wirst du eben bei mir. Das ist doch kein Trigger. Doch, hör mal, ich habe gestern gesagt, hier, wir machen Aktion, wer was raushauen will, da hat einer einen 20er rausgekloppt und dann ist gut und heute mache ich überhaupt nichts und wahrscheinlich mache ich die ganze Woche nichts und dann nächste Woche mache ich mal vielleicht mal wieder einen Hinweis, wer was geben will, kann das machen und wer nicht, ist auch gut. Ja, aber, ja, okay, dann machst du das halt so, aber ich mach's anders, wo ist das Problem? Aber pass auf, wenn ich einen Haufen Scheiße auf der Straße sehe, sage ich sehe einen Haufen Scheiße und wenn mir dein Verhalten nicht gefällt und dein Verhalten strahlt auf dieselben Leute ab, mit denen ich mich auch hier abgeben muss oder möchte und diese Leute haben sich in der Vergangenheit, bevor dieser Spenden waren, ich sitze ja hier und saufe Bier mit meinem dicken Kumpel aus Hamburg, gib mir irgendwelches Geld, damit ich mir irgendwelchen Scheiß kaufen kann. Bevor, ja, das ist ja schon wieder 6 Monate her. Da muss jetzt mal ein bisschen. Bevor das von euch hier so etabliert wurde, dass ihr bezahlt werden wollt für irgendwelchen Stuss, den ihr liefert. Nein. Davor haben wir gesammelt für Menschen in Not. Ansonsten gab es hier gar nichts. Ja, das stimmt doch gar nicht. Doch, natürlich stimmt das. Nein, du drehst das gerade wieder so um, dass deine Zuschauer dir glauben. Ich habe keine Möglichkeit, wenn abends einer sagt, Alter, ich habe hier 5 Pullen Bier, eine Pulle Schnaps beim Italiener und gleich kommen noch 2 Pizzas und das ist bezahlt, was soll ich machen? Soll ich sagen, nimm die Scheiße wieder mit oder was? Nee, aber dann lass mich doch mal ausreden. Ja. Ich bin ja gar nicht so, dass ich dir da jetzt komplett Unrecht gebe. Du warst immer so, ich habe hier meine Amazon-Wishlist. Ja. Und ich habe meinen PayPal-Account und wäre cool, wenn was kommt. Und alle paar Wochen oder Monate war dann so, jetzt brennt es. Ja, aber doch nicht. Dann hast du dich eingesetzt. Aber doch eben nicht für mich. Nein, sag ich doch. Dann hast du dich eingesetzt. Aber dennoch waren unter allen deinen Videos deine Amazon-Wishlist und hier PayPal-Me, was weiß ich, Knacki Deluxe und so. Ja. Nichts anderes mache ich doch. Aber ich weiß nicht. Am Laufenden. Was meinst du denn? Was hast du denn für Vorstellungen? Meinst du, ich kriege am Tag 1000 Euro? Nein. Ja, also, wo ist das Problem? Ich weise nur darauf hin, dass Leute, und das ist ja auch das Feedback, das weißt du ja gar nicht, weil du mir vielleicht nicht zugeguckt hast, das Feedback, was ich bekommen habe, ich meine, mir ist klar, dass deine Leute im Chat mich gerade haten, das können sie gerne machen, ist mir scheißegal. Aber die Leute, die mir zugeguckt haben, morgens um 8 oder 9 Uhr, die haben gesagt, geil, dass du da bist. Ist gerade kein anderer, ich habe gerade Scheiße, bin gerade aufgestanden und Frühstück und so, Kacke, cool, dass du da bist.
So. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, wenn euch das gefällt, keine Ahnung, ich habe gerade hier so eine kleine Katze, ich meine, inzwischen ist sie nicht mehr so klein, habe ich mit reingenommen. Lass uns das ganze Thema machen. Wäre das cool? Moment. Nee, lass uns das Thema. Ja, nee, das geht ja noch weiter. Nee, ich bin gleich fertig und dann geht's ja weiter. Das geht ihm nicht weiter. Das Grundproblem ist folgendes. Ich werfe dir vor und ich finde... Ja, das Grundproblem ist, du lässt mich nicht mal ausreden. Das ist doch scheiße. Das ist egal, das ist mein Hangout. Ich rede so lange, wie ich lustig bin. Ich werfe dir vor... Ja, aber das ist doch scheiße. Nein, das ist Diktatur, das ist halt so. Jetzt muss er einfach mal zuhören. Das geht nicht um. Ja, aber so würde ich nicht mit dir umgehen, wenn du bei mir wärst. Doch, so bist du mit Leuten auch schon bei dir umgegangen. Hast gesagt, aber nicht mit dir. Ja, aber ich will jetzt nicht hier stundenlang über diese Spendenscheiße diskutieren, sondern für mich ist Spenden etwas, was mit einer Not verbunden ist. Für mich ist Spenden, was mit einer Gutmütigkeit zu tun hat. Nämlich, also würdest du verdursten, wenn du nicht so ein 24er Paket Bier bekommst? Der eine ist in Not und der andere kann etwas geben. Und was ich immer getan habe, wenn es um Geld gegangen ist, Geld von A nach B bewegen und ich habe davon nichts genommen. Nein, das habe ich doch bestätigt. Und ansonsten, das habe ich doch bestätigt. Ansonsten ist der Unterschied zwischen dir und mir, dass ich seit 6 Jahren oder 7 Jahren auf YouTube unterwegs bin, über 7.000 online habe. Moment. Das heißt, wenn es hier um Leistung, um Bezahlen, um Einsatz geht, hätte man mich mit Geld totwerfen müssen. Haben sie nicht getan. Aber ich habe komischerweise, bevor Leute in Not waren, hier nie um etwas gebettelt. Ich habe es auch nie nötig gehabt. Und auch eine Fanny Green, die sagt, das ist ein Teil meines Lebens, das brauche ich, damit ich was zu fressen habe. Nein. Aber darum geht es doch gar nicht. Meint ihr denn, wie ich 52 Jahre alt geworden bin, indem ich Flaschen... Darum geht es doch gar nicht. Doch, das geht darum, dass ich Nein. Du redest dich gerade schon wieder in so eine Feindschaft rein. Volker, du redest dich gerade schon wieder in so eine Feindschaft rein. Nein, die Diskussion ist bei mir ganz einfach. Ich finde das, was du tust, unseriös und das finde ich nicht in Ordnung. Das muss man auch sagen dürfen. Das werde ich auch weiter tun. Das heißt, wenn du wieder... Ja, das kannst du ja sagen. 5 Minuten, aber dann darf ich doch wohl darauf reagieren. Ja. Ja, und ich reagiere damit darauf, dass wenn du dann sagst, hier, ich hätte gern Bier und dir schicken Leute 24 Dosen, was weiß ich, Warsteiner, dann wärst du auch nicht verdurstet, wenn du die nicht geschenkt bekommen hättest, weil du hast ja auch so einen Wasserhahn. Bei mir hat keiner was geschenkt und nichts geschickt, auch nicht zu Weihnachten, auch den ganzen Dezember nicht. Aber hast du doch gerade noch erzählt, du hast ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das hier ist von Markus Lauer, meinem Kumpel. Das war eine Überraschung. Ja, über den habe ich auch schon super Sachen gehört. Würde ich jetzt nicht so. Was hast du denn gehört, sag mal? Nö, ist ja egal. Nee, wenn das wir reden über Spinnenmann, ne? Ja, erzähl mal. Nö. Ich wäre nicht doof. Nicht an. Nee, ich bin doch nicht doof. Ach, ja, aber was? Doch, ich bin ja nicht doof. Ah, okay. Ja, aber wir müssen ja schon von Thema zu Thema springen. Ja, also dann, wie gesagt, lass uns das mit dem. Also wir können das jetzt hier. Dann haken wir das jetzt so ab. Ja, da musst du mir aber noch einen Satz lassen, weil sonst ist das wieder scheiße, weil dann. Mach so viele, wie du willst. So. Es ist also okay, wenn man eine Amazon-Wishlist hat mit Bier und Laptop und Rollerschuhen. Du gibst für dich kein Statement. Guck mal. Du machst einen Vergleich. Guck mal, du fällst mir doch schon wieder ins Wort. Nein, du machst einen Vergleich. Das heißt, hör auf, dich mit mir zu vergleichen. Du wolltest ein Statement abgeben und rede doch mal über die Motivation. Ja, mach ich. Ja, aber da musst du mich auch erstmal zum zweiten Teil des Satzes kommen lassen. Wir fangen doch gleich mit dem zweiten an. Ja, okay, den ersten Teil habe ich jetzt ja schon gesagt. So, und dann ist es also nicht okay, dass wenn man jeden Tag irgendwie so einen Stream macht und da so eine PayPal-Adresse einblendet und sagt, ey, ihr guckt mir zu, ich merke, einigen Leuten von euch bringt das was ich auch cool finde, wegen Kommunikation und Kontakte und so, schickt mir doch mal, wenn ihr es habt, 1 Euro. Das ist also nicht okay? Also ich habe ich hab noch 40, pass auf, ich schicke dir die jetzt eben drüber, okay, pass auf. Cool, ich freue mich sehr über 40 Euro, wäre super von dir, aber ich meinte damit gerade nicht dich. Nein, jetzt ohne Scheiß. Ich wollte mir ein paar Bücher kaufen. Ich habe jetzt. Hör auf, dann kauf dir die Bücher, meine Fresse. Wenn du Geld brauchst, wenn du so eine Amazon. Nein. Wenn du so eine super. Nein. Ich möchte mich bei dir bedanken. Nein. Ich gebe dir alles, was ich besitze. Du schiebst mich da jetzt wieder in so eine Richtung. Ich würde tatsächlich für dich spenden und meine gesamten PayPal-Einnahmen. Plus, minus. Ja, das weiß ich doch. An dich weitersenden, wenn ich dadurch erreichen könnte, dass du aufhörst, kontinuierlich zu betteln für irgendeine Scheiße.
Damit die Leute, die in Not sind, die Chance haben, dass ihnen in dem Moment mal geholfen wird. Und was hier passiert, und das ist meine Meinung, da gehe ich nicht einen Millimeter weg, das ist eine Überstrapazierung der Gutmütigkeit und immer wieder der Appell mit einem neuen Ziel. Ich habe noch 3 Wünsche, die arme Katze und was weiß ich. Alter, ich habe so viele Wünsche und ich verzichte so oft auf irgendeinen Scheiß, weil ich eben diese Spendenbereitschaft nicht überstrapazieren möchte. Ich will oder können wir mal ganz kurz einen Gang zurückschalten? Weil ja. Ich glaube, sonst endet das bald darin, dass du mich rausschmeißt. Aber du musst doch, guck mal, ich bin wie eine Betonmauer. Das ist meine Meinung und ich akzeptiere auch deine. Ja. Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn das bitte nicht zusammenpasst. Dann ist es so. Aber ich würde sehr gerne noch mit dir zu einem anderen Thema kommen. Ja, aber lass uns erst das fertig machen. Ja, absolut. Du musst einfach nur mal unterscheiden, und das habe ich schon ganz vielen Leuten gesagt und viele haben mir da auch recht gegeben. Du musst unterscheiden zwischen, ich brauche jetzt etwas, du erinnerst dich, mein Bildschirm ist abgekackt, ich bin zu dir gekommen, du hast mir geholfen. Da brauchte ich etwas. Also das war mir sehr... Ohne Planung. Absolut. Da brauchte ich etwas. So. Wenn ich jetzt aber streame, und sag, wem das gefällt, wer gerade einen Fünfer übrig hat, oder wie du jetzt sagst, 40 Euro, ich habe keine Ahnung, ich habe das PayPal jetzt nicht offen, weiß ich nicht. Ja, danke, finde ich cool. Weil vielleicht gebe ich euch ja auch irgendwas, finde ich cool. Ist auf Twitch zum Beispiel ganz normal. Ganz normal. Das hat aber nichts mit der Bedürftigkeit zu tun. Es ist normal heutzutage, dass Leute, die streamen, dass man denen eine Anerkennung gibt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dich nicht freust, wenn du noch, was weiß ich, 2 Sechser Träger Bier neben dir stehen hast, aber trotzdem eine Palette von Amazon Wishlist kommt. Da freust du dich doch auch. Oder also wenn dich meine Amazon Wishlist stört, ich lösche die jetzt eben. Habe ich auch kein Problem mit. Mann, mach doch, nimm, was du kriegen kannst. Mach doch, das will ich dir doch gar nicht ankreiden. Ich mach doch das Gleiche. Ich habe halt nur keine Amazon Wishlist. Warte mal, ich würde gerne einen Stream aufmachen, aber dein Ton läuft noch bei mir. Ist das, nee, das ist nicht Creative Commons. Nö, wenn das Ding nachher hochgeladen ist, dann ist das CC. Oh Mann, ich hatte den Chat jetzt nicht offen. Nein, man darf keine aktuellen Streams abfilmen. Ja, mach doch einfach eigenen Content. Ja, ich weiß, ich versuche jetzt gerade durch den Chat durchzusteigen, was wahrscheinlich schon wieder ein Fehler von mir ist. Egal, ich mach den Chat wieder zu. Nein, wie gesagt, mach doch dein Ding, aber dann missgönne mir doch nicht mein Ding. Ich meine, das kann ja auch gar nicht so sein, weil du jetzt gerade so aus dem Stegreif sagst, weißt du was, ich schicke dir 40 Euro. Dann kannst du mich ja gar nicht so scheiße finden. Doch, ich finde, noch einmal, ich hab dir das Angebot gemacht und das ist mein Todernst. Also ich beleg dir das sogar, inklusive Nachweis. Alles, was jeden Monat bei mir an Geld reinkommt, schicke ich dir durch, wenn du aufhörst zu betteln. Und ich nehme noch einen 50er von meiner Arbeitslosenstütze und schicke sie dir auch noch. Ja, aber das würdest du doch nie machen. Doch, ich mag das, damit hier endlich Ruhe reinkommt und wenn jemand in Not ist, die Leute nicht überstrapaziert sind, weil sie an jeder Ecke hier um 5 angekloppt werden. Aber das sind doch ganz andere Paar Schuhe. Nein, es sind dieselben Zuschauer. Und das ist das Problem. Diese Zuschauer werden rund um die Uhr hier mittlerweile getriggert und sollen einen raustun. Nein, das ist absolut nicht wahr. Gut, lass uns bitte eine Umfrage machen. Mich würde das mal ganz kurz fragen. Ja, also, in deinem Chat, Knacki, komm, das ist wieder so unfair. Morgen mache ich die gleiche Umfrage bei mir, dann habe ich mehr Plus. Ja, aber es geht ja dann. Aber wir haben doch gerade gesagt, hier sind 50 Mann, die mich scheiße finden, die anderen 50 wollen mich töten und die anderen hassen mich. Ja, ist richtig. Wahrscheinlich kriegst du jetzt 20 plus oder so. Ja, mach ruhig. Ist mir egal. Aber jetzt mal die grundsätzliche Frage. Und bitte fair sein. Also wenn das irgendwie möglich ist, bitte fair sein. Überstrapaziert der Seven das? Also das heißt, dieses hast du mal einen Euro, mach mal hier. Ja, natürlich. Na, komm, ich gebe selber einen Plus. Ich weiß, was in deinem Chat abgeht. Komm, ich gebe selber einen Plus. Nee. Ach, hier Bettina Klinke, verpiss dich. Ey, ich weiß nicht, wie man so eine dumme Scheiße schreiben kann. Ey, ganz im Ernst. Mann. So, und den Seven, den Kommentar mache ich weg, der zählt nicht. Ja, aber ich mag halt einfach eine kultivierte Gesprächskultur. Warum machst du das nicht, Volker? Ganz einfach, weil ich hier eine kultivierte, moralisch gut interpretierte Kultur gerade an den Tag lege und du mit deinem asozialen Verhalten dein Fehlverhalten rechtfertigen möchtest. Und das ist jetzt mal die nette Version, einfach noch einmal, du
überstrapazierst die Gutmütigkeit von Leuten. Was du tust, mit Selbstmorddrohungen, bescheuert die Kamera gucken, lass mich ausreden. Oder hast du mit Kultur ein Problem? Du guckst morgens aus dem Fenster, sagst, die Sonne scheint, das wird ein Scheißtag. Du machst diese Volldepri-Nummer, ballerst dir einen in die Birne, guckst bescheuert in die Kamera und sagst, das war super Content, gib mir 5 € dafür. Und das, finde ich, ist es nicht wert. Ende der Durchsicht. Das ist meine Meinung. Liefer den Leuten irgendwas. Du bist der mit den meisten Problemen hier und du willst hier als Lebensberater anderer Leute noch aufspielen und sagst, ey, dafür ist nur 5 drin. Ey, das ist nicht dein Ernst. Ne? Komm, lass gut sein jetzt. Ich habe... wir wollen Deutsch reden. Was hast du, Ja. Ich habe mit Selbstmord gedroht. Kriegst 100 € von mir, wenn du mir jetzt den Beleg gibst. Die Messernummer, die Kanonennummer. Ach so, war ja nur Spaß. Was ist das für... Ach, die Leute, was die das für ein Selbst gemacht haben, das war nur für Klicks oder wie? Nochmal, ich will keine Ahnung. Also jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt nur mal angenommen, rein theoretisch. Ja, ich würde mir durchs Gesicht schneiden. Was hat das mit Selbstmord zu tun? Nichts. Guck mal, da läuft keine Ader. Aber ich möchte mit dir eigentlich noch zu einem anderen Thema kommen. Ich weiß nicht, wie du darauf jetzt kommst, aber ich habe noch nie mit Selbstmord gedacht. Ich habe es ja gerade schon angeboten. Lass uns das einfach zusammen komprimiert abhaken, fertig. Ja. Ich finde dein Verhalten überzogen. Du sagst, dein Verhalten ist in Ordnung. Und ich finde dein Verhalten auch total überzogen. Und sowas von möchte gern, Moralapostel. Aber ach ja, übrigens, ich habe auch noch eine Amazon-Wishlist und PayPal und so. Ja, das machst du, Volker. Tut mir leid. Das bist du. Ja, bist du. Aber ich mach's dann nicht. Du sagst, Seven hat eine kleine Katze, der ist ein Assi, das ist ein Alkoholiker, der will Geld haben. Ach ja, übrigens, hier PayPal Me, Volker Bellendorf und Amazon Wishlist. Und das machst du, Volker, tut mir leid. Ja, klar, wenn du. Aber damit können wir das Thema auch gerne beenden. Ja, wenn du das ständig hier. Wie gesagt, du hast es ja automatisiert, also. Ja, ist so, damit die Werbung von meiner App da nicht steht. Ja, ist so. Ja. Ja. Ist so. Aber wegen mir können wir das Thema jetzt auch gerne dann jetzt in die nächste Dingsen wechseln, weil ich tatsächlich den Anspruch hatte, vielleicht ein gutes Gespräch mit dir zu führen. Ja, also ich fand es bis jetzt gar nicht schlecht. Also. Nee, aber ich merke das bei dir so langsam. Du bist halt sehr schnell kurz davor, jemanden, also mich zu kicken. Und das würde ich halt heute sehr gerne umgehen. Du bist meilenweit davon entfernt, gekickt zu werden. Aber ich schätze dich aber auch als jemanden ein, den man tatsächlich auch die Wahrheit sagen darf. Und das tue ich auch schonungslos. Ja, und ich sag dir auch die Wahrheit. Ja, das ist auch dann in Ordnung. Da kann ich mit leben. Ja, und du bist einfach ein Typ, der andere Leute nimmt und das in den Dreck zieht, aber währenddessen genau das Gleiche macht, nur noch 10-mal schlimmer. Stopp, andere Leute nimmt. Welche andere Leute nehme ich? Mich? Nee, andere Leute. Du nicht. Nee, du. Wir haben über andere Leute. Du, ich sind nicht andere Leute. Wer sind andere Leute? Aber ich bin ja ein anderer als du. Nee. Andere. Ja gut, Marc Steffens. Gut, okay. Was hast du bist Verteidiger von Marc Steffens? Nein, bin ich nicht. Du hast jetzt gerade nach anderen Leuten gefragt. Jetzt dreh das nicht wieder um. Ich bin nicht doof. Das kannst du mit anderen machen, nicht mit mir. Du hast den Vorwurf gemacht, andere Leute. Ich habe nur nachgefragt. Nein. Ja, und damit meinte ich mich. Und dann hast du gesagt, ich zähle nicht als andere Leute. Ach so, andere Leute, Mehrzahl ist ich. Ich bin Mehrzahl. Andere Menschen als du. Ich benutze alle Menschen. Ich benutze jeden, den ich ficken kann, zum Ficken. Ich will jeden. Das weiß ich. Ja, lass mich ausreden. Ich fick jeden, den ich ficken kann. Ich werde jeden platt machen, den ich platt machen kann. Ich werde eine Riesensumme Kohle haben. Ich werde 5 Millionen Zuschauer haben und 8 Millionen Klicks auf jedes Video. Und am Ende des Monats bekomme ich alle 3 Monate 120 € von YouTube. Und zwar genau 3-mal im Jahr. Und das war's. Und das kann ich dir so, Und das kann ich dir belegen. Und das habe ich hier x-mal in die Kamera gehalten. Das heißt, diese Unterstellung, dass ich hier einen riesen Beef-Veranstaltung mache, riesen Aufriss mache, um Leute zu töten, digital hier wegzunieten, mache ich also tatsächlich für 42,10 € im Monat. Das ist tatsächlich dein Ernst. Nee. Aber ich hab doch gezeigt, wie viel ich verdiene. Ich habe es x-mal in die Kamera gehalten. Ja, ach Volker, komm. Nee, nicht relativieren. Das heißt, ich zeige. Da kommt doch noch PayPal dazu. Da kommt noch Amazon Wishlist dazu. Ja und? Mir ist das egal. Ich gönne. Guck mal, du hast welche in deinem kleinen Hirn, welche Riesensumme schwebt dir denn davor, was ich hier im Monat habe? Gar keine Summe, weil ich nicht so denke wie du. Guck mal, du hast vorhin gesagt, du zahlst mir jeden Monat mir gefällt das jetzt nicht. Mir gefällt das nicht, dass du eine Behauptung aufstellst und dann den Schwanz einrollst, wenn ich sage, du sollst Hab ich nicht. Futter bei den Fische. Ich habe bewiesen, dass ich 100,
28,10 € überwiesen bekommen habe. Wenn du das durch drei teilst, kamst du auf 42 Euro ein paar kleine. Das habe ich hier live gezeigt, weil ich diesen Vorwurf, ich würde hier diese Community tot machen wollen, einfach mal relativieren wollte und sage, ihr kriegt aber mit, dass ich nur 200 Zuschauer habe, ihr kriegt aber mit, dass meine Videos gelöscht werden, ihr bekommt auch mit, dass meine Kanäle gestreikt werden, ihr bekommt auch mit, dass ich hier riesen Tötungsveranstaltungen habe, wo ich Leute auf und erschieße und das Blut aus der Adern spritzt und ihr bekommt das alles mit, das ist das, was mir unterstellt wird und das mache ich tatsächlich für 42,10 € im Monat. Das kann nicht dein Ernst sein, so eine Scheiße hier zu labern. Nee, das habe ich jetzt ja auch gar nicht gesagt, dass das so in den Mund gelegt. Ob mir einer dreimal eine Pizza schickt im Monat und noch 20 Bier. Ey, auch dafür würde ich keinen töten, kann ich dir jetzt schon sagen. Also töten fängt bei mir vielleicht ab 10.000 an. Aber das kann nicht dein Ernst sein, hier auf so einem Kindergartenniveau hier überhaupt. Nee, das hast du mir gerade in den Mund gelegt. Nee, du hast gesagt, du relativierst, als wenn hier Riesenberge Amazon-Pakete kommen. Nein. Hier kommt wochenlang gar nichts. Nein. Ja, also. Ich habe gesagt, dass du dich auf diese Summe da festbeißt. Ich weiß nicht, ich habe sie in der Kamera gehalten. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, das meine ich doch damit. Ja, also. Dass da aber nicht die anderen Sachen mit einge. Noch einmal. Wenn du dir meine verfickte Amazon mal anguckst, du Vollmathematiker, dann müsstest du eigentlich feststellen, die Artikel, die da stehen, sind nicht weg. Das heißt, wenn mir das einer geschickt hätte, wäre das nicht mehr in der Liste. Das heißt, die Liste ist. Guck mir das doch nicht an, du verstehst das gerade voll falsch. Das ist dann aber über etwas, was du nicht weißt. Diese verfickte Liste ist seit 6 Monaten fast unverändert. Weil keiner was geschickt hat. Wie wir gerade gesagt haben, vielleicht doch mal einen Gang runter oder nicht? Nein, ich will keinen Gang runter. Ich will einfach, dass du mal bei der Wahrheit bleibst und nicht irgendwelche Gerüchte. Ja, du hast mich doch gar nicht ausreden lassen. Nein, du erzählst aus einer Amazon-Liste und wirst ihm was vor und weißt nicht mal, was drinsteht und wie Amazon funktioniert. Ich habe nur gesagt. Scheiße da drin. Mann, jetzt hör auf mit diesem. Ich habe nur gesagt. Du gehst mir langsam auf den Sack, hör auf mich hier provozieren zu wollen. Deswegen will ich doch zum nächsten Thema. Ich habe dir das jetzt erklärt und das nimmst du jetzt als Realität zur Kenntnis. Ja, bitteschön. Weil ich manipuliere weder Amazon, meine Liste, noch habe ich es nötig zu lügen über 40 Euro, die ich hier bei PayPal irgendwie bekomme. Nein, habe ich nie behauptet. 20 Euro alle 3 Monate von YouTube. Das ist hier nicht wert. Mein verschiedenes Mikrofon kostet mehr wie dieser ganze Wichs, den ich im Jahr hier zusammenbekomme. Ja. Ja, das weiß ich. Ich habe es ja nie, wie gesagt, du bist mir da irgendwie mitten im Satz. Das war halt doof. Nee, weil du relativierst und dann geht mir um den Sack und jetzt hole ich mir Bier. Nein. Dann zieh dich warm. Ich hole mir wohl ein Bier. Dann zieh dich warm an, mein Freund. Achso, ja, hol dir doch ein Bier. Das meine ich doch. Oh Mann. Soll ich die Chance jetzt nutzen, um auch nochmal pissen zu gehen? Naja, scheiße. Oh Mann. Soll ich vielleicht nochmal kurz im Chat gucken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht, wie lange er braucht. Nee, er ist ja schon wieder da, da brauche ich ja nicht in den Chat gucken. Da mache ich den Chat wieder zu. Ich sowieso richtig pissig bin, ich habe mich heute Abend, also gestern Nachmittag hier auf mein Headset gesetzt. Ich musste mir ein neues kaufen. Und das habe ich meinen eigenen Geld bezahlt. Und das kriege ich jetzt ab, oder was? Ja. Oh Mann, ey, komm Volker, Prost. Nein, aber verstehst du, hier von uns allen, die hier rumrennen, hier verdient keiner so viel, dass du davon zweimal im Monat dein Auto tanken kannst. Das vergiss mal ganz schön. Nee, da bin ich tatsächlich anderer Ansicht. Wer soll denn angeblich hier Kohle verdienen? Ich? Ja, ach, du hast 100 Euro, hast du gesagt. Also von dem Geld, was ich im Monat durch YouTube bekomme, kann ich mein Auto mehr als zweimal voll tanken. Was fährst du denn hier? So eine DDR-Kiste oder was? Nee, Mercedes E-Klasse. Baujahr über 2000, mehr sage ich nicht. Was passt da rein? 30 Liter? Quatsch. Viel mehr. Weiß ich nicht. 70? Ach, mit deinem verkackten Kanal kriegst du keine 100 Euro zusammen. Nicht durch YouTube-Geld. Ich bin kein YouTube, ich bin doch nicht doof. Ich sage Google auch nicht meine. Darüber habe ich doch geredet, über YouTube. Ja, aber deine Spenden möglicherweise, ich sei dir gegönnt. Ja, das weiß ich doch, aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ja gut, sorry. Es ging mir nie, mach doch mit deinem YouTube-Werbung, was du willst. Es ging mir nur darum, dass ich gesagt habe, ich poste ab und zu meine PayPal-Adresse. Ja. So. Und wenn du das Gleiche machst
und nebenbei noch Werbung schaltest und auch eine Amazon Wishlist hast, dann sei es dir gegönnt. Aber dann werf es mir nicht vor, wenn ich sage, ich möchte kein YouTube-Partner sein und ich blende einfach so meine PayPal-Adresse ein. Ja, also das war nur der Punkt. Ich guck mal gerade, ob ich den Screen irgendwo habe. Hast du mir die 40 Euro schon geschickt eigentlich? Nein, die wolltest du ja nicht haben. Doch, nimm ich. Ja, dann hörst du mit deiner Spinnenbettlei auf. Nochmal, der Deal. 40, weißt du, wie viel ich im Monat, weißt du, was mein höchster Monat war? Soll ich dir mal erzählen? Aber ich glaube, dann schmeißt du mich raus, wenn ich dir... Aber du hast mir das Angebot gemacht, du schickst mir jeden Monat das, was ich an Spenden mal reinbekommen habe, oder? Nein, ich habe dir gesagt, ich schicke dir alles, was ich habe, mehr habe ich nicht. Und ich tue noch einen Fuß meiner Stütze dabei. Das meine ich tot. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich in einem Monat mal im vierstelligen Bereich war, dann rastest du komplett aus. Oder? Nein, das zeigt einfach nur, dass du eine korrupte Drecksau bist, die die Spendenbereitschaft von fremden Leuten ausnutzt. Genau das ist das Problem. Das hat aber nichts mit Korruption zu tun. Doch, natürlich, weil du... Nein. Doch, nein. Du arbeitest mit Impulsen, ich finde das sehr unseriös und damit hat sich das. Das ist meine Meinung, da bleibe ich auch bei. Okay, gut. Wollen wir dann das Thema jetzt vielleicht dann doch nochmal ändern? Nee, ich finde... Noch nicht, okay, gut. Lass uns da ruhig noch einen Satz zu sagen. Ich finde, also wenn es tatsächlich ein vierstelliger Bereich ist, würde mich einfach mal... außer, dass du war, sagst, war. Ja, war. Ich möchte das Wort war gerne. Also außer, dass du sagst, ich sitze hier für euch und trinke, wo war die Leistung? Ja, aber du vergisst dabei komplett, Volker, dass es vielleicht auch Leute in diesem Internet gibt, ja, und ich lese deinen Chat gerade wirklich nicht, aber dass es vielleicht wirklich Leute gibt, die eine ähnliche Erkrankung wie ich haben. Und damit meine ich nicht, dass ich mir jeden Tag ein paar Bier gönne, sondern dass es vielleicht wirklich Leute gibt, die mich gucken. Ich würde dir wirklich wünschen, dass du ganz viele Leute hast, die dir jeden Monat automatisch Geld schicken, damit du klarkommst. Nein, darum geht es ja gar nicht. Darum geht es jetzt ja gerade gar nicht. Es geht tatsächlich darum, dass es ein paar Leute gibt, die mir zugucken und die sich dann denken, ey krass, ich dachte, ich wäre die ganze Zeit alleine in meinem Leben, aber der ist ja genau wie ich. Der versteht mich, ich verstehe ihn. Das war mein Punkt. Und ich habe jemanden gehabt, der in Berlin Herzchen auf die Straße gemalt und Frieden drunter geschrieben und den haben sie verklagt. Und in dem ersten Verfahren hat er verloren, musste einen Anwalt bezahlen. Und um überhaupt zurechtzukommen, waren über 1.000 Euro erforderlich. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe meine Kaffeemaschine verkauft, ich habe ein Mikro verkauft, ich habe mein Eigentum verkauft, ich habe das Geld, ich habe all das, was ich brauchen könnte, was mein Luxus ausgemacht hätte, habe ich hier verkauft, um jemandem zu helfen. Habe gesagt, und wenn du das gewonnen hast, nimmst du dieses Geld und machst was Vernünftiges. Was er damit gemacht hat, Druschbar. Da ist er nämlich noch nach Russland gefahren. Und das fand ich, war eine total super gute Angelegenheit. Und ich bin diesem Geld nicht traurig. Und wenn der Nächste gleich kommt und ein Problem hat, rufe ich meinen PC hier raus, verbimmel das Ding, dann ist der hier dunkel und ich habe wieder einem geholfen. Das ist mein... Aber das stimmt auch schon wieder nicht, Volker. Ich würde so gerne das Thema abschließen, damit wir noch weiter reden können, aber da muss ich ja schon wieder einhaken. Es gibt einen Stream, meine eigene Kaffeemaschine hier. Nein, das meinte ich doch nicht. Guck mal, das Problem ist, dass du mich immer unterbrichst. Ja, das ist eine Angewohnheit von mir, Entschuldigung. Ja, als ich zum Beispiel, und das war so, und meinetwegen schalte ich den Stream wieder frei, ich war live. Ja. Dann hat meine Mutter mich gerufen und dann habe ich einen Brief aufgemacht, wo eine Strafe für mich drin stand. Ja, aber was haben wir? Also das war, Moment, das war komplett aktuell. Also ich bin jetzt live, jetzt in diesem Moment. Hast meine du Mutter ruft. Auf die Straße gemalt und der Staat war ungerecht zu dir? Ich würde in dem Ding tatsächlich sagen, dass der Staat ungerecht war, ja. Aber egal, lass mich doch mal zu Ende erzählen. Ich war live. Ja. So, meine Mutter ruft mich, Post. Ich gucke, scheiße Polizei. Ich öffne, Strafe, Anzeige. Ich komme wieder hoch, ich denke mir, fuck, ey. Aber weniger, als ich gedacht habe. Und weil ich ja gerade live bin und weil die Leute mich ja sehen und die fragen, was ist los mit dir, du bist anders als gerade eben. Ich sage, ja, scheiße, ich habe Post bekommen. Dies und das. Aber ist auch egal. Ist halt eine Strafe. Ich muss jetzt gucken. Scheiße. Weil mich hat das in dem Moment halt berührt. So, weil ich war ja schon live. Ich bin ja nicht deswegen live gegangen. So. Dann sagen Leute, komm, scheiß drauf. Wir unterstützen dich jetzt und so. Und dann machst du daraus aber, dass ich einen Stream gemacht habe, um Spenden zu erbetteln, weil ich eine Anzeige mit Strafgeld bekommen habe. Das stimmt nicht. Es war einfach meine Fresse. Wenn es jetzt bei dir an der Tür klingelt
und da ein Pizzamann steht, dann gehst du doch auch wieder vor deinen PC und sagst, nur Pizza bekommen. Und so bin ich mit dem Brief vor die Kamera gegangen und habe gesagt, scheiße, ich habe Strafe bekommen. Daraus machst du aber, dass ich einen Spenden-Battle-Stream gemacht habe für irgendein Strafgeld. Bis heute weiß keine Sau, wie viel Geld das war. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich werde darüber nichts sagen. Als dann Spenden kamen, habe ich den Brief so ein bisschen gefaltet und habe das so gezeigt und Paragraphen und so, damit die Leute wissen, dass ich hier keinen Scheiß erzähle. Aber du machst daraus, ich verarsche die Leute, ich mache einen Spenden-Battle-Stream. Stimmt nicht. Also ich kann aus meiner Situation nochmal diskutieren. Ich habe, es geht nicht um das, was ich bekomme. Es geht um das, was ich für andere getan habe. Wenn einer kommt, helfe ich. Das absolut. Das ist eine unverrückbare Tatsache. Kann ich jetzt auch mal ausreden, ohne dass du dazwischen willst. Wenn ich... Ich wollte ja nur sagen, ich gebe dir recht. Ich möchte einfach auch, dass du mir jetzt kein Recht gibst, sondern ich möchte jetzt genauso... Ich habe dir zugehört. Ich will, dass du mir zuhörst. Mir macht das Freude, anderen zu helfen. Auch wenn man sagt, das macht er nicht uneigennützig. Der will sich wieder Propaganda, weil er verdient dann so viele Spenden damit. Nein, tue ich nicht. Ich nehme mein Eigentum und verbimmel mein Zeug, um anderen zu helfen, die in Not sind. Nicht immer, nicht bei jedem, aber bei dem, wo ich verstehe, wofür es sein könnte. Das ist das, was ich mit Spenden hier verbinde. Es gibt einen zweiten Teil, nämlich mich selber, mein Leben. Ich selber konnte noch nie mit Geld umgehen. Ich komme gelegentlich in Not und dann kommuniziere ich das auch. Und wenn mir dann jemand helfen will, ist es gut. Aber diese Not ist immer nur temporär. Das heißt, ich habe gar keinen Bock, da hat mir jeden Tag irgendeiner hier eine Pizza spendiert. Ich finde das nämlich viel besser, wenn man sich die Pizza selber macht. Ich will auch nicht zweimal die Woche eine Kiste Bier haben, weil ich brauche 4 Wochen, bis ich eine leer gesoffen habe, wenn ich es normal mache. Ich will das nicht. Das heißt, mein Verhältnis zu diesem Begriff Spenden ist negativ. Ich will mit 54 nicht davon abhängig sein, dass mir fremde Leute Geld geben, damit ich mir was zu fressen kaufen kann. Sondern eigentlich kann man von einem 54-Jährigen erwarten, dass er zumindest 11 Monate im Jahr das irgendwie selber hinkriegt. Das ist meine Grundhaltung dazu. Und aus dem Grunde gehe ich normalerweise nicht hin und trigger. Ich könnte dir jeden Tag einen raushauen, wie schlecht das ist und was ich bezahlen muss und wie viel Geld ich noch brauche und bla. Und die Leute würden es wahrscheinlich auch zum Teil geben, aber ich will. Okay. Das ist mir zu doof. Sorry. Gut. Ich würde wirklich, das ist kein Scheiß, ich möchte wirklich noch mit dir über was anderes reden. Aber um das kurz zu, du hast das ja irgendwie rausgefunden, was ich bis heute sehr interessant finde, weil irgendeiner gequatscht hat. Mein Mercedes stand ein paar Monate vor der Tür, ist nicht gefahren. Reparatur von mehreren tausend Euro. Ich habe niemals habe ich das öffentlich gesagt. Ich habe niemals öffentlich, meine Kamera spackt ab. Ich muss kurz nebenbei neu starten. Also ich würde an der Stelle sagen, wir lassen es hier mit diesem Thema echt bleiben. Ich glaube, da haben wir jetzt. Ja, nee, ich möchte das ja nur nochmal sagen, weil das, was du gerade sagst, wenn Not am Mann ist, das ist bei mir nämlich genau andersrum. Also außer jetzt mit diesem Bildschirm. Aber ich habe nichts davon gesagt, dass ich eine Autoreparatur brauche, gar nichts. Ich habe nach 4 Monaten habe ich gesagt, ey Leute, mir geht's heute so geil, weil mein Mercedes fährt wieder. Ich habe das hinbekommen und so. So. Ich fahre nicht auf diesen Film. Von wegen, oh bitte, und ich kann nicht mehr und oh bitte. Nein, das mache ich nicht und das habe ich auch nie gemacht. Das habe ich einfach nie gemacht. Ich sag einfach, ich bin live und wer Bock hat, wer Geld hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du mir jetzt tatsächlich 40 Euro geschickt, ich weiß es nicht. Aber dann cool. Dann freue ich mich, cool. Weil dadurch kann ich mich selbst verwirklichen, ich kann mich tätowieren lassen, ist mir momentan wichtig, keine Ahnung, in 10 Jahren ist mir vielleicht scheißegal. Freue ich mich, weil das kostet Geld. Du weißt ja selber, du bist ja selber tätowiert, kostet Geld. So. Aber ich bettel nicht, wenn Not am Mann ist. Du hast die Situation gerade. Tue ich nicht. Du hast die Situation mit dem Geld nicht verstanden. Ich habe dir gesagt, ich habe deine Situation verstanden, aber du musst meine auch verstehen. Ich will das mit diesen 40 Euro nochmal erklären. Du bringst da gerade was durcheinander. Ich habe dir versucht, eigentlich ein schlechtes Gewissen zu machen, indem ich dir sage, ach so, ich verzichte gerne, damit es dir gut geht. Ach so, okay. Eigentlich an ein Schamgefühl appelliert. Ach so, okay, das habe ich jetzt. Okay, dann schäme ich mich. Dann. Ja, aber das ja. Also so würde es mir gehen. Guck mal, ich habe mal Geld von jemandem. Ich habe mal Geld von den Leuten bekommen. Und damals hatte ich noch ein Headset. Und dann hatte ich so ein billiges Mikro und da habe ich ein besseres hier gefunden. 70 Euro. Und dann bin ich hin abends losgefahren.
gesucht. Und da kam ich gerade von Fanny wieder, da habe ich dieses Buch gelesen, Erich Fromm, Haben oder Sein. Und dieser Sinn, das heißt also, wenn du hinterfragst, brauche ich das tatsächlich? Was macht das für einen Sinn? Warum ist es so? Ist es fürs Ego? Bla bla bla. Und ich bin durch den Regen klatschnass, glaube ich, 11 Kilometer gefahren und 700 Meter, bevor ich am Ziel war, bin ich umgedreht und habe gesagt, weißt du, die Leute haben das Geld gegeben, weil sie dachten, ich bin in Not und ich kaufe mir davon jetzt ein Mikro und morgen hänge ich mir das Ding hier vor die Nase und die sagen dann, guck mal, was der da Schönes wieder hat von unserem Geld. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Nee. Ja gut, aber da haben wir jetzt dann, oh Mann, ich würde echt, ja, egal. Aber da haben wir dann ja wirklich jetzt so, okay, wenn du der Ansicht bist, dann nimm doch mal deine Wishes raus. Ja. Und scheiß auch mal auf deine Amazon-Wishes. Ja, mach ich sofort. Also jetzt nicht für heute, sondern so nein, allgemein. Ich hau die jetzt komplett raus. Wenn das einzige Problem weil, ist. Nein, für mich ist das kein Problem. Ich greife dich bei deinen Argumenten. Meine Amazon-Wishlist ist mit diesem Klick Geschichte. Ich habe nichts mehr drin, fertig. Ich packe auch nichts mehr rein. Ja gut, dann stehst du wenigstens zu deinem Wort. Ja, was bietest du den Leuten? Dass ich auch zu meinem Wort stehe und dass ich es nicht verwerflich finde, wenn mir mal jemand einen Fünfer schickt, weil ich jeden Tag live bin und mir Leute zugucken. Was gibst du den Leuten von deinem Wohlstand ab? Ich habe einen Wohlstand. Ja, ich habe auch keinen, gibt trotzdem. Das sind genau, Nummern, das, die genau, dann, wie gesagt... Ich habe jetzt genau das getan, was du von mir wolltest. Ich habe ein Problem beseitigt. Die Frage ist, Amerika, ne? Der Amerikaner sagt nicht, was tut mein Land für mich, sondern was kann ich für mein Land tun? Jetzt ist die Gegenfrage... Soll ich jetzt einen auf Knacki machen und mein PayPal hier öffentlich machen und zeigen, was ich dem Nachtbus oder was da geschickt habe? Wie wär's denn einfach, indem du jetzt mal sagst, und dafür verzichte ich mal 3 Monate jetzt auf diese PayPal-Spendennummer und sag, wer was geben will, ist aufgefordert, macht's und wer nicht, lässt es. Wie wär's mal damit? Stil zeigen. Nö. Ah, okay. Nö. Weil ich, also erstmal muss ich dazu ja sagen, muss ich nicht erklären. Wir haben gerade alle verstanden, dass du ein egoistisches Arschloch bist, was nimmt, aber nicht gibt. Das ist gerade, was du hier transportierst. Nee, das mit dem nicht geben, das stimmt ja nicht. Nein, das mit dem nicht geben. Das stimmt ja nicht. Du bist nicht transparent, du reflektierst nicht, du bist nicht einsichtig und du nimmst. Ich bin nicht transparent, das ist absolut richtig. Ja, ich aber sehr transparent. Ja, aber das muss man auch nicht sein. Das ist auch so ein Ding, was du versuchst, dass den Leuten... Wenn man E-Rat, ist man transparent bei solchen Sachen. Nein, das ist ein Ding, was du den Leuten versucht hast, suggerierend einzudreschen. Weil es ein Unterschied ist, ob dir jemand Geld gibt, weil du vorheuchelst, ich muss eine Strafe hier bezahlen oder meine Katze verhungert und du dafür aber dir wieder ein Tattoo... Habe ich nie gemacht. Hast du daraus gemacht? Das wird suggeriert. Nee, mein Freund. Weißt du, Das habe ich nie gemacht. So Platz für Tattoos. Aber bevor ich fremdes Geld dafür nehme, nehme ich lieber mein eigenes, wenn ich es mir leisten kann. Vorher nicht. Nee, das stimmt ja gar nicht. Du hast doch noch vor einem Monat gesagt, du willst dich nicht mehr tätowieren lassen. Ja, guck mal, wir müssen da jetzt auch so ein bisschen beim Thema bleiben. Wenn ich die Kohle hätte, wäre ich komplett dicht. Dann will ich auch. Nein, stimmt nicht. Du hast vor einem Monat gesagt, du würdest dich heutzutage niemals mehr tätowieren lassen. Habe ich live auf meinem Suicide7-Kanal. Du würdest dich heutzutage nicht mehr tätowieren lassen. Ja, du guckst meines Drehens nicht. Nein, das war bei mir, mein Schatzi. Nee, da warst du bei mir drin. Nee, das war im Zusammenhang. Also wenn ich jemanden raten könnte, lass dich tätowieren, ich würde sagen, nein. Also wenn ich es zurückdrehen könnte, würde ich es nicht mehr wieder machen, nein. Aber wenn ich die Kohle gehabt hätte, wäre ich komplett dicht, würde ich aussehen wie Timo. Ja gut, das ist egal. So, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, hast du gut gemacht. Ein der starken Seiten, ja. Du machst halt ja, das gut. Nicht schlecht, also so ist es nicht. Lob, Lob. Nee, ich weiß, weil ich halt, bei mir ist halt immer das Ding, übrigens, ne, wig.holnetweb.de, nächstes Tattoo, stay true auf den Fingerknochen, ne, das ist tatsächlich mein Lebensmotto. Nee, ich gehe da tatsächlich sehr ehrlich dran, weil ich keinen Sinn darin sehe, im Internet irgendjemanden anzulügen. Ich verstehe, dass das dein Konzept ist, das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht könnten wir das jetzt ja wirklich mal abschließen und zum nächsten Thema kommen, weil ich ja tatsächlich nicht ohne Grund in deinen HO gekommen bin. Ja, Moment. Vielleicht könnten wir das jetzt ja... Bleib mal eine Sekunde dran, so. Und jetzt kriegst du mich aber nicht raus, oder? Ich hab hier... Doch, machst du auch nö. Nein! Guck auf dein Pippo, ich hab dir jetzt einen 20er geschickt. Für dein Tattoo, weil du so eine arme Sau bist.
Ich bin halt. Ich hab das PayPal, ob ihr mir glaubt oder nicht, es ist nicht mein PayPal-Account. Ich weiß das Passwort nicht. Ich hab's nicht offen. Ist wenn du es gemacht hast, dann danke. Danke. Ich kann's dir schicken, wie gesagt, also ich habe da kein Problem. Ja, dann danke. So, 20er ist raus, also Service PayPal, Sie haben eine Zahlung gesendet, zack, hier ist sie belegt, ne? So 229. Noch einmal. Ich kann dir, ja, danke. Ich hätte die Kohle brauchen können, um mir Bücher zu kaufen. Ich verzichte gerne, damit du dein Tattoo hast und schöner aussiehst. Bitte schön. Ja, danke schön. Jetzt hast du wieder 50 Leute, die sagen, Sabbath ist ein Assi. Nein. Weißt du, was ich mal getan habe? Ich habe mal mit einer Frau zusammengelebt und die hatte meine, mit der war ich 11 Jahre zusammen. Die hat 2 Jungs gehabt. Hm. Und weißt du, was die gemacht haben? Ich habe 1.000 Mark im Portemonnaie gehabt und die haben mir 5 Mark geklaut für Zigaretten. Weißt du, was ich genommen habe? Ich habe mein Geld genommen, habe es in Kinderzimmer geschmissen und gesagt, wenn du schon klaust, nimm alles. Nimm alles. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, wenn du schon. Verstehst du? Oh, und, weil es geht nicht um die 5 Mark, es ging auch nicht um die 1.000, es geht darum, wenn einer von den Jungs kam und hat gesagt, pass auf, die Mama darf das nicht wissen, ich brauche Zigaretten, ich brauche dies, ich will jenes, ich will in der Stadt, ich will ein Kino und die wollten 20 Mark haben, habe ich denen 50 gegeben. Wenn sie 50 wollten, habe ich denen 100 gegeben. Es gab keinen Grund zu klauen. Das war der springende Punkt. Dann, ich verzichte auf alles. Und einer von den Jungs, komplett gescheitert, 27, noch nicht einen Handschlag gearbeitet, vom Arbeitsamt totgeschmissen, der hätte alle Führerscheine machen können, alles, hat aber den Weg zur Arbeit nicht mehr gefunden am zweiten Tag, hat aber am ersten allen Kumpels erzählt, wenn er LKW-Fahrer ist, wie schön die Welt wird, rannte mit 2 geilen Handys rum, ich sag zu ihm, André, ich sag, du hast 2 Handys, du hast gerade Not, pass auf, was kosten so ein Handy? Ja, 500 Mark. Ja, ich sag, warum hast du denn 2? Du hast ja nichts zu fressen. Ja, ich muss 1 verkaufen. Ich sag, was willst du denn für das Ding haben? Sagt er, 300 Mark. 300 Tacken? Habe ich das Handy genommen, vor die Wand geschmissen. Und dann habe ich gesagt, ey, du hast ja noch ein Handy. Ich sag, ich brauche nur 1, meins ist gerade kaputt gegangen. Nee, du machst halt nur kaputt. Ich sag, wieso? Wir hatten einen Deal. Ich will dir nur zeigen, das, was du nimmst, erwartest, ist halt für mich kein Wert. Aber meine 300 Mark kriegst du nicht für lau. Dafür mache ich zumindest ein Handy kaputt. Verstehst du? Das müsste den Leuten doch peinlich sein. Der Junge hat noch eine Nummer gebracht. Mama, ich hab nichts zu essen. So, dann kommt er, fressen, zack, zack, eben schnell die Gabel, Kumpel wartet im Auto. Das hat er 3 Mal gemacht. Beim 3. Mal habe ich gesagt, André, warte. Die ganze Fraß in eine Plastiktüte von der 3. Etage habe ich ihm da drunter geschmissen. Sag, kannst du den Weg sparen? Einfach nächstes Mal SMS schicken. Ey, das, und du hast so ähnliche Allüren, ganz im Ernst. Mir geht das echt auf den Sack. Nee, habe ich ja kein Schamgefühl, finde ich sehr, sehr unehrenhaft. Nee, das stimmt ja gar nicht. Aber wenn ich sehe, warte mal ganz kurz, ich muss hier wieder, weil ich war gerade. Unehrenhaft. Moment. So. Nein, das Problem ist ja einfach nur, wenn ich halt jemanden sehe wie dich, der eigentlich immer sagt, er findet mich okay und alles ist cool, aber was? Eigentlich wollten wir das Thema auch abschließen, aber egal. Ich hab dir doch gerade gezeigt, wie ehrlos du bist. Und mir wird unterstellt, dass ich ehrlos sei, aber ich verhalte mich menschlich. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Also, nein. Da muss ich dann ja wieder einhaken, was ich doof finde, weil ich echt gerne zum nächsten Thema kommen würde. Aber du zeigst Leute wegen irgendeiner Scheiße an, Alter. Du saßt anscheinend im Knast. Das hat mit den Ständen nichts zu tun, sondern du lenkst jetzt gerade ab, weil diese Grundhaltung, die du hast, die hat etwas bei dir mit Kohle zu tun und nicht damit zu tun, dass ich Nazis anzeige oder Leute, die mich beleidigen, anzeige. Du versuchst hier gerade auszuweichen. Hör auf, mich manipulieren zu wollen. Nein, hörst jetzt mal bitte auf hier mit diesem Spielchen, was du mit mir spielen willst. Das Ganze wenn der Raven hier wäre, diese Ping-Pong-Nummer macht, dann geht die Nummer. Aber du alleine schaffst das nicht. Nochmal, Buchse. Guck mal, jetzt fängst du damit wieder an. Das ist doch schade. Nein, was du hier machst, ist die ganze Zeit, du versuchst hier Machtspiel mit mir zu spielen. Und ich bin sehr, sehr passiv geblieben. Aber ich kann auch ganz anders. Und wie gesagt, ich schreie gleich nicht. Aber ich kann das besser wie ihr. Nee, du kickst mich dann. Nein. Aber das wäre ja doof jetzt. Doch. Nein, du hast dich hier aus meiner Sicht, und das unterschreibe ich jetzt, zu einem völlig asozialen Vollmongo degradiert, der null Schamgefühl mehr hat. Und das finde ich absolut nicht in Ordnung, weil du bist eigentlich wirklich ein supergeiler Typ, du bist wirklich ein sympathischer Typ und mit diesem Mechanismus nutzt du Leute aus. Und das ist das Verwerfliche und das ist das, wo ich sage, da diese Spendenbereitschaft mit so einem manipulativen Trick zu nehmen, indem man sich ein neues Tattoo oder sowas, das hat keine Not. Weißt du, absolut richtig. Wenn Not ist, gerne, aber wie gesagt. Absolut richtig. Aber das habe ich doch jetzt schon 10-mal gesagt. Ja, du bist ein Assi. Ende. Du nimmst, aber gibst nichts. Aber ich bin auch ein Assi, aber ich gebe. Aber du warst doch heute selber in meinem Chat. Ich bin auch ein Assi, aber ich nehme und ich gebe. Das ist der feine Unterschied.
Ja, aber du weißt doch gar nicht, was ich gebe. Das weißt du doch gar nicht. Nichts gibt's so, wenn dein Grundverhalten. Das weißt du absolut nicht. Dein Verhalten spricht für sich, das reicht. Na ja, mein Seven-Verhalten spricht für sich, aber der Typ, der dahinter steckt, ja, aber den kennst du nicht. Das ist mir völlig scheißegal. Das ist nur eine Kunstfigur. Ich bin aber echt hier. Ganz gut. Ja, aber damit widersprichst du dir auch selber. Nein, ich bin echt hier. Ich bin. Ja, du bist echt, ich nicht. Ja, aber wenn dann so eine Nummer ansteht wie Kältebus oder so, na, wer weiß, vielleicht ist da ja eine Spende von mir eingekommen unter echtem Namen und keiner weiß, dass ich es war. Aber ich weiß, dass ich es war. Mir reicht das. Tut mir leid, mir reicht das. Ja, ich muss niemandem was beweisen. Ich bin übrigens nicht nervös, aber ich habe eine nasse Joggingbuchse am Arsch, die transpiriert ein bisschen sehr stark. Immer. Ja, mir ist das egal, aber wie gesagt, so eine Sachen, das geht nur mich was an. Und wenn ich 10.000 Euro spende, ist mir scheißegal. Das muss ich nur mal erzählen. Also ist egal. So, das Thema haben wir dann im Prinzip durch. Wie gesagt. Ja, würde ich auch sagen, oder? Dass wir das jetzt vielleicht einfach mal. Ich glaube, hast du gut geschafft. Ich glaube, ich bin nach der Diskussion immer noch der Assi. Hast du, glaube ich, gut geschafft. Aber kann ich mit leben. Nee, dann würde ich vielleicht tatsächlich mal zum nächsten Thema kommen. Weswegen ich eigentlich hier bin. Ja, mach mal tatsächlich. Vielleicht gefällt mir das Thema ja auch nicht. Ja, weil ich nämlich die Schnauze von gewissen Sachen voll habe. Ja. Und du weißt, dass ich mit sowas, ist mir scheißegal. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich damit an die Öffentlichkeit und okay, wo das ist eine Nummer. Wo brennt? Bitte? Ja. Lickfels. Ja. Ich habe seit ein paar Wochen erfahren, dass oder erfahren dürfen, dass die Kontakt zu mir suchen. Und mir ist das ein bisschen, kann ich gerne sagen, in aller Öffentlichkeit, mir scheißegal, was auch immer die mir anhaben wollen, ist mir scheißegal. Es war sehr auffällig, wie positiv die mir gegenübergetreten sind. Und ich würde da einfach gerne mal wissen, was da deine Einschätzung ist, weil ich weiß, dass du lange Zeit mit denen ja, zusammen sehr, warst. Sehr hübscher Versuch, da gibt es die Antwort von Profi, fragt die Lickfels. Ja, okay, dann hast du das jetzt, ja. Ich habe es ja schon versucht. Ich habe zu denen gesagt, ich meine, was ist euer Ding? Ihr kommt hier auf einmal her und tut so, als würden wir uns seit Monaten kennen. Ja, aber wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Szeneanalyse. Ich denke mal, das Verhalten der Lickfels spricht für sich. Kenner wissen, was gespielt wird, alles andere ist egal. Okay. Ja. Mach deine Erfahrung. Versuche ich mal das rauszuziehen, was da vielleicht im Subtext dann. Ja, also ich kann dir auch sagen, also du hängst mit dem Lickfeld zusammen und das hier gerade war ein ganz einfacher Manipulationsversuch, dass ihr ein riesen Statement abgegeben habt, die Lickfelds für miese Charaktere sind. Ich kann über den Lickfeld. Nein, das soll Quatsch. Ich kann über die. Du sollst auch kein Statement abgeben. Ach, doch, für meine Einschätzung. Doch, doch. Ich habe das schon verstanden. Nein, was für ein Quatsch. Doch. Wie gesagt, ich finde das, aber das weißt du eigentlich auch selber, ich finde das sehr komisch, wenn gewisse Leute auf einmal auf mich zukommen und mir sehr positiv gesinnt sind, weil die meisten Leute mir eher negativ gesinnt sind. Vielleicht suchen die Anschluss. Ich habe keine Ahnung. Bei mir? Na gut, wie gesagt, mir ist das scheißegal. Ich dachte nur, vielleicht hast du da irgendwie. Ich habe ganz viele Informationen, die genau die Öffentlichkeit nichts an. Okay. Ja, weil ich ja tatsächlich nicht. Ich habe das ja nie verfolgt. Ich habe irgendwann mitbekommen, irgendwelche Lickfels sind bei mir im Chat und ja, okay, sind die da. Guck dir doch denn ihre Sendung an. Die sind super, super in sich gekehrt, super sympathisch, super ausgeglichen, super, super toll. Ist alles super. Okay. Hey. Voll gut, wir sind jetzt völlig da. Zack, Ego streicheln. Mach mit, bei Lickfels. Okay. Die sind eigentlich sind ganz in Ordnung. Also das Einzige, was man bestimmten Menschen vorwerfen kann, ich habe da mehrere von erlebt. Also ich sage das jetzt nur mal so allgemein. Also es geht jetzt nicht um die Lickfels, so allgemein. Also mir ist es mehrfach passiert mit Leuten, die übrigens bei dir auch verkehren, in deiner Sendung gewesen sind. Unter anderem gibt es einen schönen Screen. Du mag die beiden Lickfels und der Frios. Und es gibt einen bestimmten Typ Mensch, der kommt mit einem Verrat, geht mit einem Verrat zum Nächsten und geht dann irgendwann zum Nächsten und wird den Nächsten wieder verraten. Aber was für ein Screenshot.
Ja, ich habe einen, wo ihr alle freundlich zusammensitzt. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich den gerade finde. Ja, das kann ja sein, das ist ja kein Geheimnis. Naja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass du mit den Lickfels, wenn du mit denen hier irgendwelche langen Hangouts machst, dir keine Meinung gebildet hast. Das finde ich dann aber schon. Nee, was heißt eine Meinung gebildet? Ich habe, ja gut, wenn mir das jetzt, hast du wieder gut gemacht, ey, Scheiße. Hast du gut gemacht, Volker. Ja, das halt gut auf, ne? Weil du hast das gerade gut ausgelegt, das meine ich damit. Ja, natürlich, weil jeder weiß, wie du drauf bist oder wie ihr in Kombination drauf seid. Und warum jetzt ihr? Jetzt bin ich schon ihr. Du, wir haben doch diese Seven Raven Nummer oder jetzt ich letztens mit dem Raven gegen Sadie diese Nummer, wir haben es auch mitbekommen, wie es geht. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass die Lickfels dich hier. Raven gegen Sadie? Dass die. Ich brauche alles. Ich wusste nicht, dass Raven was gegen diesen Sadie gesagt hat. Wir haben den Nummer kurz ein bisschen demontiert. Der war. Da hatte ich auch so eine Sendungnummer so oder sowas. Okay. Eins meiner berühmtesten Formate. Also die Nummer so ist immer gefährlich. So, Sekunde. Ich suche das gerade. Da gibt es einen super, super geilen Screen von dir. Wo ich dann sagte, ach guck mal, hängen die da ja, zusammen. Den habe ich ja nicht gemacht. Ja, ich aber. Nachts mit dem Handy beim Pissen. Willst du den gemacht haben? Musst du Hangout-Link gehabt haben, oder? Nee, aber man kann ja zugucken und einfach mit der Hand mal übers Handy streichen. Dann macht er einen Screenshot, ne? Ach so, wo es live war. Das, ja, genau. Ihr wart ja, da, ja, klar, da lass ich, ja, klar. Lass ich dir doch rein. Das ist doch. Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass ihr da keine Privat-Hangouts gemacht habt und euch nicht beschnuppert habt. So wie wir es sonst immer machen. Das habe ich doch gerade gesagt. Wir haben miteinander gesprochen und ich fand es einfach komisch, dass da gewisse Sympathien auf einmal da waren. Ja, vielleicht finden die dich auch einfach nett. Ja, das kann sein. Ich weiß nur, dass du mit denen eine Vergangenheit hast und da dachte ich. Ja, aber meine Vergangenheit ist total nur von schönen positiven Ergebnissen bestückt. Also ich habe mit denen keine schlechte Erfahrung gemacht. Ja, dann ist doch gut. Ja. Das war ja eigentlich nur meine Frage. Das war ja, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen gut, vorsichtig. Dann haben wir das Thema ja auch durch. Dann kann ich jetzt theoretisch sagen, wir verabschieden uns und ich mache nochmal bis 3 Uhr alleine und dann mache ich auch Feierabend. Ja, weiß nicht, willst du mich da jetzt rauskicken oder? Naja, sag mal, ich versuche die ganze Zeit hier einen Monolog zu führen. Das ist jetzt mit zwei Personen ein bisschen viel dann. Ja, du hattest, ich hab dir einen Vorschlag gemacht, wir machen aus dem Monolog einen Dialog, aber. Nee. Ich habe halt den Eindruck, dass du gewisse Sachen vielleicht nicht. Wenn man sich die einzelnen Komponenten jetzt gerade rausnimmt, das ist einmal antrainiertes Verhalten und es geht dann hier um, ich kann das mal ein bisschen vorlesen. Ich habe ja gesagt, ich erkenne diese Muster. Hast du mich jetzt rausgekickt? Nein, du bist selber gegangen. Ich hab ja, gesagt, ja, sorry, dann habe ich mich verklickt. Ja, ja aber du könntest jetzt trotzdem rausgehen, weil ich meinen Monolog weitermachen würde. Das wäre ganz. Ja, aber ich habe trotzdem. Ich weiß nicht, du hast jetzt wieder als Angriff empfunden und dann sehe ich ja schon wieder. Ich wollte jetzt eine ruhige Sendung machen und ich würde jetzt gerne mit meinem Publikum vielleicht nochmal 20 Minuten alleine ein bisschen was machen, weil ich war eigentlich im Thema. Und dann war ja der Notfall mit Nieselbrim, dann warst du jetzt noch, das haben wir jetzt durch und die zwei Sachen, die wir besprechen wollten, sind für heute, glaube ich, auch erledigt. Und an der Stelle würde ich echt sagen, lass uns auch erstmal für heute gut sein. Andermal wieder gerne. Ja, aber wie ist denn das? Planst du jetzt noch weiter da irgendwie dann über mich zu quatschen oder können wir das einfach mal auf diesem neutralen Level lassen? Ich möchte das jetzt so lassen, wie wir das bis jetzt besprochen haben und den Rest besprechen wir ein andermal. Also wie gesagt, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und wir diskutieren gerne ein andermal weiter. Nur jetzt möchte ich gerne eben einfach. Nee, lass mir das auf einem friedlichen Thema oder nicht? Nochmal. Warum gehst du jetzt nicht einfach und lässt das stehen? Ja, wollte ich doch sagen, lassen wir auf einem friedlichen Level und dann sage ich jetzt Tschüss und dann passt das doch, oder nicht? Tschüssi. So. Mach's gut. Tschö. Bye, bye. Wie gesagt, ich studiere ja so Verhaltensmuster, weil sie immer eine wiederkehrende Motorik haben oder wiederkehrende Grundsätze haben. Und da gibt es verschiedene Geschichten und das ist also wirklich ein cooles Buch, das bekommt ihr bei Rebuy. Und zwar
geht dieses Buch jetzt nicht einfach hin und sagt, ja, so und so funktioniert eine Manipulation, sondern dieses Buch beschäftigt sich eigentlich mit einer negativ tendierten Suggestion Manipulation. Und da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und die beschäftigen sich hier mit 30 sehr erfolgreichen Systemen, wie man Unruhe stiften kann, etc. Ich lese nur kurz das Inhaltsverzeichnis vor, weil da kommen einem verschiedene Sachen dann vielleicht auch hier und da mal bekannt vor. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Das ist der Aberglaubetechnik, Abhängigkeitstechnik, Aktualisierungstechnik, Assoziationstechnik, Attraktivitätstechnik, Autoritätstechnik, Bad Guy, Good Guy Technik, Charisma, Chapeau-Clack. Das ist dann zum Beispiel, wenn im Chat plötzlich Leute auftauchen, die immer das bestätigen, was einer sagt. Das ist dann also im Prinzip bezahlte Beifallsklatscher. Die Dissonanztechnik, Einschmeicheltechnik, falsche Argumente-Technik, Feindbildtechnik, Fixierungstechnik. Das hat übrigens der Seven hier gerade probiert, also mich immer auf eine Kernaussage reduzieren wollen. Und diese Kernaussage ist eigentlich immer positiv. Du findest doch auch, das ist gut, dann hast du deine Kernaussage. Und danach versucht er dich im Prinzip in einen Widerspruch zu führen. Und der Widerspruch entlarvt dich dann als Lügner. Das ist also so der Sinn dieser Technik halt gewesen. Ne? Dann gibt es die Freundetechnik, die Gerüchtetechnik, die Gruppentechnik, sehr interessant, Gruppendynamik. Hat mir viel Spaß gemacht. Die Hypnose-Technik habe ich übrigens heute erst noch 5 Bücher bestellt, weil Hypnose interessiert mich also auch. Demnächst werde ich hier mit dem Pendel, wow, ihr seid alle müde und blau und liebt mich. Ne? Dann eine Immunisierungstechnik, Impressionsmanagement-Technik, Intrigentechnik, Kontrasttechnik, die Lügentechnik, Mitleidstechnik, Predigertechnik, Reziprozitätstechnik, dann gibt es die Sprachmanipulationstechnik, die Sündenbocktechnik, die Traumtechnik, die Vernichtungstechnik. Das war es dann auch schon. Und das Ganze ist gefasst in 380 sportliche Seiten, habe ich mir in 3 kurzen Sitzungen eben mal ins Hirn gepfiffen. Sehr interessante Lektüre. Ich habe da auch, guck mal, ich habe ja ganz viele Eselsohren gemacht. Das ist immer unglaublich hier. Ist, ich markiere meine Bücher. Seven, und nochmal, diese zwischen so wie du bist, so wie du sein willst, so wie du manipulierst und deine Mechaniken, das ist sehr, sehr einfach gestrickt, ne? Es ist sehr gut für dein Alter, aber für mich reicht es nicht. So, nur das mal an dieser Stelle. Ich hätte sogar fast gesagt, vom Ablauf der Sendung heute Abend, und das ist das Recht eines, ich hoffe, der Seven klatscht mir jetzt hier nicht gleich die Sendung weg. Das ist das Recht, das ist auch das Recht des Betreibers, natürlich auch das abschließende Wort zu haben. Wenn man sich die Dreifisch-Debatte anschaut, und damit sind wir angefangen, Dreifisch, bim, bam, bum, bisschen hier und da, Community, und die werden alle manipuliert, und du hast im Prinzip einen kleinen Nazi bei dir im Arsch stecken. Danach taucht Nummer 1 auf, holt sich hier einen Satz heiße Ohren, der Prieselnim, der Adolf Hitler Skulpturenbastler, ne, wahrscheinlich macht er demnächst auch noch welche aus Legosteine, einfach weil es einfacher ist, ne, und weniger Sägespäne gibt. So, und dann kommt der Sympathisant. Die beiden haben ja heute Abend noch zusammengesessen, blablabla und so. Große Freude, du hast auch ein Kreuz am Hals und blablabla. Bla, bla, wir lieben uns. Ich war 7 Monate nicht da und bla, der Bill noch, blablabla. Bla, 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 bla. So, und im Prinzip war der Seven jetzt ein platzierter Dreifischagent, der, wie hieß denn noch, Cui Bono. Wem nutzt es? Das heißt, er war im Prinzip, ob er geschickt wurde oder ob er es aus Sympathie gemacht hat, ist egal. Also cui bono bedeutet, wem nutzt es? Und der Nutzen war, von der Dreifischnummer abzulenken auf den bösen Knacki, denn ich bin eine asoziale Drecksau, die mega, mega viel Bier in der Küche stapeln. Ich habe tonnenweise meinen Amazon-Bier, ich habe übrigens meine Amazon-Liste tatsächlich gelöscht und ich habe ihm auch tatsächlich 20 Euro geschickt, weil es mir das wert war. Und das Ganze war eine sehr interessante Konstellation. Ne? Übrigens, eine kleine Information noch so zwischendrin. Wenn ich ein bisschen lauter werde, steht auch hier drin, man soll Gefühle zeigen. Das ist einfach. Ich kann mittlerweile sehr, sehr gut erkennen, wenn mich Leute manipulieren wollen. Und ich habe mir noch mehr von den Schinken bestellt. Und wie gesagt, ich werde der größte lebende Gegner von Manipulation werden. Ich werde alles darüber wissen. Aber ich werde versuchen, es noch nicht mal für was Gutes einzusetzen. Aber ich werde versuchen, mich zu schützen. Mich manipuliert keiner mehr. Kein einziger von euch. Da müsst ihr noch eine Menge üben. So.
und ich sag mal, mit diesen sinnigen Worten würde ich den lustigen, informativen Abend eigentlich gerne beschließen wollen. Vielleicht komme ich ja nachher nochmal wieder. Und ich bitte vielleicht mein anwesendes, noch nicht schlafendes Team vielleicht in eine kurze Nachbesprechung und wünsche euch einen schönen Abend. War gut. Tschüss.